Stadion erlebten 60.000 Sportbegeisterte, unter ihnen Walter Ulbricht, Volkskammerpräsident Hickmann und zahlreiche Regierungsmitglieder, das Endspiel um die Fußballmeisterschaft der Deutschen Demokratischen Republik. Betriebssportgemeinschaft Zwickau und Dresden-Friedrichstadt waren die Endspielgegner. Waggonbau Dessau gegen Gera Süd, das erste Finalspiel. Franz Kusmierik, Kussi, schoss das Siegtor für Dessau. Und bei Gera Süd spielte ein Mann, der später als Trainer DDR-Fußballgeschichte schreiben sollte, Georg Buschner. Georg Buschner war sehr kreativ, seiner Zeit schon weit voraus, damals schon. Er war für mich ein echter Profitrainer, der immer wieder was Neues aufspürte, das durchsetzte und mit der Mannschaft probierte. In der vierminütigen Nachspielzeit ahnete Stumpf einen Rempler von Richter gegen Bernd Schulz mit Strafstoß. Stumpfs Kommentar: Ich stand 4 Meter daneben. Richter stieß Schulz mit dem Ellenbogen um. Eine sehr umstrittene Entscheidung. Ich habe vor, die Flucht hier zu begehen. Ich will gerne im Westen bleiben. Ich will hier Fußball spielen. Hilfst du mir dabei? Kannst du mir eine Möglichkeit hier schaffen, um möglichst auf dem Weg aus dem Hotel rauszukommen, was uns ermöglicht, ohne dass irgendwelche Schwierigkeiten entstehen. Dann hat er mir mitgeteilt, dass er sein Auto in der Tiefgarage unten hat und der Fahrstuhl direkt von der Etage in die Tiefgarage führt. Und er den Vorschlag gemacht hat, dass ich mit ihm gemeinsam runterfahre, in sein Auto rein und er mich auf dem schnellsten Weg nach Nürnberg bringt. Es war tragisch, ja. Und vor allen Dingen, ich denke schon, dass der Zeitpunkt der Maueröffnung, diese kurze Phase, dass die natürlich den manchen Spielern auch total den Kopf verdreht hat und irgendwie nicht das mehr denken konnten, worauf es eigentlich ankam. Andreas Thom, 24-jähriger Fußballnationalspieler des BFC Dynamo, wird ab 1. Januar für den BRD-Bundesligisten Bayer Leverkusen stürmen. Ereignisse, die sind natürlich auch irgendwie prägend. Ne? Ich will mal sagen, ich wäre dann gerne damals als zweiter Nationaltrainer auch mit einer Mannschaft nach Italien zur WM gefahren. Und das sind ja immer solche Einschnitte im Leben. Zum 30-jährigen Jubiläum des Mauerfalls präsentierte die Social-Media-Verantwortlichen der Sportschau ihren Followern nur die Bundesliga-Tabelle als Mauerfall-Tabelle. Und das verdeutlicht erneut, dass der DDR-Fußball in der gesamtdeutschen Rückblende nur eine Rebenrolle einnimmt. Es sei denn, es geht um lustige Clubnamen, diese sorgen dann für Begeisterung in allen Redaktionen. Doch der DDR-Fußball ist für viele Fans ein wichtiger Teil ihrer Fußballsozialisation. Dabei geht es um deutlich mehr als nur einen 1:0 WM-Sieg von 1974 oder die Namen wie Sammer, Sparwasser und Thom. Umso wichtiger ist, dass sich begeisterte Fußballhistoriker um die vermeintlichen Fußnoten in der deutschen Fußballgeschichte kümmern. Dazu zählt auch Lars, der seit 2 Jahren auf dem Twitter-Kanal Fußballhistoriker über Siege und Niederlagen des DDR-Fußballs berichtet und damit eine große Anhängerschaft begeistert. Und ich freue mich sehr und bin begeistert, dass Lars heute erstmals im Podcast dabei ist und sage Glück auf, Lars. Glück auf, freue mich sehr, hier zu sein. Hallo Dani. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Auf deinem Twitter-Profil steht DDR-Fußballgeschichte in 280 Zeichen. Tag für Tag, Wissenswertes, Interessantes und Kurioses. Und tatsächlich begeisterst du die Twitter-Gemeinde oder auch die Facebook-Gemeinde. Auch dort gibt es dein Profil als Fußballhistoriker mit deinen, ja, unglaublichen Schatz an Informationen. Du hast vor 2 Jahren bist du gestartet. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du willst ja die Welt an deinem Wissen teilhaben lassen? Die Idee spukte tatsächlich schon länger bei mir im Kopf herum, weil ich fand, dass unsere Vereine aus der DDR oder aus dem Osten praktisch nur so als wahrgenommen werden, so als halb an der Pleite segelnd, immer unterklassig. Und dass diese großartige Vergangenheit, die wir haben, ein bisschen ausgeblendet ist. Und dann
habe ich überlegt, wie kann ich das machen? Da müsste auch mit Freunden beraten. Das eine wäre natürlich eine Website gewesen. Und ich fand diese Twitter, den Twitter-Rahmen besser, weil natürlich mit diesem Nachrichtenkanal kannst du einfach dann eben anlassbezogene Nachrichten machen. Und dann habe ich gedacht, ich mache das so als Kalender und guck, was dann mal reinpasst. Und dann habe ich ungefähr mit einem halben Jahr Vorlauf angefangen, meine relativ große FUBU-Sammlung durchzusuchen nach interessanten Geschichten. Und dann habe ich einfach angefangen. Ja, und sorgt für viel Begeisterung. Du hast zusätzlich auf dem Kanal stehen die Zahl 65 und dahinter Gera. Ich vermute, dass du zu DDR-Zeiten im Postleitzahlengebiet 65 groß geworden bist. Ist es richtig? Das ist ganz korrekt. Also ich bin in Gera geboren und in einem Dorf in der Nähe von Gera aufgewachsen. Und dort schlägt auch mein Fußballherz, oder es begann dort zu schlagen. Dann nimm uns mit. Welcher Verein begeistert dich? Ja, also ich bin im Jahr 1970 und 1984 hat mich mein Cousin Rocco damals mit zum Fußball genommen, zu Wismut Gera. Und hat mich direkt gewonnen für Wismut Gera, für den Fußball. Und ich bin dann später, also mit 14 konnte ich noch nicht so, wurde ich noch nicht gerne so alleine losgelassen. Aber als ich dann praktisch selbst fahren durfte, bin ich dann immer regelmäßig ins Stadion gegangen und habe dann auch die Zeit mitgemacht. Bis ungefähr 1990 bin ich sehr oft da gewesen. Und ja, die Zeit 80er Jahre war natürlich gerade etwas trist, weil wir hatten unseren Serienmeister und es war ziemlich langweilig. In der Liga, Gera war so eine Mittelfeldmannschaft, passierte auch nicht so viel nach unten und oben. Und so habe ich mich praktisch der Historie zugewandt, die ja etwas interessanter und farbiger war. Und habe damals schon so ziemlich alles gelesen, was ich in die Finger bekam. Meine Mutter war bei der Post, als sie gemerkt hat, okay, das ist jetzt ernst mit dem Fußball. Da hat sie mich versorgt mit einem FUBU-Abo. Und dort, fantastisch. Ja, und dort lag dann noch der Grundstein meiner heutigen Sammlung. Also ich habe ein relativ großes Archiv jetzt. Das habe ich in den vergangenen 10 Jahren so ausgebaut, weil ich kaufe mir Weihnachten immer ein Buch und irgendwann hatte ich alle Bücher, die ich wollte und dann dachte ich, ja, jetzt guckst du mal. Und da habe ich einen Händler gefunden, der einfach die Jahrgänge angeboten hat und dann habe ich dann von 84 hatte ich rückwärts gesammelt und ja, dann den Rest hat dann eBay so Stück für Stück gemacht. Das heißt, auf wie viele FUBU-Ausgaben kannst du ungefähr zurückblicken? Also ich habe ungefähr so 2000. Also es sind halt, insgesamt sind es, die erste FUBU erschien 1949, die letzte 1992 und ich habe von 1950 bis 1991 mit ein paar Lücken, gerade in der Frühzeit, also der 50er Jahre, habe ich nicht komplett, aber ansonsten bin ich weitgehend komplett. Das war jetzt einfach, ja, Hobby, habe ich angesucht zum Teil und konnte das ganz gut komplettieren. Das ist ja fantastisch. Also für diejenigen Hörer, die vielleicht den Begriff FUBU nicht kennen, die Fußballwoche, das Fußballmagazin zu DDR-Zeiten erschien immer dienstags, ist das richtig? Es erschien immer dienstags und gelegentlich auch mittwochs. Also ich habe so 2, 3 Ausgaben, die fielen mir ab und zu mal aus dem Rahmen. Das ist, wenn du nach diesem Datum, also mit Kalender arbeitest, dann sagst du, okay, Dienstag und zählst dann zurück. Bis Samstag sind halt Montag 3 Tage. Und manchmal hat das einfach nicht gestimmt von der Ergebnisliste und dem, was in der FUBU stand. Und einmal ist, wie gesagt, die FUBU dann Mittwoch erschienen. Einmal, glaube ich, auch donnerstags. Das gab es schon. Also die ist nicht durchgehend immer dienstags erschienen, sondern da hat man sich auch ab und zu mal eine Ausnahme gegönnt. Okay, und dann gab es auch immer mal, glaube ich, so eine Saisoneröffnungs-Sonderausgabe. Richtig? War das so? Genau, also die erste, die ich habe, die habe ich auch nur elektronisch. Die ist von 69-70. Ich glaube, vorher gab es auch keine. Und was es davor gab, also in den Jahrgängen so 60-63, da gab es immer mal so diese Mannschaftskarte, wurden dann vorgestellt. Da gab es innerhalb der regulären FUBU so 3-4 Wochen vor Saisonbeginn dann die Listen, die Veränderungen und war dann ohne Mannschaftsfoto. Die Sonderausgaben sind da schon etwas wertiger und auch netter anzuschauen. Und montags kam immer das Sportecho, auch das hatte in Fußballteilen natürlich nicht so ausführlich, weil das Sportecho den gesamten Sport abgebildet hat, aber auch dort hat man immer mal noch ein paar Fußballinformationen bekommen und so war man versorgt mit Zeitung über die Woche und dann am Wochenende war wieder Fußball. Dein erstes Stadionerlebnis also in Gera, was ist so das erste Spiel, an was du dich erinnerst? Also das ist nicht das allererste Spiel, was ich gesehen habe, aber eins, an das ich mich halt erinnere, das war
ich glaube, 85, 86, da war Zwickau gerade unten und die kamen zu uns. Und das war das erste Spiel, wo ich wirklich erlebt habe, dass die gegnerischen Fans in der Übermacht waren. Also Zwickau und auch Chemie Leipzig, die rückten ja immer mit relativ großer Stärke an. Und das hat mich tatsächlich ein wenig gekränkt. Stadion der Freunde war so eine Riesenschüssel. Und also wir kamen immer jetzt vom Holzhals-Zofwiesenpark im Eingang. Und dann ging es halt rechts, saß der Bismut-Block. Und unter der Anzeigetafel stand ich halt meistens, wo da standen so die Dazugehörten, aber jetzt nicht wirklich im Fanblock waren. Und dann guckte man nach links und da war alles rot-weiß. Und die haben uns auch tatsächlich so ein bisschen an die Wand geschrien. Es war demütigend und die haben dann tatsächlich auch gewonnen. Also insofern war das erste Stadionerlebnis nicht so schön, aber ich habe in Gera auch viele gute Sachen gesehen. Also gerade in der Saison 88, 89, wo sie teilweise die Tabelle angeführt haben, wo dann auch so Größen zum Tabellenführer nach Gera mussten, das hat dann auch entschädigt. Ja. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wenn du jetzt später andere Stadien anguckst, Gera hat es da tatsächlich schwer. Also der Durchschnittsbesuch zu Liga-Zeiten, der lag ja so bei Pi mal Augen 1000 im Schnitt. Und das war einfach zu wenig, um da wirklich diese Fußballatmosphäre, wie du sie jetzt, was weiß ich, in der alten Försterei hast oder auch in Kaffeetälchen, wo die Leute einfach eng dastehen und mit 2000 wirkt das Ding voll, die kriegst du da natürlich nicht rein. Aber es war Gera, also meine Heimat. Das ist wohl so. Andreas hatte ja bei Spiel meines Lebens bei dem Podcast, wo ich berichten durfte über das Derby, letztendlich recht ernüchternd festgestellt, dass ich gehe seit 83 zur BSG eigentlich nur die, in der Zeit ging es kontinuierlich abwärts und das ist tatsächlich so, aber es kam eben auch mal Zwischenhöhen und da zählte sicherlich 88, 89 dazu. Nun haben ja viele, du sitzt heute hier mit einem Wismut-Trikot im Podcast, aber viele haben ja nun andere Vereine und Zweitvereine. Schlägt dein Herz noch für einen anderen Verein? Also ich war eine ganze Zeit lang Union-Fan. Es kam, also 85, 86 sind die ja aufgestiegen. Und 84, wo ich dann anfing, mich zu interessieren, da spielten die in der Liga Staffel A, hatten also mit uns nichts zu tun. Und bei der FU war es damals so, also rechts stand B und links stand A. Und ich habe die einfach verfolgt und dachte, ach, ein netter Club. Und dann kam es natürlich auch ein bisschen aus der Opposition gegen den BFC heraus, wo ich dachte, ja, das ist natürlich die Konkurrenz und so. Und mit 14 war es allerdings noch so ein bisschen so ein Herzchen. Und auf jeden Fall habe ich mir diesen Aufnäher auf meine Jeansjacke gemacht und lief dann mit Aufnäher und Nadel auch rum und bekannte mich natürlich offen dazu. Meine Klasse lachte mich aus, die waren natürlich alle Jena-Fans. Ja. Und dann bei der Disco haben wir dann mal zwei Jena-Fans einfach mal kurz die Thüringer Fußballwelt erklärt. Ja, rissen dann meinen Aufnäher ab und warfen ihn ins Klo, meine Nadel. Und das war ich natürlich geknickt, weil mit 14 müsste ja auch cool sein. Und ich dachte, ja, die sind doch eigentlich, wir sind doch alle gegen den BFC und so, warum machen die das? Habe ich nicht verstanden und dann schlich ich geknickt hoch und mein Cousin saß da und neben dem saß einer seiner Wismut-Kumpels und die sahen das und sagten, was ist denn los? Und dann habe ich es erzählt. Und und dann ging der los. Nach 20 Minuten hatte ich meine Nadel zurück. Mit der Anweisung, sie nie wieder in Thüringen oder in Gera offen zu tragen. Aber das hat mich beeindruckt, also das, was da für Kerle im Block stehen und dass die auch was für mich machen, weil ich halt ein bisschen dazugehöre. Das war schon nett. Ja, Union-Fan bin ich dann auch sehr lange geblieben. Ich habe auch eine Weile in Berlin gewohnt. Und ist aber so, ich habe mich ein bisschen entfremdet vom Fußball und die Bindung an andere Vereine, die wurde dann immer schwächer und nur Gera bin ich halt treu geblieben. Ja, und ansonsten, wir hatten ja alle unseren Bundesliga-Verein, da hat mich auch mein Cousin dann sozialisiert für den Hamburger SV. Und den schlich ich auch eine Weile hinterher. Ja, aktuell ist tatsächlich von den Fußballvereinen nur Wismut Gera übrig. Die anderen, jetzt auch in meiner Rolle als Fußballhistoriker, ich gucke halt einfach ganz viel Ostfußball. Ja, also MDR ist dann meine erste Wahl. Und wenn sie gegen Westvereine spielen, halte ich natürlich immer auf die. Und wenn sie gegeneinander spielen, dann suche ich mir halt einen aus. Aber da gibt es eigentlich keine Prioritäten, weil sie, also Wismut Gera trage ich im Herzen, liebe ich am meisten. Aber ansonsten sind mir die alle lieb und teuer, weil sie irgendwie alle zur Geschichte halt. So ist es. Du hast schon gesagt, zu Ostzeiten ist die FUWU deine Zeitung und letztendlich
Heute lebst du von den Informationen. Was gehört aktuell noch zu deinen Fußballzeitungen, die du konsumierst? Also im Regelfall konsumiere ich fast nur Internet, so die einschlägigen Seiten, und halte mich da auf dem Laufen. Am meisten tatsächlich über den MDR, weil die mir ostlastig genug sind. Und dann auch super, weil diese großen Klassen, also erste, zweite Liga, interessiert mich nicht so sehr. Da habe ich jetzt keine emotionale Bindung, also auch wenn da jetzt Aue und Union oben spielen. Die kommen da schon irgendwie klar. Und mich interessieren tatsächlich eher so die Kämpfe weiter unten, also Liga 4, 5, 6. Und da ist Fußball für mich erste Wahl. Und wie gesagt, der MDR macht auch ziemlich viel in der Hinsicht. Ansonsten, was das Historische angeht, gibt einfach sehr viele gute Bücher, und da habe ich eine relativ gut bestückte Bibliothek. Was wäre das Buch, was du jetzt jedem, der vielleicht noch Urlaub hat und Ferien fährt, empfehlen würdest? Das kommt drauf an. Also am besten finde ich die Geschichte der DDR-Oberliga, weil die hat einen relativ guten Statistikteil und sie vereint sehr viele einfach schöne Geschichten. Also da ist so ein Saisonüberblick drin. Dann ist praktisch noch eine Saisongeschichte drin mit tatsächlich den Kuriositäten, die heute noch in den Namen fortleben, aber auch so krude Geschichten zum Thema, also Beispiel jetzt, als 1960, 61 der Wettbewerb der Pokalsieger begann, da schickte die DDR nicht ihren Pokalsieger, das wäre nämlich der SC Dynamo Berlin gewesen, sondern den ASK Vorwärts, den Vizemeister, weil sie gesagt haben, der wäre stärker, und der schied dann gleich in der ersten Runde aus. Ja, und solche Sachen stehen dann drin. Und das ist ein ziemlich gutes Buch, das habe ich auch schon sehr lange und ich lese das auch immer mal. Kannst du sagen, wer hat das verfasst und in welchem Verlag es das gibt? Also Verlag ist natürlich die Mutter aller Fußballverlage, nämlich die Werkstatt. und verfasst, das Blöde ist, ich habe es jetzt unten stehen, weil mir das in ein paar Bücher... Okay, das findet man ja dann beim Werkstattverlag dann auch. Ja, also wie gesagt, die Geschichte der DDR-Oberliga. Gibt es für unsere Hörer eine Podcast-Empfehlung von dir? Ja, also außer dein. Das ist lieb. Ich mag deinen Podcast, weil ich einfach da mir sehr viel über Wismut Gera reinziehen kann, sowohl geschichtlich als auch aktuell. Und das sind Informationen, die man sonst nirgendwo kriegt. Deswegen bist du praktisch meine erste Wahl, und die Folgen höre ich auch immer gleich, wie sie rauskommen. Und ansonsten empfehle ich auf jeden Fall den Hörfehler, weil den macht der Nick. Und der beschäftigt sich auch mit historischem Fußball, ist ja mein Thema, und das eben auch sehr ausführlich. Und dort ist so, also ich bin letztens in Gera gewesen, er hat eine Folge gemacht über Chemie Leipzig mit dem Jens Fuge. Die gingen halt 3 Stunden, man braucht ein bisschen Zeit dafür, aber ich fühlte mich tatsächlich gut unterhalten. Ja, das ist ganz fantastische Arbeit. Er findet das unter Hörfehler in den typischen Podcast-Suchmaschinen. Er hat jetzt auch noch so ein zweites Podcast-Projekt mit Sportfrei, wo verschiedene DDR-Vereine analysiert. Er macht das immer intensiv und sehr empathisch und sehr informativ, ganz fantastisch. Deswegen unsere beider Podcast-Empfehlung, der Hörfehler bzw. Sportfrei von Niki. Aber du hörst ja nicht nur gern Podcasts, sondern du bist auch Autor. Du hast im Rahmen der Zeitspiellegenden ein neues Buch, was Hardy Grüne herausgibt, Zeitspiellegenden Fußballvereine, hast du ein Kapitel zur BSG Wismut Gera verfasst. Wie kam es dazu? Also das war so, also Hardy kenne ich über, also auch der ist praktisch einer meiner Follower jetzt auf Twitter, und der hat vergangenes Jahr, praktisch zum gerade noch 2019, also zu 70 Jahre DDR-Oberliga, hat er praktisch im Zeitspiel da so einen Themenschwerpunkt gemacht zur Oberliga, und da hat er mich gefragt, ob ich so ein paar Fakten liefern kann, und das konnte ich relativ leicht, weil ich arbeite hier einfach so, dass immer, wenn ich irgendwas lese, dann schreibe ich das direkt mit Quelle auf, damit mir das nicht verloren geht, und insofern konnte ich da relativ schnell eine Doppelseite an Fakten beisteuern, von ganz lustig, wie zum Beispiel, was weiß ich, Chemie Böen ist die einzige Mannschaft, die zweimal zweistellig verlor in einer Saison, oder Weißenfels, auch so ein Name, der untergegangen ist, ist die einzige Mannschaft, die es schaffte, eine Oberliga-Saison ohne Sieg zu beenden. Ohne Sieg, ja? Ja. Das war Fortschritt Weißenfels? Richtig. Okay. War 1960, also ich bin jetzt nicht
richtig war das, glaube ich. Und die hatten 8 Unentschieden, hatten also 8 Punkte, aber nicht einen einzigen Sieg. Und das, man selbst Suhl hat den Sieg geschafft, ja, auch Gera. Stimmt. Ja, ja, ja. Ja, und solche Sachen habe ich da gesammelt und natürlich dann das Übliche, also wer hat die meisten Punkte, wer hat die wenigsten Punkte. Interessant fand ich in dem Zusammenhang zum Beispiel, dass Jena eine extrem lange Serie ungeschlagener Heimspiele hatte, die ging über 75 Spiele, von 68 bis, schlag mich tot, 73, 74 glaube ich. Also da stehen schon interessante Sachen drin und ansonsten ist das eine sehr gelungene Ausgabe gewesen, so kam der Kontakt zustande und wir haben so überlegt, aber wenn mal irgendwas ist, wenn mir mein Thema einfällt, dann biete ich das dem Zeitspielmagazin mal an. Und dann hat er aber gesagt, er macht ein Buch und wir hatten vorher darüber gesprochen, weil Hardy Grüne ist Fan von Göttingen 05, auch so ein Club, der hat sein Herz betört und dann ging er mit dem durch die Ligen runter, machte eine Insolvenz mit, kam dann wieder so hoch und das erinnerte mich ganz stark an Wismut Gera. Und da habe ich ihm mal so gesagt, ja, also dein SC Göttingen 05, das ist mein Wismut Gera und so kam er ins Gespräch. Und als das Thema Vereinslegenden anstand, da hat er mich gefragt und ich habe natürlich unbescheiden sofort ja gesagt, weil der Verein liegt mir im Herzen. Fühlte mich auch kompetent genug, aber ich musste tatsächlich auch einiges nochmal mir anlesen und in meinem Archiv führen, damit das ein guter Beitrag ist. Das ist es auf jeden Fall geworden, das darf ich sagen, weil ich deinen Text lesen durfte. Die Zeitspiel Legenden Fußballvereine Band 1 könnt ihr beim Zeitspiel Verlag bestellen. Den Link packen wir auf jeden Fall in die Shownotes. Und um was geht's dort? Es geht eben um Vereine, die nicht mehr ganz dabei sind beim großen Fußball, sondern beim Fußball vor Ort und lokal. Wir haben dort Informationen über den FC Bayernhof, den FC Vorwärts Berlin, die BSG, Wismut Gera, Borussia Neunkirchen. Dort gibt es große Porträts. Da hat eben Lars eins davon für den Gera-Verein und ewigen Tabellenführer der DDR-Liga verfasst. Und es gibt Kurzporträts ebenfalls zu zahlreichen Verein. Also alle Informationen beim Zeitspielverlag. Ich kann es nur euch ans Herz legen. Und genau das Zeitspielmagazin, was Lars ebenfalls angesprochen hat mit dem Special 70 Jahre Oberliga, auch das verjährt nicht. Ich glaube, davon gibt es sogar noch Ausgaben zu bestellen. Das Zeitspielmagazin zu den Wendejahren ist, glaube ich, ausverkauft, aber davon gibt es noch Exemplare. Alle Informationen findet ihr dort. Ein fantastisches Buch. Ich kann es sehr empfehlen. Ja, bevor wir nun in den DDR-Fußball einsteigen, ich habe mir so gedacht, also ich reg mich immer ein wenig auf, wenn ich in den Zeitungen immer die 15 lustigsten Namen von Fußballvereinen aus der DDR lese. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht erkenne, dass der ein oder andere Name merkwürdig klingt, sondern dass es häufig das Einzigste ist, was man vom DDR-Fußball ja betrachtet. Und das ist ein wenig wenig, aber ich habe mir gedacht, na gut, wenn das die Anforderungen sind, das schaffen wir auf jeden Fall auch. Und deswegen habe ich dich auch gebeten, 3 Namen und rauszusuchen. Und ich habe gleichfalls 3 Namen rausgesucht mit spannenden Namen und teilweise auch mit spannenden Geschichten. Willst du anfangen? Ich lasse dich mal anfangen. Okay. Also ich habe die BSG Umformtechnik Erfurt herausgesucht, deswegen, weil also Umformtechnik schon ein bisschen speziell ist und weil ich finde, der FC Erfurt Nord, das war ja auch so ein Verein, der mal, ich glaube, eine Liga unter dem FC Rot-Weiß Erfurt war, so eine Zeit, wo es auch in Magdeburg mit Fortuna Magdeburg und auch in Dresden, wo man so dachte, na, könnte es hier zu einem Umschwung kommen. Also zu DDR-Zeiten war man in der Regel in der Bezirksliga, was zu diesem Zeitpunkt, da gab es glaube ich mal Änderungen, da kommen wir dann nochmal dazu, die dritte Liga größtenteils war, eine Saison in der DDR-Liga, also der zweiten Liga 76, 77 und dann nach der Wende wurde mal SSV Erfurt Nord, hat dort sogar die Thüringen-Liga gewonnen, hat in der Oberliga gespielt, ist dann in die Insolvenz gegangen und aktuell in der Landesklasse. Dort hat man die Saison als
die abgebrochene Saison als Spitzenreiter beendet und wartet jetzt noch drauf, ob man aufsteigen darf oder doch nicht. Aber was zur BSG Umformtechnik Erfurt noch dazu gehört, ist, dass sie immer eine starke Handballabteilung zu DDR-Zeiten hatte. Und nach der Wende hat sich über mehrere Änderungen und Verbindungen mit anderen Vereinen, hat sich daraus der Thüringer HC entwickelt, immerhin mehrfacher deutscher Meister. Deswegen wäre das mein Kandidat 1. Was ist es bei dir? Gut, also meine Lieblingsmannschaft oder die Mannschaft mit dem schönsten Namen finde ich BSG Zier Porzellan Lichte. Ja, aber das hat mir schon immer gefallen. Die waren aber tatsächlich auch in der FUFU nicht besonders oft zu lesen. Sie wurde 51 gegründet, Aktor Lichte und in den 60er Jahren Chemie Zier Porzellan. Und da spielten in der Bezirksklasse Suhl. Und stiegen aber 82, 83 in die Bezirksliga Suhl auf. Da gab es dann immer eine Tabellenübersicht in der FUVO. Und da las ich die auch zum ersten Mal. Und dort konnten sie sich da nicht so lange halten. Jetzt sind sie, glaube ich, in den Niederungen des Amateurfußballs verschwunden. Heißen seit 1990 SV Blau-Weiß Lichte. Und bilden jetzt eine Spielgemeinschaft mit der SG Grün-Weiß Gräfen. Nehme ich kurz nachgucken. Das habe ich tatsächlich, das kann ich mal nachgucken. Gräfenthal-Lichte. Möchte ich gerne korrekt sagen, weil ja, klingt jetzt natürlich auch nicht schlecht als Name. Okay, also man merkt schon so leicht in Thüringer Einschlag, aber mein zweiter Vorschlag, das ist die BSG Osterparim, die später die BSG Hydraulik Nordparim wurde. Oster war also die haben irgendwie so Pumpen, Hydraulikpumpen hergestellt. Ich weiß es nur deswegen, weil dort ein Familienmitglied in diesem Betrieb gearbeitet hat und die wurden eben auch in das kapitalistische Ausland transferiert. Und da dieses Familienmitglied Pfarrer war, durfte das immer mal ins westliche Ausland, obwohl das eigentlich für uns verboten war. Und das sorgte immer wieder für Diskussionen, ne? Weil natürlich in der Familie Westkontakt sorgte halt gegebenenfalls für andere Familienmitglieder für Probleme und beziehungsweise immer wieder für Diskussionen. Und Oster hatte auch sowas wie, wenn man ja sagt, so Werbung gab es nicht zu DDR-Zeiten, aber die haben ihren Namen, da gab es Aufnäher, da gab es so Anstecker und so weiter. Also die haben wie so eine Werbekampagne gefahren und deswegen ist mir dieses Oster sehr in Erinnerung, auch wenn ich als Kind nicht so richtig wusste, was das eigentlich ist, was die herstellen. Aber deswegen verbinde ich da so diese ganze Geschichte, immer diese Probleme, Westkontakt, darf der mal mir was mitbringen? Ich weiß es noch, dass er mir mal ganz heimlich einen Almdudler zugesteckt hat, weil meine Familie durfte eben oder keinen Westkontakt haben und da wurde mir ein Almdudler zugesteckt und ich war das glücklichste Kind auf der Welt. Ja, weil ich dann so eine Dose öffnen konnte, also Dosen gab es ja zu DDR-Zeit nicht und war ja sicherlich auch gut heute im Nachgang, dass es die nicht gab, aber für ein DDR-Kind war eine Getränkedose wie so ein kleines Weltwunder und ich weiß, die habe ich dann auch nie weggeschmissen, also die habe ich noch bis zur Wende bei mir gehabt. Das verbinde ich damit. Sportlich kann ich da nicht viel liefern, also man war 3 Saisons in der DDR-Liga. Und nach der Wende hat man dann in der Stadt fusioniert. Da gab es offensichtlich, haben sich auch in Stadtrivale entwickelt, wie sich doch die Entwicklung gleichen. Der Parimer FC hat mit dem Lokalrivalen SV Aufbau Parim die SC Parim gegründet und man spielt jetzt in der Landesliga Mecklenburg-Vorpommern, was in dem Fall die 7. Liga ist. Also bei den Getränkedosen, da kann ich noch nachschieben, dass die wurden dann ja auch gesammelt. Also wir hatten zum Beispiel auch so eine kleine Dosenpyramide mit ausgesuchten westdeutschen Biermarken. Ja, und was ich auch noch weiß, das ist 84, da gab es von Coca-Cola, gab es irgendwelche, gab es Olympiadosen. Ja, da war hinten das Olympiazeichen drauf und davon hatte ich auch eine. Insofern, es blieb natürlich hängen, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. So, jetzt wollte ich natürlich bei dem Namen noch ein bisschen was Besonderes rausfinden und im Zuge tatsächlich der tiefen Historie, wo ich dann ein bisschen tiefer eingedrungen bin, da gab es 1949 gab es in Mecklenburg in der Landesklasse eine Mannschaft namens Fischlandschmuck Ribnitz.
das fand ich bemerkenswert. Da bin ich drauf gekommen, weil die spielten 1950 die erste Pokalrunde. Und ich fand den Namen, zum Schießen. Ich sag's mal ehrlich, ich hoffe, dass niemand die Ergebnisse jetzt nicht übel. Es war einfach tatsächlich, sticht der unter den DDR-Namen noch heraus. Und ich habe ein bisschen nachgeforscht, also die fingen als SG Riebnitz an, in der Landesklasse Ost, wurden dort sogar Erster, 1947, 48. Und landesweit, also Mecklenburg-Vorpommernweit, wurden die Dritter. Ne? Also die sind um ein Haar an dieser Ostzonenmeisterschaft vorbeigeschrammt. Wobei das Haar war natürlich ganz schön dick, weil ich glaube, der Abstand zum Zweiten waren 4 Punkte. Die blieben dann solide in dieser Landesklasse Mecklenburg. Und als die 1949, 50 dann auf eine Staffel zusammengedampft wurde, da fliegen sie ab in die Bezirksklasse. Dort wurden sie 50, 51, 6er und 1951, 52 Dritter. Aber da verloren sie ihren schönen Namen und hießen nur noch simpel Lok Riebnitz. Ja, und jetzt gibt es in Riebnitz-Dammgarten gibt's einen Polizeisportverein, der ist gerade der größte Verein der Stadt da. Ich glaube, dass die nicht, ich habe mal auf denen ihrer Seite ein bisschen nachgeblättert. Ich glaube, die wurden 52 gegründet. Es scheint also nicht irgendwie der Nachfolger zu sein, sondern eben der, der übrig geblieben ist. Aber Fischlandschmuck, das fand ich schon bemerkenswert. Das ist, glaube ich, sogar so eine geschützte Marke. Das ist, glaube ich, Silberschmuck mit bremsfreien Einlagen. Mann. Das ist ja ein Schmuck-Podcast. Da kann ich natürlich nicht mithalten, aber trotzdem finde ich, dass auch die BSG Isolator Neuhaus Schierschnitz erwähnenswert ist. Gründungsmitglied der 1952 gegründeten drittklassischen Bezirksliga Suhl. Man war 3 Saisons in der zweiten DDR-Liga, was eben damals dann auch die dritte Klasse war. Aktuell ist man in der Kreisoberliga Südthüringen, also in der achten Liga. Isolator Neuhaus Schierschnitz, ich finde es einen interessanten Namen zumindest. Also mein dritter Verein wäre der SC Einheit Dresden. Nicht nur wegen des Namens, sondern tatsächlich auch ein bisschen wegen der Geschichte. Also wir werden bestimmt nachher noch drauf kommen. Also SC Einheit wurde 1954 gegründet, einfach als Sportclub ins Leben gerufen und übernahm die Spiele von Rotation Dresden. Das gab es damals schon, die waren noch in der Oberliga, wurde 58 Pokalsieger und waren 59 ziemlich schlecht dran. In der Saison spielten sie ziemlich schlecht, waren ewig lange sieglos und schafften in einem sensationellen Endspurt mit einem 1-0 in Jena am letzten Spieltag gerade noch so den Klassenhalt. Ja, und das war schon, wo ich diesen Jahrgang da durchgelesen habe, das hat mich tatsächlich so ein bisschen mitgefiebert und dachte, mein Gott, das ist nicht, dass sie das jetzt noch schaffen, oder? Und das Zweite, was bemerkenswert ist, das geht immer so ein bisschen unter, der SC Einheit Dresden war so ein bisschen auch das Leistungszentrum des Bezirks. Ja, aber wir denken, wenn wir heute an Dresden denken wir ja immer nur an Dynamo, ist ja auch klar. Das ist eine Mannschaft, die alles überstrahlt. Aber das war in den 60er Jahren war es noch gar nicht so klar. Und 1963 gab es dann, da stieg der SC Einheit ab. Dresden stieg ab und Einheit stieg nicht auf. Auf jeden Fall war es das erste Jahr, wo Dresden keine Oberligamannschaft hatte, weil beide Spitzenclubs in der Liga spielten. Und da gab es tatsächlich eine Diskussion nach dem Abstieg, dass halt der SC Einheit seine Verpflichtung nicht erfüllt und was weiß ich was. Und da begann so ein bisschen der Aufstieg von Dynamo. Und man musste, okay, da wurde Einheit so ein bisschen klar, dass sie einen wirklich gleichwertigen Konkurrenten schon mal hatten. Und 66 dann mit Gründung der Fußballclubs, das ist ja auch nochmal ein Thema, da wurde in Dresden kein Fußballclub gegründet, sondern nur ein Fußballsportverein, nämlich der FSV Lok. Der übernahm die Fußballer vom SC Einheit, war aber Ligist. Und 68 war dann Dynamo Dresden dran. Da spielten sie wieder beide in der Liga. Und Dresden wurde Dynamo Leistungszentrum, stieg 69 auf, wurde 71 Meister und prägte fortan den DDR-Fußball. Und der SC Einheit hatte auch tatsächlich einige Olympiasieger und Weltmeister hervorgebracht, ich glaube im Wasserspringen, war also der Name SC Einheit, wurde also weitergetragen. Und die Fußballer machten dann als FSV Lok weiter, spielten relativ solide in der Liga, solange wie die fünfstaffelig war.
in der zweistaffeligen waren sie aus meiner Erinnerung jetzt, bin ich nicht ganz sicher, nicht dabei. Und jetzt heißen sie wieder Dresden SC und spielen, ja, auch in den Niederungen des Amateurfußballs, ich weiß nicht genau wo. Ja, sehr interessant. So, und da hören ja nun die meisten Artikel, Sendungen über den DDR-Fußball auf, und da wollen wir weitermachen und wollen einsteigen so in den historischen Ablauf. Und es gibt einen Sporthistoriker, der das sehr intensiv erforscht hat und dort immer auch mal an Diskussionen teilnimmt, teilweise auch ein Streitobjekt ist, das ist der Dr. Hans Leske, der auch dieses Buch Mieke, SED, Fußball, irgendwie so. Hundeleder, ja. Genau, verfasst hat. Und der hatte in dem Vorwort eben darauf hingewiesen, dass es sehr wichtig ist, diese 40 Jahre Fußball zu dokumentieren, und hat eben aber auch deutlich gemacht, dass man das nicht alleine jenen überlassen darf, die so ein bisschen die bürgerliche Auffassung vom unpolitischen Sport haben und die Einmischung von Staat, Staatspartei und Staatssicherheit ausblenden. Also er hat dann sogar namentlich Personen vom Schlage eines Heinz-Florian Oertel erwähnt, wo er eben sagt, die geschichtliche Darstellung darf eben nicht durch solche Personen passieren, die in der ganzen Zeit linientreu berichtet haben und jetzt in einer Art Sozialromantik von diesen Spielen berichten. Das ist ja grundsätzlich schon, erstmal schluckt man so ein bisschen, wenn man das liest. Weil natürlich gehört das alles zusammen. Aber da fragt man sich, dürfen wir das überhaupt machen? Ne? Nur ist es überhaupt richtig, jetzt nur über den sportlichen Ablauf zu berichten und sich darüber zu freuen, über Siege und Niederlagen? Und wie muss man das, was auch war, diese Einmischung, wie muss man das immer mit berücksichtigen? Also das wirft halt schon Fragen auf. Wir werden heute versuchen, alles, was wir in dem Zeitrahmen schaffen, auch zu besprechen. Aber trotzdem stellt sich schon die Frage, wie schaust denn du heute auf den Fußball in der DDR? Ist das etwas, bist du da befangener? Bist du da, nee, ich bin in der Romantik des Fußballs und der Ergebnisse zu Hause. Also wie blickst du da drauf? Verstehst du, was er in seinem Vorwort angesprochen, nee, oder andersrum, fühlst du dich da angesprochen mit dem, was er da in dem Vorwort kommuniziert hat? Ja und nein. Also ich denke, das ist so ein bisschen wie die ganze DDR-Geschichte. Du hast halt unterschiedliche Aspekte, die hast du im Fußball auch. Und natürlich gab es diese Einflüsse, die sind, also er hat die ja auch sehr akribisch und mit sehr viel Fleiß nachgewiesen seitens der Parteien, seitens der Kombinatsdirektoren, Minister, Landesfürsten, also diese ganzen SED-Leute. Und natürlich hat das den Fußball beeinflusst und auch sehr negativ. Also man darf nicht vergessen, da sind einfach auch ja sehr viele Träume kaputt gemacht worden von Spielern, die einfach nicht ins Raster passen. So bei Chemie Leipzig gab es einen Torhüter, da vergesse ich immer den Vornamen, der heißt Heine, ich glaube Ralf Heine war es. Ja, ich denke immer direkt bei Carsten, bei Heine an Carsten. Ich glaube Ralf Heine hieß der, ja, und der durfte dann einfach nicht mehr spielen. Ja, und da gab es viele dieser Schicksale, die, also gerade wenn du zum Beispiel die Aufstellung der Junioren verfolgst, Leute, die in der Junioren-Oberliga sehr oft gespielt haben, die es dann nicht zum Oberligaspieler schafften, weil sie mal über die Stränge schlugen, was du als junger Mann halt machst, ja, oder als werdender Mann, ja, mit 17, 18 hast du immer andere Sachen im Kopf als Bauerndisziplin und sonst irgendwie. Und das andere ist natürlich, da muss ich jetzt auch mal zum Beispiel Leute wie Bernd Stange erwähnen, es ist ganz einfach auch schurfelig, so zu sein, also seine Kameraden dann auszuspionieren und anzuzinken. Und ich finde schon, natürlich gehört das zur DDR-Fußballgeschichte und es gehört auch aufgearbeitet, weil solche Leute sollten vielleicht gerade dann eben auch im jetzigen Fußball nicht solchen Einfluss gewinnen. Ja, also wenn ich jetzt sehe, dass Bernd Stumpf immer noch in Würden ist, und das gefällt mir nicht. Also man kann selbst, also wenn du es jetzt gemacht hast, du kannst dazu stehen und sagen, es war meine Überzeugung oder ich war einfach damals der Ansicht, dass es richtig ist, ja, alles in Ordnung. Ja, aber ich finde, du hast dann letztlich einfach nur aus Demut, ja, zurückzudrehen und sagen, also ich habe da Mist gebaut, ich würde das heute nicht mehr so machen. Und dann will ich einfach
eher ins zweite Glied treten. Also dass dann, wie gesagt, also Leute wie Bernd Stumpf oder auch Manfred Rossen, der hatte auch eine führende Rolle im Thüringer Fußball, das weiß ich zufällig, weil er ist ja aus Gera. Ne? Und das gefällt mir tatsächlich nicht. Also da denke ich, solche Leute sollten tatsächlich stille sein und sagen, gucken wir mal, was die anderen machen. Ansonsten, das siehst du bei mir, da bin ich natürlich so ergebnisfixiert und erlebnisfixiert, diese ganzen Emotionen, die dann dranhingen, ja, an Jenas 4:0 über Rom, ja, oder negative, wie beim 3:7 Uerdingen in Dresden, da schreibe ich immer nur Uerdingen, weil ich das alles nicht so verkraftet damals. Es kommt immer noch hoch, wenn ich daran denke. Und also wir haben ja jetzt auch, wenn du, was weiß ich, Dynamo Dresden zujubelst und die unterstützt, dann jubelst du doch nicht der Volkspolizei zu. Also das sind doch, das ist einfach die Mannschaft deiner Stadt. Ja, du bist Fan geworden, die Mannschaft hat dich gefunden. Ja, und du leidest mit den Leuten mit und nicht, weil die, was weiß ich, Hauptmann der VP sind, sondern weil es halt ein Ulf Kirsten ist oder weil es ein Matthias Sammer ist, der sich immer reinhängt und reinbeißt oder was weiß ich, weil es ein Jakubowski ist, der mit angebrochener Schulter weiterspielt, weil das einfach Helden sind. Und solche Emotionen, die gehören dazu. Und tatsächlich ist es so, dass ich mit diesem Twitter-Projekt diesen Ereignissen ein Denkmal setzen will, weil ich einfach sagen will, hey, wir waren doch auch wer. Ja, bei uns sind auch nette Dinge passiert, mit denen man sich identifizieren kann. Heldentaten, große, kleine. Und ja, das will ich eigentlich zeigen. Und ich denke, wir sollten die eine Seite nicht vergessen, aber die andere nicht kleinreden. So ist es. Man kann also sich über Niederlagen ärgern, über Siege freuen und trotzdem im Bewusstsein haben, dass diese Sache, dieses Thema deutlich stärker überall aufgearbeitet werden muss. Und das hast du ja auch mit ein paar Namen angesprochen. Da kommen wir auch nochmal drauf. Und das, vielen Dank für die Einordnung. Besser hätte man es aus meiner Sicht nicht formulieren können. Ich bleibe bei Dr. Leske, weil, wie du es gesagt hast, er hat das ja in der Promotionsarbeit, glaube ich, gemacht und viele Bücher geschrieben. Er teilt den DDR-Fußball oder den zeitlichen Ablauf in fünf Phasen. Und wenn du da mitgehst, würde ich die so zugehen, so durchgehen. Also die erste Phase, sagt er, ist die Zerschlagung der bürgerlichen Vereine, also nach dem Krieg, wo sämtliche Vereine entsprechend aufgelöst wurden. Er macht dann den zweiten Abschnitt mit dem Sport auf Produktionsbasis, wo dann eben zentrale Sportvereinigungen gebildet wurden. Es gibt dann die, er nennt es Experimentierphase, wo Breiten- und Leistungssport getrennt werden und die Sportclubs ab 54 gegründet werden. Dann nennt er es Stabilisierungsphase und die Zeit der größten Erfolge, wo die Fußballclubs gebildet wurden und den Abschluss bildet die Förderung des BFC Dynamo, wo er immer wieder darauf hinweist, dass es natürlich 10 Jahre waren und auch 10 prägende Jahre, aber dass zum DDR-Fußball eben deutlich mehr als nur der BFC Dynamo gehört und häufig der DDR-Fußball da sehr verengt betrachtet wird. Und ich würde dann noch ein 6. Kapitel hinzunehmen, das sind die Wendejahre. Ja, also was passierte nach dem Krieg? Das Potsdamer Abkommen und die Beschlüsse der Alliierten wurden so umgesetzt, dass alle bürgerlichen Fußballvereine verboten wurden, weil sie als Unterorganisation der NSDAP angesehen wurden. Und man wollte solche Pflanzstätten soldatischer Tugend verhindern, dass diese wachsen. Und entsprechend mussten die Vereine aufgelöst werden und es gab dann eben nur noch lose organisierte Sportgemeinschaften. Und das bedeutete eben auch von dem dir angesprochenen Dresdner SC, dass der dann als SG Dresden-Friedrichstadt auftauchte und der VfB Leipzig, der deutsche Meister, als SG Probst-Heider. Es gab auch Mannschaften, die sich wohl wehrten, ja, und dann eben nicht wollten, dass diese Umstellung auf Produktionsgrundlage in Betriebssportgemeinschaften, dass das erfolgte. Das war wohl die SG Dresden-Friedrichstadt. Aber also es fing also recht lose an und man hat dann gemerkt, wenn man eben überregional tätig werden will oder einen überregionalen Spielbetrieb einführen muss, das muss man irgendwie Finanzierung schaffen und hat es deswegen an die Betriebe gebunden mit den Betriebssportgemeinschaften. Wie fing der Spielbetrieb nach dem Krieg in der sowjetischen Besatzungszone an? Wie startete das? Also ich muss vielleicht nochmal ganz kurz auf diese Regelung der Alliierten eingehen.
Also im Prinzip war die Auflösung relativ leicht, weil die Vereine damals direkt Mitglieder waren im Reichssportbund für Leibesübungen und damit praktisch auch dieser militärischen Körperartüchtigung dienten in der NS-Zeit. Deswegen konnte man die relativ leicht auflösen. Es gibt eine alliierte Kontrollratsinitiative, Nummer 23 ist es, glaube ich. Und die verfügt praktisch die Auflösung aller Sportvereine, die der in irgendeiner Form der militärischen Körperartüchtigung dienten. Und da man in der NS-Zeit natürlich alles für den Krieg machte, betraf das alle. Und das betraf auch die Westzonen. Ja, also diese Initiative galt nicht nur für die SPZ, sondern auch für den Westen. Und dort wurde auch nur lokale Sportvereinigungen gründen, aber eben nur tatsächlich auf einem begrenzten Raum. Deswegen, man hat es im Westen dann relativ schnell verlassen. Aber deswegen gab es halt zum Beispiel in Gera auch dann SG Pforten und SG, was weiß ich, unterm Haus oder sonst irgendwas, weil man tatsächlich auch nicht weiter kam. Und der Spielbetrieb, man fing dann 45 an, dann so zunächst erstmal so untereinander, sich da irgendwie durchzuwuseln. Die wirkten nicht so, als ob sie wirklich einen Plan gehabt hätten. Das andere ist, dass natürlich du auch nicht einfach in den Bus steigen konntest und zum Spiel nach Leipzig fahren mit deiner Mannschaft, weil es gab ja nichts. Und es taucht dann so langsam, muss ich mal kurz in meine Unterlagen schauen, Entschuldigung. Also ich nehme jetzt mal einfach unser geliebtes Thüringen. Das ging los. 45, 46 gab es in Thüringen zum Beispiel gar nichts. Da gab es einfach nichts. Sachsen, da bildet sich dann schon Gruppe 1, Leipzig. Leipzig gab es unheimlich viele Mannschaften. Ich lese mal schnell ein paar vor. Leipzig-Leutsch, Leipzig-Stötteritz, Süden-Vorstadt, Leipzig-Waren, Leipzig-Groß-Tschocher, Leipzig-Schönefeld, Leipzig-Klein-Tschocher-Ost, Leipzig-Eutritsch. Ja, das war die Gruppe 1, der Fußballklasse Leipzig. Ja, dann gab es noch eine Fußballklasse in Zwickau. Und das war 46. So fing das an. Und in den anderen Ländern gibt es keine Ergebnisse, dann gibt es gar nichts. Und dann baute sich das so allmählich auf. 47 gab es dann die ersten Vergleiche untereinander und dann im Prinzip in den 5 DDR-Ländern, Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, also regionale Meisterschaften. Und die spielten dann ihre Besten aus und 1948 wurden von diesen Besten dann DDR-weit der erste Ostzonenmeister, DDR-weit natürlich Ostzonenweit der erste Meister ermittelt und das wurde dann die SG Planitz, also Zwickau. 1949 verfuhr man im selben System, da hat sich das dann auch schon ein bisschen verfestigt. Da gab es dann tatsächlich auch schon den Unterbau mit den praktisch Thüringer oder sächsischen Landesligen, die ihre zwei Besten dann stellten für den Kampf um den Ostzonenmeistertitel. Und das wurde 49, dann war es dann die ZSG Union Halle, die da diesen Titel. Die waren dann praktisch der zweite Titelträger und der letzte Ostzonenmeister, weil danach wurde ja dann die DDR gegründet. Und sie war noch der letzte K.O.-Meister, weil danach die Liga begann. Die hat man dann praktisch für 1949-50 aufgestellt. Hieß damals noch Liga des Deutschen Sportausschusses und qualifiziert man im Prinzip die jeweils zwei Besten der Meisterschaft von 1949 aus jedem Land, also Mecklenburg zum Beispiel, Schwerin und Wismar und in Thüringen war das Altenburg und Erfurt. SG Altenburg Nord und SG Fortuna Erfurt. Dankeschön, ja genau. Und das sind 10 und dann kam dazu für Sachsen wegen der enorm Spielstärke. Eine dritte Mannschaft, das war in dem Fall die ZSG Industrie Leutsch, später Chemie. Und dann hatte man noch 3 Plätze frei und die bekamen die 3 Ersten des FDGB-Pokalwettbewerbs, der in dem Jahr auch zum ersten Mal ausgetragen wurde, und zwar direkt vor Beginn, also praktisch vor Saisonbeginn der Liga, vor Ligastart, hat man den Pokalwettbewerb geschaltet. Also es war am Anfang nicht so, wie wir das jetzt kennen, dass der praktisch saisonbegleitend im August erste Runde, im Oktober zweite, Viertelfinale im März oder sowas, sondern man hat praktisch den kompletten Wettbewerb in
fünf Wochen durchgezogen vor Saisonstart. Ja. Fing im Juli an und dann im August war rum. So, und das war natürlich gut, dass in dieser Liga die drei Plätze für die drei Pokalersten freigehalten wurden, weil dadurch kamen natürlich drei Mannschaften zu Oberliga-Ehren. Und zwar Waggonbau Dessau, die wurden erster Pokalsieger im Finale gegen die BSG Gera Süd. Das ist die heutige BSG Wismut. Und als dritter Platz kam dann Horch Zwickau als letzte Mannschaft in die Liga, und zwar praktisch nach Saisonstart noch. Weil das Lustige war, also man hatte natürlich Halbfinale ausgespielt. Gera gewann gegen Zwickau 1-0. Dessau gewann gegen Jena. Und dann kam mal das Finale und okay, Dessau und Gera sind dabei, klar sind ja Finalisten. Und dann musste man den dritten ausspielen. Also karte man die beiden Mannschaften, Zwickau und Jena, nach Gera. So, spielten sie 1-1. Na gut, macht ja nichts, haben wir ja noch eine Woche Zeit. Also karten sie, glaube ich, nach Dresden. Da müsste ich jetzt nachgucken, aber ich glaube, das zweite Spiel war in Dresden. Und es ging 2-2 aus. So, und dann, am 3.9. begann die Liga. So. Und es stand immer noch nicht fest, ob Jena oder Zwickau. Und erst am 6.9., also praktisch nach dem ersten Spieltag, gewann Zwickau dann in Dessau mit 5-1 gegen Jena. Verurteilte Jena also zur Zweitklassigkeit und selbst kamen sie in die Liga und wurden dann noch Meister. Ja, und das ist doch durchaus bemerkenswert, dass die ZSG Horch Zwickau da im ersten Jahr dann die Meisterschaft holte. Aber dieses Liga-Jahr oder diese Meisterschaft war ja gekennzeichnet durch ein aufregendes Finale, das heute als Skandalspiel in Dresden bezeichnet wird, am 16. April 1950. Denn im letzten Spiel offensichtlich, am letzten Spieltag, traf eben die SG Dresden-Friedrichstadt, die auf dem zweiten Platz war, auf die ZSG Horch Zwickau. Und Horch Zwickau gewann mit 5-1. Doch das lief nicht so ganz ruhig ab, das Ganze. Kannst du was dazu sagen? Also zunächst muss man sagen, dass wenn du die FUVO 1950 durchguckst, also am Anfang war das so ein Dreikampf zwischen Dessau, Zwickau und Friedrichstadt. Und die waren zum Beispiel zur Saisonhalbzeit, also ungefähr Weihnachten, lagen die auch alle relativ gleich auf. Gleiche Punktzahl, gleiche Stärke, immer mal irgendwas nachgelassen. Friedrichstadt spielte den besten Fußball, weil die waren einfach technisch gut und die haben in dieser Saison, obwohl die nur eine Saison dabei waren, halten sie den Rekord für den höchsten Auswärtssieg. 12-2 in Babelsberg, gleich am ersten Spieltag erzielt. Und auch den für den höchsten Sieg überhaupt, das war das 11-0 gegen Wismar. Also die konnten einfach tatsächlich äußerst begeistern und den Ball rollen lassen und hatten auch Größen dabei, wie Helmut Schön, sicherlich der berühmteste Friedrichstädter, und auch den Vater von Hansi Kreischer, der hieß Hans Kreischer. Der war dabei, dann gab es noch einen, der hieß Kreisch, der wurde auch immer als sehr solide geschildert. Das sind jetzt so das, was man aus den FUVOs rauslesen kann. Und als die Dessau fiel, ungefähr so um den 21. Spieltag, fielen die raus. Da hat man gesehen, die konnten das Niveau nicht halten. Und dann war es tatsächlich ein Zweikampf zwischen diesen beiden Mannschaften. Und die FUVO war ganz elektrisiert, dass die Glückhand des Ansetzens ihnen Endspiel bescherte und dass die ganze DDR natürlich dem entgegenfieberte, was ja dann noch stimmte. Und tatsächlich war die Konstellation am letzten Spieltag so, also Dresden musste gewinnen. Wir müssen nochmal nachgucken. Es war in Dresden, im Ostra-Gehege wurde gespielt. Ich habe bloß den Tabellenstand vorher nicht mehr ganz parat. Okay. Also deswegen will ich mich da jetzt nicht festlegen. Also auf jeden Fall, klar, ne? Wer gewinnt, wird Meister. Und es waren 60.000 im Stadion. Und Zwickau gewann 5-1. Und was wohl war, also die haben wohl überhaupt gespielt. Führten relativ 3-1, schossen ein Tor, als dann einer verletzt draußen war. Und der Schiedsrichter war tatsächlich zumindest umstritten. Also ich meine, das hat man heute auch, dass du manchmal einen schwachen Schiedsrichter hast. Ich glaube, ob man dem jetzt Absicht unterstellen will oder nicht, ja, aber er hat einfach schlecht gepfiffen. Und Zwickau gewann im Endeffekt 5-1. Die Menge tobte natürlich, weil von den 60.000 waren jetzt nicht so viele Zwickauer dabei. Die Dresdner waren natürlich auch da, weil es sich ein Verpfiffen vorkam.
raffen sich dann aber natürlich trotzdem auch, dem Meister zu gratulieren. Aber also es gab Tumulte und Ausschreitungen und war wohl ziemlich viel los. Auf jeden Fall war das für Walter Ulbricht, der ja im Stadion saß, und Manfred Ewald, für die war das natürlich ein Drama. Ne? Weil wie können sich Menschen so benehmen, wenn sie, dass das jetzt keine wirklichen Fans sind. Ja, und sie empfanden es so als Affront gegen die DDR und stellten alles in Frage. Und für sie war klar, der Schuldige, der alte bürgerliche Sportgeist der SG Dresden-Friedrichstadt. Und deswegen war das tatsächlich auch das Ende dann der Mannschaft. Weil Ewald und auch, also Ulbricht war sowieso sauer. Ja, und aber Ewald hat auch gesagt, dass sie würden diesen Geist da mit Stumpf und Stiel ausrotten. Die Dresdner Spieler sind, das hat, glaube ich, entweder Hans Kreischer hat das später, glaube ich, erzählt. Die waren beim Bankett und beim Bankett ging es eigentlich nur um Zwickau. Und da haben die ihre Sachen gepackt und sind zum Ostragehege gefahren und haben mit ihren Fans gefeiert. Und ein Teil von den Leuten ist einfach dann direkt nach dem Westen gegangen, weil die gesagt haben, das wird hier nichts mehr mit denen. Wenn man es zeitgeschichtlich einordnet, 1950, da war dann erste Parteikonferenz der SED, da war tatsächlich dann auch schon dieser Wandel zum stalinistischen Staat im Gang. Also der Druck wurde auch deutlich größer und ich glaube, das haben die auch gespürt. Und die Folge war dann, dass man tatsächlich die SG Dresden-Friedrichstadt komplett auflöste. Wenn man jetzt heute auf das Spiel zurückguckt, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich spielte das dem Ulbricht und auch dem Ewald in die Hände, dass nun eine Mannschaft der sozialistischen Sportbewegung bewiesen hat, dass natürlich der schaffende, schöpferische Arbeiter auch auf dem Fußballfeld, ja, so befreit von den Fesseln des Kapitalismus, natürlich der Beste ist. Ja. Aber die Sache ist die, dass Zwickau ohnehin eine Mannschaft war, die sehr hart spielte. Ja, also die hatten vorher ein Gastspiel in Berlin. Ich habe von dem Spiel, von dem Endspiel, da gibt es einen Bericht der Berliner Zeitung und da schrieb der Reporter der Berliner Zeitung, schrieb, wir haben schon bei dem Gastspieler Zwickauer in Berlin gesagt, dass das einfach so ziemliche Häufer sind, so sinngemäß steht das drin. Und die haben praktisch ihren Stiefel da durchgezogen und die Dresdner, die waren dem nicht gewachsen, weil denen waren auch zwei Leute ausgefallen. Schön war einfach nicht in der Topform, die du halt brauchst für so ein Entscheidungsspiel und das spielt natürlich eine Rolle mit. Und klar ist eben auch, wenn du jetzt jemanden faulst, der muss raus. Es gab damals noch keine Auswechslung. Und es war durchaus üblich, wenn dann einer verletzt war, dann ging der raus und spielte die Mannschaft halt mit 9 Mann. Ja, und wenn er zurückkam, dann ließ man ihn meistens auf dem Flügel spielen, 1, 2, 3 auf dem Flügel spielen, weil die nicht so hart eingesetzt wurden. Da konnten die sich noch ein bisschen ausruhen. Und das war sowohl im Westen als auch im Osten üblich, das so zu machen, weil, wie gesagt, es gab halt keine Auswechslung und keine anderen Möglichkeiten. Insofern würde ich jetzt, wenn ich auf dieses Spiel gucke und es heißt, ja, wir haben zum Teil zu 8 gespielt, das stimmt sicherlich, aber man kann jetzt nicht sagen, da ist Zwickau wesentlich unfair gewesen, sondern es war durchaus Usus da. Und Zwickau ist in dem Sinne für mich auch ein verdienter Meister, weil wenn du halt diesen Zweikampf anguckst, das waren gleichwertige Mannschaften, die sich da zu einem Endkampf treffen. Und da entscheidet dann sehr viel die Tagesform und der Wille. Und klar, wenn du jetzt den Schiedsrichter noch auf deiner Seite hast, dann kannst du nun gar nicht verlieren. Wie gesagt, dieser Schiedsrichter-Einfluss ist nicht nachgewiesen worden, aber er war schwach. Das ist so generell so, dass die Entscheidungen zum Teil einfach Mist waren. So. Wenn ich weitermachen kann, dann würde ich gleich am liebsten die Geschichte von der SG Dresden-Friedrichstadt an ihrem Oberligaplatz weiter erzählen. Genau. Vielleicht noch ganz kurz eins Einschub noch, also was ja auch für Diskussionen sorgte, du hast es gerade angesprochen, dass eben dann Helmut Schön auch die sowjetische Besatzungszone bzw. die DDR verließ. Das sorgte ja auch für Diskussionen, weil er in diesem Spiel auffällig schlecht schien unter seine Leistung, dass gesagt wurde, der war gedanklich schon gar nicht mehr da. Das habe ich in ein paar Stellen auch gelesen. Also das ist gut möglich, dass er da praktisch mit den Gedanken schon woanders war. Was Schön ausgezeichnet hat, der hat schon, also Spieler war, hat er angefangen zu trainieren. Er war zum Beispiel auch in Köln auf der Sporthochschule bei Herberger bei dem Lehrgang. Ja, also auch im Jahr 1950 schon. Also das war jetzt nicht so, da waren die Grenzen waren ja nicht in dem Sinne dicht, sondern es gab durchaus noch Sportkontakte. Und für Schön, so wie er sich
Der hat zum Teil auch den Vorläufer der DDR-Nationalmannschaft gecoacht, ja, auch die Sachsen-Auswahl zum Teil. Und hat sich abgezeichnet, dass er Trainer wird. Natürlich kann das sein, dass er mit seinen Gedanken woanders war, ob das jetzt die Spielerkarriere in West-Berlin war. Da bin ich nicht so sicher, das weiß ich nicht. Da ist mir jetzt auch nichts bekannt aus seinen Memoiren oder sowas. Und manchmal hast du eben auch als Fußballer einen schlechten Tag, das sind die Gedanken nicht ganz bei der Sache. Das war auch so, ja. In solchen Spielen ist das entscheidend. Also man sieht es im Fußball, wenn du so ein Pokalfinale hast, wo es wirklich plötzlich um alles geht, wenn du siehst, was dann Mannschaften an Reserven mobilisieren können, ja, oder mein Trauma, Uerdingen, ja, also da habe ich ja die zweite Halbzeit gesehen, ja, wenn du praktisch den Uerdingern in die Augen guckst und du liest dort nur Mord, ja, dann müsst ihr dieses Spiel gewinnen, ja, die alles aus sich rausholen, alles an Adrenalin, an Testosteron, was da ist, ja, und da war ja auch ein schwacher Schiedsrichter dabei. Ja. Unfassbar dieses Spiel, oder? Also unfassbar, das vergisst man im Leben nicht, wenn man das einmal erlebt hat. Das vergisst man nie, oder? Nee, auf keinen Fall. Aber das war auch so eine Situation, die haben alles mobilisiert. Alles, was wir an irgendwelchen animalischen Erbe haben, an Erste, an sonst irgendwas. Und natürlich, wenn du das machst, bist du dem anderen, der das nicht macht, überlegen. Eindeutig. Und ja, wie gesagt, wenn du so ein Endspiel hast, müssen beide voll bei der Sache sein. Ich will das Dresden nicht vorwerfen, die haben einfach auch einen anderen Stil gespielt. Und ich war ja auch nicht dabei. Aber ich denke, es greift zu kurz zu sagen, Zwickau war halt der Liebling von Ulbricht und deswegen hat der Schiedsrichter das Spiel verpfiffen und deswegen haben sie es gewonnen. Ich glaube, da gab es einfach noch andere Aspekte und es stört mich ein bisschen, also obwohl ich jetzt kein Zwickau-Fan bin durch mein erstes Spiel, ja. Aber es wird auch der Leistung der Mannschaft nicht gerecht, die ja auch letztlich eine gute Saison gespielt haben. Und du musst eben auch erst mal so weit kommen, in einer Mannschaft wie Friedrichstadt auf den Fersen zu bleiben. Und zu sagen, die kann ich echt herausfordern. Und das geht im Prinzip durch diese Kulmination, so gut wie sie in die Geschichte passt und so gut wie sich Geschichten erzählen lassen, da geht das ein bisschen unter. Das ist doch sehr schön, auch wie du das einordnest und das gehört doch dazu. Spannend ist die Geschichte, die du berichten wolltest über diesen Platz, der jetzt frei wurde, dadurch, dass die Sportgemeinschaft sich auflösen musste. Genau, also Friedrichstadt wurde aufgelöst und die Spieler wurden delegiert zu einer BSG, nämlich zur BSG Zabat Dresden. Und die bekamen auch eigentlich den Oberligaplatz zugewiesen. Ja, an sich war die Lage klar, es gab drei Aufsteiger. Die Absteiger hießen Altenburg, Wismar und Schwerin. Gera hat es ganz knapp geschafft als Elfter. Und klar, und statt Friedrichstadt sollte dann Tabak spielen. Und dann bekamen die natürlich keine Spieler zusammen, weil die alle ihre Sachen packten und nach West-Berlin fuhren. Also die ersten, wie gesagt, glaube ich, direkt nach dem Spiel vom 16. April. Und die anderen gingen dann für Abi. Auf jeden Fall gab die BSG Tabak den Oberligaplatz zurück. Da gibt es auch eine Meldung in der Zeitung, die genauso lautet, gab Platz zurück und dann war der plötzlich frei. So, was müssen die Liga-Leute machen? Sagten, was machen wir jetzt? Noch irgendwo einen Aufsteiger herholen wollten sie nicht. Also haben sie gesagt, den freien Platz kriegt jetzt einer von den beiden Absteigern, und zwar Altenburg gegen Wismar. So, und Wismar und Altenburg trafen sich dann in Magdeburg und Altenburg gelang ein 3-2 Erfolg. Und dadurch hielten die Klasse. Inzwischen drehte sich allerdings die Welt etwas weiter. So, in der Klasse drunter gab es eine Aufstiegsrunde der 5 Landesbesten. Dort kämpfte auch ein Dresdner Vertreter, nämlich die SG Migden, später Sachsen Verlag. Als Sachsen Verlag stiegen sie dann auf. Und den Verantwortlichen dämmerte jetzt, dass sie natürlich für Dresden eigentlich kein wirklich starkes Team hatten, obwohl Dresden eigentlich die Fußballstadt war. So, das Problem war, und dann kam noch ein anderes dazu. Man hatte im Westen, da gab es direkt in der Nachkriegszeit, eine alte Diskussion auf, nämlich die Frage, soll ich meine Spieler bezahlen oder nicht? Also Profitum, ja, nein. Und da hat sich der DFB natürlich immer schön drum rumgedrückt. Auf jeden Fall gab es dann einen Beschluss, den sogenannten Vertragsspieler einzuführen. Das heißt, der bekam ein bisschen Geld. Ja, also nicht viel, das wurde dann alles relativ genau reglementiert. Und dieser Vertragsspielerstatus wurde auch für West-Berlin eingeführt. So, und
die Berliner Vereine spielten damals alle zusammen in einer Berliner Stadtliga. Und die Meister dieser Stadtliga durften noch an der gesamtdeutschen Meisterschaft teilnehmen. 1948 hieß dieser Teilnehmer SC Union Oberschöneweide, kam also aus Ost-Berlin. Heutige erste FC Union war Teilnehmer der ersten Meisterschaft und Glanz durfte damals nicht fahren. So. Und als man nun sagte, okay, wir führen für West-Berlin den Vertragsspielerstatus ein, da wurden natürlich den DDR-Leuten klar, wir haben jetzt hier Amateure, ja, unsere guten Leute werden rübergehen und sich dort bezahlen lassen und die Zuschauer werden auch dahin gehen, wo es guten Fußball gibt. So, was tun? Dann hat man hastig, also das logistisch war es eine Meisterleistung, diese gesamte Ligenstruktur umgeschmissen und hat gesagt, wir nehmen jetzt außerplanmäßig zwei Berliner Vereine auf. Und das waren Lichtenberg 47 und der VfB Pankow. So, damit war die Mannschaft, da war die Liga jetzt schon mal bei 16 Mannschaften. So, dann ploppte, wie gesagt, das Problem Dresden auf. Und man sagte, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Und dann hat man gesagt, okay, Dresden bekommt politisch auch einen Oberliga-Platz. Und man zog dann die Polizeisportler aller, also aus der ganzen DDR, in Dresden zusammen, also in Forst eigentlich. In Forst trafen die sich im Juli und am 1. August 1950 machten sie dann ihr erstes Spiel als Volkspolizei Dresden und die bekamen politisch diesen Oberliga-Platz. Und damit waren es dann schon 17. Das war natürlich eine blöde Zahl, also hat man dann letzte Rille entschieden, dass dann auch noch Union Oberschöneweide mit darf. Dann gab es also drei Berliner Vertreter und Dresden dazu. Und dann hatte man für die Saison 50-51 tatsächlich 18 Mannschaften. Und es war relativ groß und ja, typisches Beispiel für politische Einflüsse. Und die Berliner Mannschaften konnten sich tatsächlich an sich nicht halten. Also Union Oberschöneweide hatte Schwein, weil die stiegen nur nicht ab, weil sie einen besseren Torquotienten hatten. Das war gegen Weimar ziemlich knapp. Ja, also die blieben als einzige Berliner Mannschaft drin. Die anderen haben es dann nicht geschafft und wurden aber wieder reingehievt. Das ist dann die nächste politische Geschichte. Soll ich gleich weitermachen dann? Bei der unglaublichen Ligenstruktur. An sich wollte man natürlich das Ganze dann zurückfahren wieder auf die 14 Mannschaften, weil das war an sich der Größe des Landes ja auch angemessen. Und dann kam es aber so, dass man jetzt eine Mannschaft für die Volkspolizei hatte und für die beginnende Armee, die es noch nicht gab, da hat man die praktisch Polizisten kaserniert und die hießen dann noch kasernierte Volkspolizei und deren zentrale Sportvereinigung bekam ebenfalls einen Oberliga-Platz politisch zugewiesen und die spielten als Vorwärts Leipzig dann in Leipzig. So, und dann hatten wir praktisch die absurde Situation und hat gesagt, okay, wenn wir jetzt von den 18 Mannschaften vier absteigen, haben wir 14, drei steigen auf, haben wir 17 und ja, dann machen wir praktisch das vier Jahre lang, dann sind wir wieder bei unserem alten Maß. So, und nun kam diese Vorwärts Leipzig dazu. Da hat es schon mal nicht geklappt, da waren sie also wieder 18. Und dann stieg unglücklicherweise Pankow ab, der Sitz der DDR-Regierung. So, und dann hat man aus dem VfB Pankow Einheit Pankow gemacht und hat den ebenfalls politisch einen Oberligaplatz zugewiesen. So startete man die Saison 51-52 dann mit 19 Mannschaften. So, und naja, Pankow hat es dann auf 16 Punkte gebracht und stieg wieder ab. Und man hat dann peu à peu immer so gemacht, dass hier noch mal durch. Es gab zwei Aufsteiger und vier Absteiger. Das entsprach der zweistaffeligen Liga, der Unterbau dann. Da gab es zwei Aufsteiger und vier Absteiger und dann hat man das zurecht gestutzt und 54, 55 war man dann wieder bei 14. Und dabei ist 50 muss man noch sagen, da wurde diese zweigleisige Liga, die du angesprochen hast, als Unterbau der Oberliga eingeführt und damit war dann die Landesliga immer die dritte Spielklasse. Und ja, 52 wurde dann, gab es diese Verwaltungsreform mit diesen Bezirken, so gab es dann eine Bezirksliga, also die dann die neue dritte Spielklasse war, also du hattest die Oberliga, die DDR-Liga und dann die Bezirksligen in den jeweiligen Bezirken. Was aber noch Wichtiges passiert ist, im April 1950
hat der Deutsche Sportausschuss die Einführung der Sportvereinigung beschlossen und es wurde ebenfalls beschlossen, dass wir das an die Branchenstruktur des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes gliedert. Und so gab es dann 18 Sportvereinigungen und 16 Zivile davon. Und so sind dann eben auch diese Namen entstanden. Was war da der Hintergrund? Also man muss es ein bisschen an der Ideologie festmachen. Das war damals die Vorstellung, dass praktisch der Arbeiter ja mit seinem Betrieb verbunden ist. Und wenn du jetzt zurückguckst, der Betrieb war ja ein bisschen mehr als nur der Arbeitsplatz. Ne? Also er verschafft dir dann später deinen Urlaubsplatz, ja, und so weiter. Und diese Rolle des Betriebes für den Werktätigen, die hat man damals schon angedacht und hat gesagt, der Werktätige soll halt auch praktisch in der Verlängerung seiner Werkbank den Sport treiben. Also so, Leske hat das so relativ gut beschrieben, denke ich. Und so hat man gesagt, okay, also gehört auch der Sport der Werktätigen natürlich in die Hände von Werktätigen, in dem Fall halt der Gewerkschaften. Und die sollen das Ganze organisieren. Man hat äußerlich daran gesehen, dass die Namen der Sportvereinigung dann einfach auf die Vereine übertragen wurden. Also es gab in der Frühzeit gab es einfach noch, wenn wir jetzt zum Beispiel mal den SC-Aktivist Priske Senftenberg anschauen, da hießen die Vereine praktisch nach ihrem Heimatort und dem Betrieb, der sie versorgte. Die hießen Grube Marga zum Beispiel. Ja. Und oder hier Fischland Schmuck das, ne? Also genauso, also so wie der Betrieb hieß, so hieß dann auch der Verein. Und mit den Sportvereinigungen hießen sie dann alle Motor oder also Motor war die weitaus häufigste Bezeichnung. Chemie, Lokomotive, Einheit, Empor und so weiter. Je nach Industrie dann, ne? Mechanik, Metallindustrie, Motor, Maschinenindustrie, Stahlindustrie, Traktor, Landwirtschaft und so weiter. Genau, und ich meine, das ist natürlich immer, wenn du solche Kategorien übersteht, das passt halt nicht immer. Und deswegen gab es am Anfang gab es noch relativ häufig Namenswechsel, wenn dann praktisch der Trägerbetrieb wechselte und du hast meinetwegen Hydraulikteile gemacht, dann konntest du sowohl im Fahrzeugbau beim Motor eingeordnet werden, als auch, was weiß ich, meinetwegen bei der Leichtindustrie, wenn das hier irgendwas anderes war. Und da gab es ab und zu mal so ein Hin- und Herspringen und es festigte sich aber dann. Ja. Und wie jetzt diese Organisation im Einzelnen war, das kann ich tatsächlich nicht sagen, weil da gibt es relativ wenige Ausführungen davor drüber. Und im Prinzip hat man gesagt, ja, die organisieren das halt. Dann kommt ab und zu mal ein Porträt von einem, der halt das macht und dann, was weiß ich, hier die Spielpläne macht und die Trainer einteilt und so. Aber diese Funktionärstätigkeiten wurden tatsächlich selten beschrieben. Also es gab später in der FUVO immer so auf der vorletzten Seite, da gab es dann immer das Herz unseres Sports und da wurden dann verdiente Funktionäre vorgestellt. Und da stand aber nicht da, was weiß ich, der hat Karten abgerissen oder Trainingspläne gemacht, sondern der war halt leitend tätig. Ne? Also deswegen, ich habe in der FUVO wenig Informationen dazu gefunden. Und wenn, dann gibt es meistens nur so seitenlange Ausführungen, wie was zu sein hat. Und das sagt natürlich nicht darüber aus, wie es dann in der Praxis gemacht wurde. Ja, also seitenlange Pläne sozusagen, was dann eben zur Planwirtschaft auch entsprechend passt. Ob es dann so umgesetzt wird, das steht immer noch mal auf einem anderen Stern. Um in dieser Zeit vielleicht noch mal ein paar Namen, der Meister und Vizemeister. Also wir hatten ja gesagt, in der ersten Saison Horst Zwickau und Friedrichstadt als Zweiter. 50-51 war dann die Chemie Leipzig als Meister und Turbine Erfurt Vizemeister. 51-52 war es Turbine Halle und die SG Volkspolizei Dresden. 52-53 dann die SG Dynamo Dresden als Meister, Vizemeister BSG Wismut Aue. Und 53-54 gewann die BSG Turbine Erfurt die Meisterschaft und die BSG Chemie Leipzig war Vizemeister. Nur ein ganz kurzer Blick, der mag in dem Podcast von Brennpunkt Orange möglich sein. In dieser Zeit ist ja auch in Gera einiges passiert. Kannst du mir erklären, dieses 51 und 53, das sorgt immer wieder mal für Diskussionen. Also du hast ja angesprochen, 49 gab es eine Sportgemeinschaft Gera Forten. Dann wurde das fusioniert zur BSG Mechanik und dann gab es wieder eine Umbenennung zur BSG Motor im Gera, weil es eben
in Gera auch entsprechend Maschinenbau gab. Und 1953 ist man dann von der Wismut Gera übernommen worden, neuer Trägerbetrieb. Obwohl ja 1951 die BSG Wismut Gera gegründet wurde, aber wahrscheinlich ohne Fußballabteilung. Weißt du was dazu? Leider nicht. Also ich bin auch immer irritiert, also wo ich jetzt nachgeforscht habe, gerade für den Text, da scheinen manche Daten einfach nicht zu sein, weil zum Beispiel, wenn du jetzt guckst, also so ein Spielbericht, BSG Gera Süd, wenn es heißt, was weiß ich, die wurden im September 50 als Mechanik gegründet und sie stehen im Oktober noch als BSG Gera Süd drin. Ja, also da habe ich ein paar Sachen einfach nicht so bestätigt gefunden. Und was ich mir vorstellen kann, ist tatsächlich, dass eben diese BSG Wismut Gera erstmal ohne Fußballer gegründet wurde und dass die dann dahin geschickt wurden. Ja, also das war später auch bei dieser Clubgründung, war es tatsächlich auch üblich. Das war, der Verein gründete sich und dann hattest du halt die Wahl und konntest hingehen oder konntest ihn lassen. Aber wenn du nicht hingegangen bist, hast du halt keine Oberliga gespielt. Und ich denke, ich habe auch mal einen Artikel gelesen, aber den habe ich jetzt tatsächlich nicht parat. Der fiel mir auch erst vor ein paar Tagen in die Hände. Der ist noch nicht archiviert, deswegen. Und aus meiner Erinnerung war es tatsächlich so, dass da irgendwie so drin stand, delegieren wir die Elf der BSG Motor Gera zur BSG Wismut. Aber also wenn ich sie noch finde, dann schicke ich sie dir und dann kannst du noch in die Notes einstellen. Ich kann es nicht so aufklären und ja, ich glaube, der Verein selber, was sagt der? Das ist eben so eine Lücke. Also wir kommunizieren ja immer diesen 1951 und das ist auch richtig, da ist auch die BSG Wismut Gera in der Walhalla gegründet worden. Aber tatsächlich findet sich eben der Name BSG Wismut Gera dann in den Tabellen erst ab 1953. Und das wird so sein, wie du das jetzt andeutest, eine andere Erklärung gibt es kaum. Aber unabhängig vom Namen war das ja eine erfolgreiche Zeit im Gera Fußball, denn neben dem Pokalfinale, im ersten FDGB-Pokalfinale, wo die BSG Gera Süd stand, war man ja dann eben auch bis 1953 noch in der Oberliga und dann ging es abwärts mit dem Abstieg in die DDR-Liga. Sind dir da irgendwelche Spielberichte aus dieser Zeit oder Ereignisse besonders in Erinnerung geblieben? Also ich habe es jetzt im Rahmen der Buchrecherche habe ich einfach nochmal die alten Ausgaben vorgekramt. Interessant ist, was Manfred Kaiser, der Gera Fußballhelfer, gesagt hat, der kam ja im Februar 1950 aus Zeitz, also praktisch in die erste Oberligasaison hinein. Und Gera segelte immer so am Abstieg lang. Also ich sage das ungern, dass wir maximal Mittelklasse waren, aber besser machen wir halt tatsächlich nicht und macht doch nichts. Da waren ja trotzdem ganz oben dabei. Und die hatten tierische Probleme und tatsächlich erst in so einem Schlusspunkt mit, glaube ich, 7 Punkten aus 4 Spielen haben die das geschafft, diesen 11. Platz zu erreichen, der ja damals der erste Nicht-Abstiegsplatz war. Und Kaiser hat gesagt, er hatte eigentlich immer Bammel, der war ja auch ein junger Kerl, der sich verbessern wollte, vor dem Druck vor jedem Spiel. Ja, weil die haben auch tatsächlich ganz schön auf die Mütze gekriegt. Oft knapp, ja. 1-2 in Stendal und dann mal hier 0-1. Aber da sagt, die Gera standen hinter uns. Ja, und ich glaube, mit einem 2-1 gegen Industrie Leipzig fing dann so dieser Klassenerhalt an. Dann fuhren ganz viele mit nach Altenburg, um dort Gera zu unterstützen, sodass es praktisch eine Überzahl der Gäste war. Also das gab es also auch mal umgekehrt. Das sind schon dieses. Also er hat gesagt, er hat damals gelernt, eine Sache ist erst dann verloren, wenn du sie verloren gibst. Ja, das, also erst wenn die fette Ladies sind sozusagen. Und das war schon bemerkenswert. Und bei den anderen, diese Saison 51, 52, da ist vielleicht lustig zu erwähnen, dass Gera deswegen auch schlecht abschnitt. An sich hatten sie eine relativ gute Mannschaft, weil dann kam noch, ich glaube, Ostfreitag und Brinkfried Müller stieß auch noch dazu. Das waren wirklich gute Leute, wo du sagst, du hattest ein saumäßig gutes Mittelfeld. Dann hattest du mit dem Herbert Petzold einen ausgewiesen guten Stürmer. Das ist derjenige, der in dieser Torschützenliste mal, ich glaube, Sechster wurde. Und das hat kein Gera geschafft. Also Udo Korn wurde, glaube ich, Zehnter, 78. Aber Petzold war halt noch besser und durchaus gefürchtet. Und
hatte schon eine recht gute Mannschaft zusammen. Und hinten mit Buschner war damals noch da, der ging, glaube ich, 52, aber auch dem Torhüter standen die eigentlich immer solide. Also sozusagen, es war nie das Problem, dass die Abwehr nicht stimmt, sondern es kam eher darauf an, was machst du vorne. Und 51, 52 waren sie tatsächlich vom Namen her durchaus prädestiniert, Mittelfeld oder ein bisschen nach oben zu schnuppern, und es hat nicht geklappt. Und in der Chronik stand dann, dass die 4 Platzsperren hatten für Heimspiele, die sie nicht zu Hause austragen durften. 2 wegen Zuschauerausschreitung und 2 wegen Seuchen. Also ja, Corona 52. Mhm. Und das macht natürlich was aus. Also gerade wenn du darauf angewiesen bist, dass deine Menschen dich unterstützen. Und wie gesagt, in der ersten Saison haben die Gera, glaube ich, tatsächlich die Mannschaft mit zum Klassenerhalt geschrien. Wenn dann sowas fehlt, 4 Spiele lang, das merkst du, weil die Liga war ja recht groß, aber eben auch mit einer breiten Spitze versehen. Ja, und 52, 53 ist dann einfach, da gab es nur auf die Mitte. Und da folgte dann der Abstieg. Das ein kurzer Ausflug zur Situation der BSG Wismut Gera, die ja zu dem Zeitpunkt immerhin Oberligist war und damit eigentlich sportlich die beste Voraussetzung für Oberliga-Fußball hatte, so grundsätzlich. Das änderte sich dann nach und nach. Und da ist es wichtig, um das zu verstehen, was 1954 passierte. Dort wurden die Sportclubs gegründet. Es ging jetzt den Leistungs- und Breitensport zu trennen. Ziel war es, in den Hauptstädten der jeweiligen Bezirke, die 52 gegründet wurde, die 15 Bezirke der DDR, dass sich dort Sportclubs ansiedeln und die von leistungsstarken volkseigenen Betrieben als Trägerbetriebe unterstützt werden. Und so sollte der Fußball optimiert werden, richtig? Ja, also im Prinzip hat man gedacht, natürlich, wenn jetzt der Arbeiter von diesen Fesseln befreit ist und frei seinen Sport treiben kann, dann bringt er automatisch Höchstleistung. Das ist ja dieses sozialistische Menschenbild, dass man im Prinzip immer gewillt ist, für die Gemeinschaft alles zu tun und alles zu geben. Und das hat aber natürlich nicht so funktioniert. Also weil, wenn du halt ein guter Fußballer werden willst, musst du halt viel trainieren. Das ist wie überall. Du brauchst Talent, aber wenn du halt nichts machst, reicht das nicht. Und da hat man schon eingesehen, dass wenn du die Klasse steigern willst, ja, musst du natürlich dann auch diese Trainingsbedingungen schaffen. Und das hat man gemacht, indem man gesagt hat, okay, wir ziehen die besten Spieler in Clubs zusammen. In diesen Clubs gibt es einfach, kurz gesprochen, die beste Betreuung, sowohl medizinisch, trainingstechnisch, zum Beispiel auch vom Essen. Und dort können die tatsächlich trainieren, und zwar auch mehr als sonst. Ja, also was man durchaus erkannt hat, dass die, wenn du diese frühen Spielberichte liest, du hast durchaus konditionelle Einbrüche dort, wo man sieht, okay, die haben sich einfach die erste Halbzeit, konnten ihre Kräfte nicht einteilen. Die haben sich die erste Halbzeit, sind sie gerannt wie blöd, haben 3-0 rausgespielt. Ja, und dann nach der Halbzeit waren die anderen halt dran, waren fitter, haben gemerkt, die können nicht mehr, und dann haben sie dann noch 4 eingeschenkt. Ja, also zum Beispiel so passiert, habe ich jetzt gerade im Kopf, weil das neben mir liegt, habe ich heute Morgen erst gelesen, war Babelsberg gegen Stendal zum Beispiel. Stendal führt 3-0 zur Halbzeit, verliert 4-3. Und natürlich ist dieses Kräfte einteilen oder Konditionen von 90 Minuten haben, das musst du den Leuten natürlich antrainieren. Und zum Teil haben die auch ohne Trainer gespielt. Ja, also das war durchaus nicht so, dass man sagen konnte, jede Mannschaft hat einen Trainer. In der Oberliga schon, aber gerade in den Mannschaften drunter, da war das nicht immer der Fall, dass da jemand da war. Ja, und dann fehlt es natürlich an dieser ganzen Systematik zu sagen, was weiß ich, wenn ich jetzt jemand aufbauen will als Kopfballspieler, dann muss ich dem halt auch Kopfballübungen geben und nicht nur den 3-mal im Spiel da köpfen lassen. Und das war so der Hintergrund der Sportgründung. Und wenn ich es weiter ausführen darf, man hat dann praktisch jede Sportvereinigung hat sich mindestens einen Sportclub gegründet. Die einzigen, die das nicht gemacht haben, war die Post und die Wissenschaft, glaube ich. Die beiden waren das. Und alle anderen haben praktisch gesagt, wir gründen jetzt einen Sportclub und haben diesen Sportclub in eine Stadt gesetzt. So, und jetzt ist bei SC Chemie Halle zum Beispiel klar, ne, Halle, Chemiebezirk, okay, die Sportvereinigung Chemie setzt ihren Sportclub dahin. Nun waren die Spieler aber bei Turbine Halle. Ja, so hieß er, der Meister von 52.
Und die hatten dann die Wahl, bei Turbine zu bleiben oder halt zum SC Chemie zu wechseln. Und die meisten sind gegangen, aber nicht alle. Und Turbine Halle wurde dann als Mannschaft in die Bezirksliga eingestuft. So, der Sportclub, der Sportverein Turbine spielte dagegen in Erfurt. Also man hätte als Turbinemann auch die Wahl gehabt, entweder für Turbine Erfurt zu spielen und in der Sportvereinigung zu bleiben oder halt zum SC Chemie zu wechseln. Das war hier freigestellt. In Leipzig hat man gleich zwei neue platziert, nämlich den SC Rotation und den SC Lok. Die meisten Spieler, die vom SC Lok gingen, die hatten vorher für Industrie bzw. Chemie Leipzig gespielt. Und Rotation war der Nachfolger von Erich Zeigner, Einheit Ost, dem späteren FC Lok. Waren praktisch die Konkurrenten aus Konneditz. So, und es gab drei bemerkenswerte Sachen daran bei der Sportclubgründung, nämlich, dass der Sportclub Empor sich gründete und nach Rostock zog, weil Empor war Handel und Versorgung, Lebensmittel, und der größte Betrieb dieser Art war das Fischkombinat in Rostock. Deswegen setzten die ihren Sportclub dahin. Und die hatten aber keine Mannschaft. Ja, weil in Rostock gab es natürlich nichts. Also Mecklenburg, obwohl man das natürlich versucht hat mit dieser Integration über die DDS-Liga und so, hatte schwer zu kämpfen, weil die hatten einfach nicht das Reservoir an Spielern, waren weder so dicht besiedelt noch gut bestückt. So, und da kam man drauf, dass man natürlich aus dem äußerst gut bestückten Sachsen eine Mannschaft rausnehme. Und das war Empor Lauter. Also Empor gehörte ja ebenfalls zur Sportvereinigung Empor dann. Und dann hat man die Spieler genommen, hat sie nach Rostock eingeladen und gesagt, guck mal, was sie hier haben können. Also da gab es durchaus auch relativ gute Startbedingungen. Natürlich zum einen durch die sportliche Förderung, zum anderen aber eben, soweit ich weiß, hat man gesagt, du hast doch kein Problem, eine Wohnung zu finden und sowas. Und das war natürlich auch eine Verlockung. Ne? Das andere war natürlich. Und man hat natürlich damit auch das Ziel erreicht, dass wir dann im Prinzip aus einer kleinen Stadt, ich glaube 8000 Einwohner lauter, dann diese Bezirksstadt wieder den Fokus gesetzt hat. Wobei man nicht, also wenn du jetzt auf die Liga guckst zu der Zeit, also es gab Lauter, es gab Auer, es gab Zwickau, es gab Chemnitz, die waren da schon, Smerane darf man nicht vergessen, also da relativ viel, also ich glaube, in dem Bereich, wo Lauter war, da war fast ein Drittel der gesamten Liga konzentriert. Und natürlich, ja, also wenn du hättest ihn wegnehmen müssen, dann haben sie natürlich gedacht, das ist dort am leichtesten. Ja, die Lauterer waren natürlich stinkesauer. Und es gingen auch nicht alle Spieler mit. Das, also 1969, da gab es mal eine Serie in der FUVO, die hieß Das Lachen der Sieger. Da ging es um die Gründung des FC Hansa. Und da steht unter anderem drin, dass die, als die oben ihr erstes Spiel machten, 54, im Ostseestadion, dass die da nicht mal 11 Spieler hatten. Die haben dann irgendwie einen, ich glaube, von Motor Wismar noch eingeladen, dass sie überhaupt erstmal die Bank voll bekamen. Es waren einfach nicht alle Lauterer mitgekommen. Das stimmt. Ja, und für Rostock, das muss man sagen, war das natürlich gut, weil die natürlich auch so eine Ankerwirkung hatten. Also wenn du dann tatsächlich mal Talent hattest, hattest du eine Möglichkeit, dort heimatnah gefördert zu werden. Und das sollte man auch nicht unterschätzen. Also Rostock hat tatsächlich diese Wirkung, die man haben wollte, die hat es natürlich gehabt für Rostock. Für Lauter ist schade, weil die stiegen ab in die Bezirksliga und nur Leute, die sich wirklich auskennen, die wissen noch, dass da mal eine Oberligamannschaft war. Und Lauter war zu dem Zeitpunkt auch Tabellenführer. Also die sind als Tabellenführer umgesiedelt worden. Die zweite Gründung war der SC Einheit Dresden, der dann die Mannschaft vom Sachsen Verlag übernahm. Und die dritte war die Sportvereinigung Dynamo, gründete ihren SC Dynamo. Und da dachte natürlich jeder, okay, Dynamo Dresden, gerade Meister geworden, die kommen zu uns. Die kommen natürlich nach Dresden. So, das hatten wir natürlich nicht gerechnet mit den Berlinern, insbesondere Herrn Mielke, der natürlich gesagt hat, ach so, sollen die da, ne? Der SC Dynamo gehört nach Berlin. So, und dann gab es tatsächlich eine ganze Weile so eine Unsicherheit. Ja? Man hat gesagt, okay, SC Dynamo wird in Berlin gegründet, Dresden wurschtelte weiter in, oder wurschteln ist vielleicht falsch gesagt, die spielten halt weiter
ihre Oberliga runter in Dresden und man dachte auch nicht, dass da irgendwas passieren würde. Und irgendwann entschied dann verschiedene mal eine Meldung im Neuen Deutschland. So als Klarstellung, der Sitz der Sportvereinigung Dynamo ist in Berlin. Und natürlich wird auch die Oberligamannschaft der SV Dynamo in Berlin spielen. Und diese Oberligamannschaft, das war Dresden. Und die hat man nach Berlin abkommandiert. Und diese Rivalität, die wir in den späten 80ern zwischen Dresden und Berlin hatten, die nahm da ihren Anfang. Ja? Im Prinzip sind das Geschwister fast. So, und also mit der Sportclubgründung, für mich ist das noch eine sehr wichtige Sache vielleicht, hat man im Prinzip die Fußballlandkarte ziemlich zementiert. Ja, also überall, wo sich die Sportclubs gründeten, sind erfolgreiche, mehr oder weniger erfolgreiche, dauerhafte Oberliga-Standorte gewesen. Dort gab es immer Spitzenfußball und alle anderen hatten schwer zu kämpfen und wurden praktisch abgehängt. Und das betraf zum Beispiel auch Gera. Ja, und wenn man jetzt die Meister- und Pokalsieger-Tabellen anschaut, es gab an sich nur einen einzigen Meister, der nicht Sportclub war. Das war 1964 die BSG Chemie Leipzig. Und es gab auch nur drei Pokale, die nicht an Sport- oder Fußballclubs gingen. Und das war, ich muss kurz rechnen sogar, 63 und 67, Zwickau und 75 nochmal Zwickau. Und Chemie Leipzig 66, also vier Pokale, Entschuldigung. Ja. Alle anderen, überall wo ein Sportclub war, war der auch titelverdächtig, muss man sagen. Ja, und wenn man die Meisterschaftstabelle nochmal einfach zur Ergänzung, dass wir die Meisterschaft haben, 55 war es Turbine Erfurt, dann hatten wir drei Jahre bzw. Saisons in SC Wismut Karl-Marx-Stadt. Dann war ASK Vorwärts Berlin, dann wieder Wismut Karl-Marx-Stadt und dann wieder zweimal Vorwärts Berlin, Motor Jena, Chemie Leipzig und Vorwärts Berlin waren die Meister. Wenn es um das Thema Verlagerung geht von Verein, dann hast du ja jetzt zwei Beispiele gebracht. Ich möchte nochmal auf zwei Themen eingehen und das ist der von dir vorhin schon angesprochene SV Vorwärts Leipzig, der dann 1953 nach Ost-Berlin zog und dort als Vorwärts Berlin 71 dann mehrfach Meisterschaften gewann und dann wieder nach Frankfurt-Oder musste. Das ist sicherlich auch nochmal so ein Thema einer Verlagerung, wo man Vereine hin und her geschoben hat, auch wenn das jetzt was mit den Fußballclubs zu tun hat, weil es der FC Vorwärts Berlin und der FC Vorwärts Frankfurt-Oder ist. Über den Verein gibt es übrigens auch in großen Bericht in dem Zeitspiel-Legenden-Buch. Aber das ist ja auch so eine Delegierung gewesen, wo man gesagt hat, man hat in Berlin genug Fußballvereine, man muss jetzt diese Bezirksstadt Frankfurt-Oder stärken. Und so hat man 71 das zurücktransferiert. Kann man das so interpretieren, dass es darum ging, Bezirksstädte entsprechend zu stärken? Und umso spannender ist ja dann letztendlich das, was auch im Bezirk Gera passiert ist. Also kann man so interpretieren. Also was? Also wir hatten 54 diese Gründung der Sportclubs und es gab 63, das ist ein bisschen unbemerkt, nochmal so eine Welle. Da hat man gemerkt, dieses Konzept funktioniert ganz gut und dann fing man an, die bisher benachteiligten Standorte, also Neubrandenburg zum Beispiel, gab es den SC Neubrandenburg, es gab den SC Frankfurt, der herausragt weil der SC Frankfurt ist die Mannschaft, die höchste Niederlage in den beiden oberen Ligen einstecken musste, nämlich ein 1:15 gegen den ersten FC Union. Ja. Und dann gab es den SC Potsdam. Ja, und 1963 gründete man auch den SC Leipzig. Man löste praktisch die beiden anderen auf, SC Rotation und SC Lok, und hat gesagt, wir fassen die Besten zusammen und die anderen gehen halt zur Chemie. Ja, die dürfen dann wieder Oberliga spielen. Und diese ganzen SC Leipzig, dann auch der SC Motor Karl-Marx-Stadt, die hießen dann alle hoch nach ihren Bezirksstädten. Und an sich hatte man sich das so gedacht, dass man die da stört. Aber es hat halt nicht funktioniert. Also das war so im Prinzip so ein Versuch, der ging dann eigentlich in die Hose, weil du auch dieses ganze, für mich war dieses Potenzial, also natürlich kannst du ein SC Neubrandenburg gründen. Ja, und natürlich kannst du auch mit relativ viel Mühe dann in die Oberliga kommen. Aber du kannst dort nicht dauerhaft einen Oberliga-Standort etablieren. Da ist einfach tatsächlich das Umfeld nicht da. So sehr wie ich exotische Namen liebe, also auch wie Motor Steinach oder sowas. Aber da hat man sich tatsächlich
zu viel versprochen. Also nur wenn du dieses Etikett SC ranklebst und vielleicht neue Trainingsmöglichkeiten schaffst, das reicht nicht, wenn das Umfeld nicht ist. Und wenn man es jetzt guckt, Cottbus, Frankfurt, Potsdam, Neubrandenburg, Schwerin, das sind nicht diese wirklichen Fußballstandorte gewesen. Also die konnte man da nicht aufwerten. Und in Frankfurt, also Berlin im Speziellen, war halt so, dass die Vorwärtsfußballer, die wurden äußerst solide Meister, die haben auch einen äußerst gepflegten Fußball gespielt, bis in die Friedrichstadt. Also es hieß, die hatten einen ungarischen Trainer, der hat diesen ungarischen Esprit reingebracht. Jena dagegen, die ja auch in dem Beritt anfing aufzusteigen und der große Konkurrent eigentlich zum FC Vorwärts oder zum ASK Vorwärts waren, die spielten eher diesen Konditionsfußball, der später als so typisch deutsch galt. Die rannten die einfach tot. Ja, die hatten auch gute Leute, aber gezaubert haben eigentlich eher so die Vorwärtsfußballer. Und in Berlin hatten sie drei Clubs, nämlich den ersten FC Union, den FC Vorwärts und den BFC Dynamo. Und BFC Dynamo kam nicht so richtig zum Zuge. Ja, zum einen, die besten Spieler waren beim FC Vorwärts. Und der Meister zieht natürlich dann noch gute Leute an. Also wenn du halt gut bist, ja, dann, wenn du die Wahl hast, du kannst beim 13. anfangen oder beim 1., dann nimmst du den 1., weil du einfach da weiterkommst. Und das hat dem Mieke nicht so gefallen, so hieß es. Umgekehrt ging nun das Experiment mit dem SC Frankfurt schief. Ja, und der Herr Mückenberger, der damalige SED-Chef von Frankfurt, der rang ein bisschen die Hände, der hätte halt auch gerne sowas gehabt, wie der Harry Tisch in Rostock. Ja. So. Und irgendwie müssen sie es ausgekungelt haben, dass man praktisch diesen FC Vorwärts Berlin dahin delegiert nach Frankfurt. Das kam relativ knall auf Fall, weil ich habe das mal nachgebohrt, weil im Internet steht, 31. Juli 71 wurde verlegt und ich habe dafür keine Quelle gefunden. Und so habe ich dann die ganzen Fotos durchgeguckt und gedacht, was finde ich da? Und da findest du dann im Prinzip so, dass die Berliner Vorwärtsfußballer da in Frankfurt ein bisschen auf Werbetour waren und dann wurden sie von Berlin verabschiedet. Dann fingen sie an, halt in Frankfurt zu trainieren. Dann traten sie zum ersten Mal als FC Vorwärts Frankfurt an. Also im Prinzip haben das, glaube ich, tatsächlich diese SED-Oberen ausgekungelt. Ja, Berlin, das muss man sagen, war in dem Sinne keine Fußballstadt, dass keine der Mannschaften, auch der FC Vorwärts nicht, auch nur annähernd die Zahlen erreichte, die zum Beispiel Dresden hatte, die Chemie Leipzig hatte, die Halle oder Erfurt hatten, ja, oder bei Erfolg Rostock. Das sind so ein bisschen die Hochburgen gewesen von den Zuschauern her. Und da kam Berlin einfach nicht ran. Und natürlich hast du gesagt, wenn jetzt eine Oberliga-Mannschaft weg ist, dann verteilt sich das auf zwei. Und Mieke konnte sich dann natürlich auch sagen, okay, wir wären hier die Nummer eins in der Stadt, weil Union war ohnehin ein ziviler Club, die waren durchaus benachteiligt und die haben ja auch als einziger Fußballclub in der Liga anfangen müssen. Ja, und naja, also für Frankfurt war es in dem Sinne schade, weil die haben keine guten Leute mehr bekommen. Es ist verlockend, nach Berlin zu gehen als DDR-Bürger, aber es ist nicht verlockend, an die polnische Grenze zu gehen. Und so fehlt es dann am Nachwuchs. Dann fehlte tatsächlich auch der Unterbau. Also die haben im Nachwuchs auch nicht mehr diese herausragende Rolle gespielt. Also das ist immer, ich gucke immer bei den Ergebnissen, wo stehen die, und die wurden auch phasenweise Meister, aber es war nicht mehr diese konstante Spitze da. Das war oft auffällig und sie stiegen dann 77, 78 mit der Wismut zum ersten Mal ab. Ja, und gewannen auch nach dem Umzug nichts mehr, nie wieder einen Meistertitel. Schade war es von den Zuschauern her, weil beim allerersten Spiel gegen Tschernomor jetzt Burgas, ja, so ein Freundschaftsspiel, da war die Hütte voll. Also ich glaube, das Frankfurter Stadion fasste 16.000 und es war komplett ausverkauft, auch schon lange vorher. Also an sich haben die Leute dann nach Fußball gelächzt, aber der FCV konnte ihnen offenbar das nicht ganz bieten. Aber möglicherweise auch ein Problem der restlichen Entwicklung der 70er, weil einfach das keine Fußballhochburg mehr war. Ja, aber nochmal ganz kurz zurück auf das Thema Sportclubs und Konzentration auf die Bezirksstädte. Das ist ja schon etwas Besonderes, was da im Bezirk Gera passiert ist.
dass letztendlich der Rat des Bezirkes sich immer beschwerte und sagte, die Zusammenarbeit aller verantwortlichen Bezirksinstitutionen mit dem Sportclub Motor Jena wirkt sich dadurch erschwerend aus, dass der Sitz des Sportclubs nicht in der Bezirksstadt ist. Dass dann sogar 4 Jahre später der Rat des Bezirkes gesagt hat, also jetzt ist Schluss, das muss alles in die Bezirkshauptstadt, und dann sogar festgelegt hat, dass die Sektion Fußball das Kollektiv des deutschen Meisters Motor Jena in die BSG Carl Zeiss überführt werden soll und startet künftig als BSG Motor Zeiss Jena in der Oberliga und die Mannschaft der BSG Wismut Gera als Vertretung des Sportclubs Gera. Diese Mannschaft ist ab sofort zu unterstützen, sodass die Möglichkeit besteht, die höchste Spielklasse zu erkämpfen. Das heißt, man hatte alles beschlossen, man hat gesagt, in die Bezirkshauptstadt soll es gehen und dort soll der Sportclub Gera bzw. die Fußballabteilung, also die BSG Wismut Gera, der Fußballverein des Bezirkes Gera sein. Und dann hieß es, nee, Erich Schonicker als Leiter der Abteilung Sport des Zentralkomitees der SED hat gesagt, das geht so nicht. Motor Jena wurde nicht nach Gera verlegt und man verbat sich auch jede weitere Diskussion. Die gab es dann zwar nochmal, aber man hat sie dann auch unterbunden und letztendlich macht das ja auch deutlich, dass es eben wer Einfluss hatte. Das war zum einen die Partei, aber wie im Bezirk Gera eben auch die volkseigenen Betriebe wie hier Carl Zeiss. Da ging es letztendlich auch um Devisen und Einfluss und so konnte man, ja, stand fest, dass im Bezirk Gera sportlich das ein Entwicklungspotenzial in Jena ist und Gera eben immer eine untergeordnete Rolle spielen muss. Siehst du das auch so? Ja, also ich denke, also zum einen hatte natürlich Gera Pech, weil sie gehörten ja zur SV Wismut und deren Club spielte in Aue. Und das war 55 natürlich der Bruch. Also als die ersten Spieler abgeben mussten, das waren Winfried Müller, Horst Freitag und Manfred Kaiser, also alles Nationalspieler oder künftige Nationalspieler. Und das war, also Gera hat sich davon nie wieder erholt. Ja, also von diesem ganzen, wir müssen abgeben. Und natürlich wäre 63 mit dieser Konzentration auf die Bezirkshauptstädte nochmal die Chance da gewesen, das Ruder rumzureißen. Und letztlich zeigt die Geschichte in Gera ziemlich deutlich, dass es natürlich nicht nur die SED-Bezirksfürsten waren, sondern tatsächlich auch Leute, ich meine, auch der Herr Biermann war ja SED-Mitglied, es ist jetzt nicht so, dass der da Oppositioneller war. Also gab es natürlich eine andere Querverbindung, aber im Prinzip natürlich hatte der Macht und hat die auch ausgenutzt, um da seinen Werktätigen am Stammsitz zu sagen, das bleibt jetzt hier. Und was ich nicht genau weiß, ist, was wäre jetzt gewesen, wenn ein Herbert Ziegenhahn, das ist der SED-Bezirkschef gewesen von Gera, wenn der ähnlich so erpicht gewesen wäre wie ein Erich Mückenberg in Frankfurt. Und er sagt, ich will in meiner Bezirksstadt eine Oberligamannschaft haben, ob man da den Konflikt ausgekämpft hätte. Ich glaube es aber nicht, weil die Spieler waren offizielle Angestellte der Werke. Ja? Also sprich, ein Lutz Lindemann oder ein Peter Ducke, ja? Die waren Angestellte des Zeisswerks. Und natürlich, wer zahlt, der bestimmt auch die Musik, hatten die da auch eine Loyalität dahin. Ja? Und du musst eben auch erstmal das Geld haben, Spieler gut zu bezahlen, weil das ist dann ein anderer Aspekt zwar, aber die sind ja jetzt nicht für 500 Mark gekommen, ne? Also die guten nicht. Ja, was noch in die Zeit fällt, bevor wir zu dem Teil kommen, wo die Fußballclubs gebildet wurden, ist, dass in die Liga immer wieder mal reformiert wurde. Also 1954 wurde die Liga, also die zweite Klasse, auf 3 Staffeln erweitert. Und um dann 55 das wieder zu einer Staffel zusammenfassen und dann hat man das 62 wieder in 2 Staffeln aufgeteilt. Später kommt es ja dann auch nochmal mit den 5 Ligen. Also auf jeden Fall hat man da immer wieder mal versucht, das Thema Unterbau zu reformieren und zu überarbeiten. Da war relativ intensiv, ja, immer wieder Veränderung und intensiv Bewegung drin. Ja, also das stimmt. Es gab da 2 Aspekte. Das eine ist natürlich, dass du in dem Unterbau praktisch oberligafähige Mannschaften auch heranziehst, dass praktisch der Wettbewerb stimmt. Der andere, das kam ganz in der Frühzeit auf, dass man diesen Fußball, diesen höherklassigen gern überall hintragen wollte. Also sprich, dass du auch in Dorf Mecklenburg in der die Chance hast, mal mindestens Zweitliga-Fußball zu sehen. Deswegen hat man das gestreut.
Hat, glaube ich, auch deswegen, war auch ein bisschen der Grund, diese zweite DDR-Liga zu schaffen, dass man gesagt hat, die Leute, die halt da auch weit weg wohnen, weil es war natürlich noch nicht üblich wie heute, dass du einfach mal sagst, jetzt fahr ich halt mal 400 Kilometer mit dem Zug für ein Fußballspiel. War die Spiele, also man hat ja Samstag gearbeitet und Sonntag wurde gespielt. Ja, das heißt, du hattest auch nicht die Zeit, da affig lange durch die Gegend zu fahren. Stimmt, Samstag wurde gearbeitet. Samstag gab es auch Schule. Siehst du, das verdrängt mal alles, ne? Also nach 65 wurde der Samstagsspieltag eingeführt. Erst probeweise und dann ganz, also in der DDR. 65 wurde es immer sonntags. Und dann hat man gesagt, okay, die sollen einfach die Chance haben, das zu sehen. Ne? Und natürlich bist du immer dann diesen Spagat zwischen Verwässerung, ja, und diesem Anspruch gegangen und da hat man natürlich viel rumgeschraubt. Die Liga war auch relativ dankbar dafür, weil du natürlich mit den Absteigern und den Spitzenmannschaften auch eine relativ breite Spitze hattest. Also wenn da jetzt mal, sagen wir es mal so, drei Dorfmannschaften spielten, die überhaupt keine Chance haben, dann hat das jetzt die Qualität nicht so wesentlich beeinträchtigt. Also man konnte da schon ein bisschen dran rumschrauben. Was vielleicht noch bemerkenswert wäre zu dem Anspruch, die Leute sollen guten Fußball sehen dürfen in der ganzen DDR. Die DDR-Oberliga hat zwischendrin mal im Kalenderjahr gespielt, von 1956 bis 1960. Und hat dann wieder umgestellt wegen des Europacups auf den Rhythmus Herbst-Frühjahr, so wie wir ihn jetzt auch immer kennen. Und in dieser Saison 61-62 gab es keinen Meister für 61, sondern man hat im Prinzip drei Serien gespielt und eine Serie zu Hause 13 Spiele, eine Serie auswärts 13 Spiele und dann noch eine Serie auf neutralem Platz. Ja, also da kamen dann Städte wie Templin und Neustrelitz, die kamen da zur Oberliga her und genau aus dem Grund, das ist unser Fußball und den soll unser Volk sehen. Ja, und ich denke, und in diesem Spagat, ne, also ich brauche im Prinzip einen leistungsfähigen Unterbau, aber die Leute sollen nicht zu weit fahren zum nächsten Spitzenfußball, bewegte sich das die ganze Zeit. Was passierte dann ab 1965, also da der DDR-Fußball international nur eine untergeordnete Rolle spielte, hat man dann eine nächste strukturelle Änderung vorgenommen. Die Fußballsektionen wurden aus den Sportclubs ausgegliedert und es gab dann Fußballclubs. Ist das eine Reaktion auf die Einführung der Bundesliga 63-64 auch gewesen? Da bin ich tatsächlich überfragt, weil das weiß ich nicht. Also es könnte sein, auf der anderen Seite muss man sagen, die DDR hat ja ihre Oberliga in dem Sinne, ihre landesweite Liga wesentlich früher gegründet. Aber was natürlich ist, diese Identifikation mit einem FC Bayern oder mit einem Hamburger SV, die war natürlich leichter als mit einem SC Einheit oder ASK Vorwärts. Und es gab sicherlich auch die Möglichkeit, nochmal zu reformieren und nochmal beim Training ein bisschen zu optimieren. Also was man gesehen hat, du hattest in den 60er Jahren, die DDR wurde 64 Olympiadritter für Deutschland. Und ansonsten tat sich aber international nicht viel. Die haben im Prinzip da nichts gerissen. Sowohl im Europacup, da gab es einen Ausreißer vom SC Motor Jena. Die wurden 61-62 in ihre Premierensaison, kamen ins Halbfinale. Aber ansonsten spielten die international tatsächlich auch keine gute Rolle. Und man musste irgendwas tun. Wenn du sagst, wir wollen international wettbewerbsfähig sein, müssen wir irgendwas tun. Und das ist mit Sicherheit auch ein Grund gewesen. Der Dr. Leske unterteilt die Fußballclubs, hat die in Gruppen unterteilt. Absteigend, also im Prinzip die oberste Gruppe, die meisten Chancen hat und die beste Unterstützung hat, argumentiert, das waren die Clubs der bewaffneten Organe mit dem FC Vorwärts Berlin, beziehungsweise dann später dem Berliner FC Dynamo. Und die SK Dynamo Dresden hatte da immer einen gewissen Sonderstatus, weil wie du es eben berichtet hast, Mieke wollte in die Hauptstadt, aber Dresden hat halt mehr Geschichte. Also diese Clubs der bewaffneten Organe, die sah immer besonders gefördert und dann in der zweiten Gruppe waren die Schwerpunktclubs mit Mitgliedern im Politbüro beziehungsweise starken Trägerbetrieben und da sah ja immer Carl Zeiss Jena und den ersten FC Magdeburg, die dann eben eine bessere Ausstattung hatten und einen Zugang zu den KJS. Und eben dort auch Hansa Rostock und Hallischer FC Chemie und dann als dritte Gruppe die Schwerpunktclubs ohne Unterstützung aus dem Politbüro oder geringer. Und da hat er eben Rot-Weiß Erfurt, Lokomotive Leipzig, Karl-Marx-Stadt eingeordnet und dann eben noch eine Sonderrolle für den FC Union Berlin, der erst ab 66 in der Oberliga war. Kannst du das so
diese Clusterung, kannst du das so teilen? Ja, also absolut. Schon wenn man jetzt praktisch die Erfolgslisten anguckt, ja, und die Ergebnisse, also auch gerade, wenn ich jetzt meine Zeit anschaue, wo ich es extrem aktiv verfolgt habe von 84 an, diese, also Erfurt, Karl-Marx-Stadt, das waren tatsächlich so, das mögen mir jetzt die Fans verzeihen, so graue Mäuse. Ja, die konnten mal einen Überraschungserfolg landen und konnten mal, was weiß ich, ein Halbfinale spielen. Aber denen hat man nie wirklich zugetraut, dass sie irgendwie eine Mannschaft oben herausfordern. So, und wir haben natürlich in der Zeit BFC, wusste man, Dresden kann das und Lok kann das. Ja, und wenn Jena wiederkommt, die schwächen in der Zeit natürlich gerade ab. Auch, aber in den 70ern, wo Magdeburg und der FC Carl Zeiss da sich diese rassigen Kämpfe um die Meisterschaften lieferten, ja, da ist ganz klar, also die haben gute Spieler gekriegt und die hatten natürlich auch Unterstützung, ansonsten läuft sowas nicht. Also da bin ich ganz sicher, dass man dann sagen kann, okay, es gab auch innerhalb der Clubs eine Hierarchie. Ja, und dann gibt es da eben noch so eine Sonderrolle für ein paar BSGs und letztendlich konnten nur die BSG mit starken Trägerbetrieben auch irgendwie aufscheinen und das war eben Wismut Aue und die BSG Sachsenring-Zwickau, die dann immer mal auftauchten. Ja, das war so die Fußballclubs und in dieser Zeit, beziehungsweise wenn man das abgrenzen will, so wie das Dr. Leske macht, muss man dann eben neu betrachten ab der Saison 78, 79 bis letztendlich 88. Es gibt 10 Meistertitel in Serie des Berliner FC Dynamo. Der Pokalsieg erfolgte dann, glaube ich, erst 88, der erste. Dann hatten sie wohl auch einen Rekord, dass sie insgesamt 36 Spieltage am Stück Mitte der 80er Jahre nicht gelang. Also es war auf jeden Fall eine große Dominanz des Berliner Fußballclubs da. Und das wird ja relativ schnell abgetan mit dem Thema Schiedsrichter. Das kann man sich sicherlich auch nochmal angucken, das werden wir auch tun. Aber man muss ja auch sagen, dass natürlich mit der Förderung schon auch dort eine gute Jugendarbeit gemacht wurde. Und wenn man sich die Spieler in den 80er Jahren, also der Meisterjahre anguckt, da haben wir ja mit Andreas Thom, der eben auch bundesweit bekannt ist, mit Rothe, mit Ernst, Schulz, Bax, Rottweiler, die haben ja alle zuvor im Nachwuchs vom BFC gespielt. Dann gab es noch ein paar Abwerbungen, die immer für Diskussionen sorgten. Doll von Rostock, Frank Pastor von HFC Chemie. Aber grundsätzlich hat doch der BFC letztendlich da auch eine starke Nachwuchsarbeit gemacht. Also hat sich das im Prinzip nicht zusammengekauft, das muss man schon sagen, oder? Ja, also wenn ich so zurückgucke, also wenn ich mich das vor 30 Jahren gefragt habe, habe ich gesagt, die haben sich das alles zusammengekauft. Ja. Aber jetzt im Rückblick und auch mit der Beschäftigung, da sieht es ein bisschen anders aus. Also ich denke, dass gerade 78, 79, da hatte der BFC einfach die stärkste Mannschaft. Dresden war so ein bisschen müde. Ja, also die waren einfach satt. Die hatten 3 Titel nacheinander geholt. Die hatten, ich glaube, 77 das Double geholt. Die standen im Europacup so schlecht nicht da. Und der BFC, der war einfach auch gierig auf Titel. Und wenn du dir die Leute anguckst, die diesen Titel errungen haben, ich glaube, Rainer Ernst war sogar schon dabei als ganz junger Spund. Der Jürgen Burgs tauchte 72, da habe ich den gefunden, in der Junioren-Oberliga zum ersten Mal als Trainer auf. Der hat die praktisch diese 6 Jahre lang wirklich zusammengesucht, gecoacht, aufeinander eingestellt. Also die hatten tatsächlich auch eine eingespielte Mannschaft und eine relativ junge, die auch dieses Niveau durchaus 3-4 Jahre halten konnte. Und das war der eine Punkt, das ist, dass man sagen musste, die waren in der Zeit wirklich gut. Der zweite ist, dass du eigentlich keinen Herausforderer hattest. Also wie gesagt, bei Dresden sehe ich das so, dass die Mannschaft mit diesen 3 Meistertiteln, die haben alles rausgeholt aus sich. Und dann musst du halt irgendwann mal praktisch ein bisschen umschichten, neu aufbauen. Und dafür brauchst du einfach ein bisschen. Ja, und daneben war aber weit und breit kein Konkurrent zu sehen. Ja, also Jena, die wurden der 81 Zweiter. Wenn sie in Berlin gewonnen hätten, wären sie Meister geworden. Ein Jahr zuvor war Dresden auch nah dran, den BFC wieder vom Thron zu stoßen. Das waren also durchaus knappe Sachen. Aber dann 82, 83, da war niemand. Ja? Ich glaube, der FC Vorwärts, der wurde Zweiter, aber der BFC hatte 12 Punkte Vorsprung oder sonst irgendwas.
Und 82, 83 war auch so eine Saison, wo sie kein Spiel verloren haben. Ja, aber danach, also nach diesem, sagen wir mal so 83, 84, würde ich sagen, da ging tatsächlich dann auch das Ganze nach unten. Natürlich hatten die gute Leute, aber du kannst tatsächlich nicht diese Meisterform, diese Meistergier halten. Das geht einfach nicht, das glaube ich nicht. Ich meine, ich mache selber Sport. Und da denke ich, da fing ein bisschen die Manipulation an. Ja, also sie sind ja nachgewiesen, also ich glaube, die erste untersuchte Saison ist 84, 85, wo man dann sieht, okay, da haben einige Leute ein bisschen an der Uhr gedreht. Ich denke, es ist wie Doping, weißt du, also wenn du nichts kannst, dann nützt dir auch die größte Spritze nichts. Ja, aber wenn du was kannst und du nimmst eine kleine Spritze, dann bist du halt der Beste. Und ich denke, so kann man es ungefähr einschätzen. Also ich bin gerade jetzt auch in der Berichterstattung immer sehr vorsichtig damit, weil alles, was ich nachweisen kann, möchte ich nicht behaupten. Ja, aber gerade diese Untersuchung, die ja bekannt ist und die auch dokumentiert ist, die zeigt zum Beispiel für das Pokalfinale einfach eine starke Bevorzugung des BFC. Seltsame Entscheidungen haben wir alle gesehen. Und klar, wenn du das jetzt in der Bundesliga anguckst, ich sage, muss gleich sich im Laufe einer Saison aus, das hast du in fast allen Ligen. In der Oberliga habe ich das nicht so gesehen, dass es sich immer ausgeglichen hat. Ja, so. Und relativ deutlich, finde ich, hat man gesehen, also wie auch die Qualität nachgelassen hat. 88, 89, der BFC wurde dann Pokalsieger, spielte auch im Europapokal und schied dann aus gegen, muss ich direkt überlegen, gegen irgendeine französische Mannschaft, Monaco. Ja, und da hast du gesehen, dass zum Beispiel die Qualität der Verteidigung einfach nicht mehr so gut ist, wie sie zu Anfang immer war. Ja, also da waren einfach junge Kerle, die waren einfach nicht mehr ganz so nah dran. Und gerade dieses Thema Transfers, natürlich mit der BFC steht ganz oben und er kriegt jeden Spieler, den er will. Aber wenn du jetzt Doll und Pastor abziehst, da gibt es eigentlich keine Königstransfers, wo man sagen muss, da wurden Leute entscheidend geschwächt. Und solche Sachen hast du zum Beispiel im Verhältnis Jena, Erfurt auch, also Lindemann und Schnupphase. Ja, das waren zwei Spitzen von Erfurt, die sind nach Jena gegangen. Ja, das, insofern, wie gesagt, also ich glaube, dass diese Meistertitel, sagen wir es mal so, 78, 79, die ersten drei hochverdient waren und dass dann praktisch so ein bisschen die Manipulation einsetzte. Wenn man es irgendwann nachweisen kann, werde ich das alles auch unterschreiben. Ja? So ist jetzt mal empfinden. Die Untersuchung, die du ansprichst, das ist ja schon in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Das hatte im Prinzip der Deutsche Fußballverband, also der DDR, eingeleitet. Und wie du es gesagt hast, hat die Saison 84, 85 überprüfen lassen. Und da kam er tatsächlich zum Schluss, dass die Schiedsrichter in 8 von 26 Fällen den BFC deutlich bevorteilt hätten. Und das ist ja schon ein besonderer Vorgang, sicherlich auch einzigartig, weil ja damit der Fußballverband letztendlich indirekt das Ministerium für Staatssicherheit angegriffen hat. Und das ist letztendlich schon besonders gewesen. Trotzdem wollte man Ruhe haben mit dem Thema. Das war dann schon deutlich, dass es da, dass das Thema angekommen war und auch für große Unruhe sorgte letztendlich in der DDR. Das muss man schon sagen. Also der BFC hat es nicht einfach, auch die Spieler hatten es nicht einfach, wenn sie in gegnerische Stadien kamen. Und von was immer gesprochen wird oder was so ein zentrales Ereignis ist, ist der Schandelfmeter von Leipzig. Nun sind da zwar in der Zwischenzeit neue Videomaterialien angeblich des BFC aufgetaucht, wo deutlich wird, dass das alles nicht so war. Aber es war trotzdem damals ein öffentliches Thema, weil auch reagiert wurde. Es war am 22. März 1986 im Bruno-Plache-Stadion der 95. Minute, dass BFC-Spieler Bernd Schulz fällt und der Schiedsrichter Bernd Stumpf Elfmeter pfeift. Das Spiel war eher überhaupt etwas Besonderes. Frank Baum von Lok war nach einem Tritt gegen Schädel die ganze Zeit rannte der mit so einem Turban im Rasen, was natürlich schon für Emotionen sorgte. In der 80. war Matthias Liebers vom Platz runtergeflogen. Er hatte schon gelb gesehen, war beim Freistoß zu früh aus der Mauer gelaufen. Und dann der Elfmeter, das war alles zu viel und damit
brach letztendlich die ganze Unruhe, die ganze Frust brach heraus und es gab wohl eben zahlreiche Beschwerden eben und Eingaben auch, die dann eben Honecker und Egon Krenz erreichten und man hat dann gesagt, man will dort Ruhe haben und hat an Bernd Stumpf ein Exempel statuiert, dass man ihn letztendlich suspendiert hat. Und das war schon ziemlich ungewöhnlich hart. Er hatte dann zwar nochmal bei Erich Honecker protestiert, kam damit aber nicht durch. Das zeigte halt ziemlich deutlich, dass man einfach Ruhe an der Front haben wollte. Und mir ist ein anderer ähnlicher Vorgang nicht bekannt. Also das war schon einzigartig, oder? Ja, also wobei man sagen muss, es kann durchaus sein, dass der Elfmeter berechtigt war, beziehungsweise ja, Ermessensfrage. Also in der FUVO steht, Hans Richter hat gesagt, also hat zugegeben, er hat auf jeden Fall Bernd Schulz berührt. Das wird er ausgenutzt haben. Es ist übrigens auch in diesem Video, dass es gibt einen relativ guten Artikel in der Zeit dazu von Christoph Diekmann, der das Ganze beschrieben und akribisch aufgearbeitet. Da war er beim Bernd Stumpf und der hat ihm das Video gezeigt. So steht es, glaube ich, drin. Wie gesagt, im FUVO-Spielbericht steht drin, ich berührte den Berliner und der fiel. Ja, klar. Aber generell das Wichtige an diesem Ereignis ist, es kam tatsächlich zu so einer Reinigungswelle. Ja, also dieses Ganze, wir haben die Nase voll, das geht so nicht weiter, wir lassen uns nicht alles gefallen, wir lassen uns unseren Fußball nicht wegnehmen. Ja, also das fand ich bemerkenswert und vieles, also in der FUVO hat man natürlich nur gelesen, Stumpf wird abgelöst und Schiedsrichterkommission wird neu besetzt. Ich glaube, Rudi Glöckner spielte da eine wesentliche Rolle mit. Einbeck, das war, glaube ich, einer vom BFC, der wurde ein bisschen zurückgestuft. Und das Wichtige war tatsächlich dieser Reinigungseffekt, dass man gesagt hat, okay, Freunde, tatsächlich ist es passiert, wir können uns das gar nicht vorstellen, aber wir handeln. Ja? Und das hat aber ja natürlich nicht dazu geführt, dass dann der BFC erstmal nicht Meister wurde, weil er schloss ja noch zwei Spielzeiten mit dem Meistertitel ab. Aber im Prinzip, es war gut. Also was natürlich, Bernd Stumpf, du hast ja den Namen auch schon angesprochen, hatte da halt auch eine besondere Stellung. Das wurde ja erst danach alles so ein bisschen deutlich, aber der ein oder andere vermutete halt das damals schon, dass er, der Tagesspiegel sagt es auch, dass er schon nach Aktenlage und eigenen Bekunden während der Armeezeit 93 als inoffizieller Mitarbeiter Stasi verpflichtet war. Und nach seiner Meinung wäre es zu einer längeren Zusammenarbeit nicht gekommen. Deswegen hat er sich auch gegen die Bezeichnung Stasi-Schiedsrichter gewehrt, die es immer mal gab. Aber bekannt ist wohl auch, und das sagt der Tagesspiegel und mehrere Artikel auch, dass er dann sich vor der Wende 89, am 8. Juni 89, nochmal verpflichtete als IMP der Richter. Und das ist schon ein schwieriges Thema und das schwang da ja letztendlich auch immer mit rund um den BFC Dynamo, dass man eben sagte, das ist von langer Hand geplant. Ich finde es zumindest, und du hast das auch schon teilweise angesprochen, ja, schwierig zu verstehen, dass dann genau dieser Bernd Stumpf den Thüringer Fußballverband mitgründet und dort tatsächlich als Schiedsrichterbeobachter tätig ist. Da habe ich gewisse Schwierigkeiten, aber das ist vielleicht wirklich ein größeres Thema, wie man damit umgehen soll. Er hat vor kurzem zum 80-Jährigen die TV-Ehrnadel in Gold und die NOFV-Verdienst-Silber-Nadel in Silber bekommen. Das ist für mich wirklich alles schwierig einzuordnen, um das so zu formulieren. Du hast ja schon ganz gut gemacht, dass du gesagt hast, also das ist zu einfach zu sagen, der BFC ist nur bevorteilt worden. Aber letztendlich ist halt durch solche Geschichten und dass die eben nicht sauber aufgearbeitet werden, das zeigt ja auch so eine Diskussion, die Bernd Stumpf mit Hans Leske in Cottbus bei einer Lesung geführt hat, wo dem Leske einfach vorgeworfen hat, naja, er ist ja ein Politologe aus dem Westen und er könnte das gar nicht richtig einschätzen. Das verstehe ich nicht. Wissenschaftliche Arbeit kann man ja machen, egal von wo. Das zeigt ja auch so, dass er das Ganze nicht so richtig verstanden hat und das tut natürlich diesen Unmut und diesen Zweifel eher nähern, anstatt zu sagen, also nee, es gab auch ein paar sportliche Ergebnisse, die hat sich der BFC tatsächlich erspielt. Ja? Weißt du, wie ich das meine? So, das ist alles ein bisschen schwierig. Ja, also ich denke, man kann durchaus sagen, wie es ist und sagen, also ich habe das damals so entschieden. Ja, wenn wir alle in unserem Leben zurückgucken, wo wir abgebogen sind, kann man sagen, okay, ich habe es vielleicht auch anders machen können.
Und ich werde niemanden, also ich meine, ich kenne auch die Stimmung nach der Wende, da war ich 20. Ja, also da war Stasi schlimm und alles Verräter und sonst irgendwas. Und ich habe von Jens Fuge in dem Buch gelesen über Chemie Leipzig, das ist, der hat das relativ gut beschrieben. Und tatsächlich muss man sagen, okay, du musst einfach mal gucken, warum haben sie es gemacht? Ja, also wie kamen sie dazu? Ja, und welche Motivation stand dahinter? Was haben sie tatsächlich geliefert? Wie gesagt, bei dem Herrn Stange, was ich von dem weiß, da finde ich nicht, dass da irgendwas im Fußball überhaupt noch zu bestimmen haben sollte. Ich finde das unmöglich. Ja, aber das muss einfach jeder für sich selber abmachen und darf er auch. Nur möchte ich solche Leute, dass die jetzt Ämter haben in unserem demokratischen Fußball, sage ich mal. Und Ehrennadeln, das ist für mich schwer zu ertragen. Also ich finde, wenn ich so eine Entscheidung gemacht habe, sage, okay, ich habe das dran geglaubt, ich habe das gemacht, alles gut. Aber dann sage ich jetzt seid ihr dran, das ist euer Land. Ja. Und ich gucke euch zu und wenn ich euch helfen kann, helfe ich euch. Aber ich dränge mich nicht mehr so nach vorne und will irgendwas bestimmen. Ja, das mag ich nicht. Bloß genau das, dieses nicht nach vorne drängen, das konnten sie offensichtlich nicht, sondern haben das tatsächlich weitergetan und haben sich auch teilweise im Recht gefühlt. Denn es geht ja weiter, auch der Adolf Prokop, einer der erfolgreichsten Schiedsrichter der DDR, EM, WM gepfiffen. Auch der war ja aktiv und war sogar Offizier im besonderen Einsatz. Das ist nochmal herausgekommen. Das ist in einem im Buch auch beschrieben worden. Und zwar, das war von Martin Henkel, die Stars des DDR-Fußballs von Ducke bis Zötsche. Und da hat er einen Fehler gemacht. Der hat Adolf Prokop mit diesem Schandelfmeter von Leipzig in Verbindung gebracht. Das war also ein inhaltlicher Fehler. Das war natürlich Bernd Stumpf. Und deswegen hat Adolf Prokop den Prozess gewonnen. Aber grundsätzlich wurde dort auch nochmal diese Stasi-Vergangenheit aufgearbeitet. Ja, und das macht es wirklich schwierig. Also, dass es eben auch jetzt gerade so zwei Schiedsrichter sind, das entwertet so ein bisschen die sportliche Leistung, die da erbracht wurde und sicherlich auch beim BFC Dynamo, ne? Also bei aller Schimpf und Schande, die wir, wenn sie im Stadion waren, aber jetzt mit etwas Abstand, ist da eben auch eine hervorragende sportliche Arbeit gemacht worden. Da sehen wir ja auch Andreas Thom. Und das wird natürlich durch solche Sachen wenig entwertet. Und es gibt noch einen dritten Komplex. Also das eine sind die Schiedsrichter, das andere ist der Einfluss der Staatssicherheit. Und es gibt einen dritten, dass man die Gegner geschwächt hat. Also so ist es 81 halt passiert, dass Gerd Weber, Peter Kotte und Matthias Müller von der SG Dynamo Dresden für die Oberliga gesperrt wurden. Und auch das war wieder so ein Fall, wo diejenigen, das war glaube ich ein Spiel gegen Enschede, gegen Twente, genau, also wo Weber wohl so einen Zettel bekommen hat, da gab es wohl, er wollte wohl flüchten und da mussten alle drei dann letztendlich ins Verhör über 7 Tage lang. Und das Ergebnis war dann, dass man sie ihnen allen drei verboten hat, für Dynamo weiter zu spielen, was dann natürlich auch ein großer Verlust war. Der Verein mit ihnen gebrochen hat, das haben sie nach der Wende dann zwar wieder zurückgenommen, aber auch das ist so ein Thema, was die Leistung des BFC in einem fragwürdigen Licht erscheinen lässt. Wie man das einschätzt, man kann auch sagen, dass das war eher politische Intention im Sinne von die große Sorge, dass eine Republikflucht begangen wird. Aber das ist schon schwierig, die Leistung des BFC, ja, wie soll ich das sagen, rein sportlich zu betrachten. Ja, weil es ist halt einfach im Nachhinein alles so vermischt. Also wenn Sie jetzt guckst, 81 haben sie die verhaftet und gerade in den Jahren danach, da gab es, also bis 84 ungefähr, gab es eigentlich keinen echten Herausforderer. Erst dann war Dresden wieder groß. Ist natürlich so, also gerade in der DDR, da wachsen gute Spieler ja nicht auf Bäumen. Ja, Spitzenclub, wo Spitzenleute ständig spielen, wenn du da drei rausnimmst, dann hast du eine Lücke und die kannst du nicht so schnell füllen. Und das war auf jeden Fall eine Schwächung. Man wird sie sicherlich nicht verhaftet haben, damit der BFC stärker ist, sondern tatsächlich aus Angst, ja, dass der Nächste über die Mauer gehen könnte. Und gerade noch von den Bekannten, weil das immer so eine große Signalwirkung hat. Aber im Prinzip natürlich, ja, es ist, wenn der Gegner schwächer ist, ist dein Meistertitel leichter zu erringen. Das ist ein bisschen schade. Also tatsächlich wäre es
spannend zu sehen, wie wäre das gewesen ohne. Ja, also das ist die Zeitraum Förderung BFC Dynamo. Wir haben Meistertitel von Saison 78-79 bis 87-88. Es war dann 88-89 so, dass die SG Dynamo Dresden im Sommer Meister wurde, der BFC Vizemeister wurde. Ja, und dann beginnen im Prinzip die Wendejahre 89 und letztendlich der Zusammenschluss der beiden Fußballsysteme. Ich bin ja von Andreas bei Spiel meines Lebens gefragt worden, worin ich so die Ursachen der Probleme des Ostfußballs sehe. Und ein Punkt war für mich die Art und Weise, wie dieser Zusammenschluss erfolgt ist und diese 2+6-Regelung. Siehst du das ähnlich oder anders? Ja, also ich sehe es tatsächlich genauso. Also es war für mich furchtbar. Also gerade als Gera-Fan, also wir waren 90, gehörten wir zu den 50 besten Mannschaften des Landes. Ja, also 14 Oberligisten, 36 Ligisten. Und da gehörten wir dazu. So, und dann kam 91, dann kam 92, dann 93, dann gab es eine neue Regionalliga. Und 94 hat Gera, ohne hier irgendwie sportlich abgestiegen zu sein, ja, waren wir plötzlich viertklassig und irgendwie unter ferner Liefen. Und das hat mich schon sehr gekränkt. Das ist das andere. Das war tatsächlich dieses Hauen und Stechen um diese Oberligaplätze. Also was das mit der Spielkultur gemacht hat in dieser letzten Saison, das war ja wirklich grausam anzugucken. Also wir hatten da die meisten, wenigsten Zuschauer sowieso, weil die erstmal alle natürlich anderen Fußball sehen wollten oder viele. Ja, aber es gab die meisten roten Karten, ewig viele gelbe, mit die wenigsten Tore. Ja, und es war so ein tatsächliches Klima, so dieses Endkampfs. Und das hat dem Sport wirklich nicht gut getan. Und was noch dazu kam für mich ist, dass diese ganze, auch diese Fanrandale fing natürlich da an. Weil die Polizei war unsicher, was sie jetzt durfte oder nicht. Überhaupt keinen Spaß mehr gemacht, in den Stadion zu gehen. Wenn du reingekommen bist, dann hast du einfach nur eine Grütze gesehen. Und das hätte tatsächlich aus meiner Sicht natürlich im Nachhinein, der Sieger hat immer recht, es ist jetzt alles gut gelaufen, aber im Prinzip diese Schwächung kommt von daher, weil, was ich immer sehe, du haust natürlich damit auch den kompletten Unterbau weg. Ja, also wenn du jetzt, wir hatten vor uns das Beispiel Rostock. Rostock ist so ein Magnet, ja. Ein Junge, der in Schwerin erfolgreich Fußball spielt mit 10, 11, der weiß, er kann nach Rostock gehen. Es ist nicht weit weg. Seine Mutter wird ihn dorthin fahren, vielleicht sogar jeden Tag. Ja? Aber wenn Rostock weg ist und du musst nach Bremen, ja, oder nach Hannover, dann ist das nicht mehr so leicht. So, und dieses ganze Netz, ja, sowohl an Förderung, an Herausforderungen gegen gleichklassige Jugendliche, Junioren, Erwachsene zu spielen, die fällt weg, wenn du plötzlich nur noch, was weiß ich, hier einen Club hast auf 5000 Quadratkilometer. Weiß ich jetzt nicht genau, ob das ein guter Vergleich ist. Aber du weißt, was ich meine. Ja? Also wenn du, ich nehme einen Erstligisten weg, dann ist der Erstligist weg und dann ist auch sein Nachwuchs weg. So, und der kommt dann nicht mehr so leicht hoch. Und so konnte man in der DDR relativ gut sehen, was da passiert. Ja, nimm uns noch mal kurz mit in die letzte Saison. Meister stand relativ zeitig fest. Also die vorletzte Saison war ja, also mitten rund um den Mauerfall, hat die SG Dynamo Dresden gewonnen. Vizemeister war FC Karl Marxstadt. Und die letzte Saison war eben diese entscheidende Saison. Es gab die Regelung, auf die man sich dann nach langen Diskussionen verständigt hat. Die ersten beiden dürfen in die Bundesliga aufsteigen. Ich glaube, die Zahl in der Bundesliga wurde dann aufgestockt, wenn ja, ich es. Die spielten 91, 92 dann mit 20 Mannschaften. Genau. Und 6 Vereine durften in die zweite Bundesliga, wobei 4, also dann die Platzierung 3, 4, 5, 6 ermittelt wurden und die restlichen 2 Plätze aus einer Qualifikation der beiden Liga-Spitzenreiter von Nord und Süd. Ja. Und noch die restlichen aus der Oberliga, oder? Ja, also ich glaube, das waren die Ränge, machen wir 2+4 sind 6, 7, 8, 9, 10. Die waren in der Runde dabei. Ja, also
Das ist, wenn ich jetzt die Saison angucke, wie gesagt, für mich war es die schrecklichste und auch die letzte, die ich da so noch halbwegs eifrig verfolgt habe als Stadiongänger. Also durch diese Regelung war das tatsächlich eine Hatz. Also die Saison vorher, diese 89-90, da gab es tatsächlich schönen, spannenden Fußball. Also der Meisterschaftskampf, der wurde ja erst am letzten Tag entschieden zwischen Dresden, Magdeburg und Karl-Marx-Stadt. Und ja, und es ging so nicht weiter. Zum einen waren natürlich einige gute Spieler schon gegangen. Und auf den anderen lastete der Druck. So, und Rostock und der FC Sachsen-Leipzig, also der entstand aus Chemie Leipzig und Chemie Böhlen, die waren Aufsteiger, die hatten beide einen westdeutschen Trainer geholt. Rostock Uwe Reinders und die Sachsen Jimmy Hartwig. Und also Reinders, der war glaube ich, so ein typischer Norddeutscher, der machte einfach seine Arbeit. Und Hartwig war dagegen so ein Dauerausfall. Die fühlten sich bei jeder Niederlage benachteiligt. Da gab es also Auftritte im Fernsehen, da hat man sich tatsächlich geschämt, also auch ich. Ja. Und ist symptomatisch an sich gewesen für dieses ganze Klima. Jeder begeiert den anderen so ein bisschen und so. Die Spieler selber waren fast alle überhart, aus meiner Sicht. Man sieht doch an den Karten, es gab relativ viele. Und das andere ist, es gab vermehrt tatsächlich Zuschauerausschreitungen. Also es gab den zweiten Spielabbruch, den ersten in der Oberliga gab es 1951 und den zweiten gab es 1990 beim Spiel FC Sachsen gegen Jena. Weil da Jena führte und da haben einfach die Zuschauer das Spielfeld stürmen wollen, haben das dann nicht gemacht. Die Spieler saßen im Mittelkreis und irgendwie verlief sich aber, ich glaube, es war Kirschen, der das Spiel abbrach. Dann gab es diesen tieftraurigen Tag im November 1990, als der FC Berlin auch wieder beim FC Sachsen spielte. Und der drückte dann, ich glaube, so ein Berliner Mob drückte, wollte ins Stadion reindrücken. Und das hat irgendwie nicht geklappt. Die konnten die abdrängen und dann zogen die durch die Straßen. Deswegen wurde das Spiel auch nicht abgebrochen, weil das nicht im Stadion war. Aber der Mike Polley, der wurde dann von der Polizei erschossen, weil die einfach sich nicht anders zu helfen wussten da. Also das waren einfach tatsächlich Szenen, unwürdig, muss man sagen. Und tief traurig, und es hat natürlich auch nochmal die Leute davon abgehalten, dahin zu gehen. In dem Spannungsfeld wurde dann übrigens auch dieses, es sollte ein Vereinigungsspiel geben eigentlich von DDR-Nationalmannschaft und der bundesdeutschen Elf. Das hat man aus Angst abgesagt. Ja. Ja, wir haben die Leute wahrscheinlich nicht im Griff. Und es ist auch kennzeichnend für das, was da war. Also es war eine komplette Unsicherheit da. Und so, also sie brachten die Saison irgendwie zu Ende. Rostock gewann mit etwas früher den Titel. Dresden wurde dann solider Zweiter. Die durften wegen ihrer Sperre aber nicht im Europacup starten, weil die hatten in Belgrad gespielt mit einigen. Also es gibt da Berichte von Dresden, die wurden in Belgrad ganz schön angegangen. Und dann hieß es, okay, das zahlen wir den natürlich heim in Dresden. Und das Spiel mussten wir abbrechen und Dresden wurde daraufhin für den Europacup gesperrt. Und so kamen dann Halle und Erfurt in den Genuss eines UEFA-Cup-Platzes und konnten dann Europapokal spielen. Erfurt nur ganz kurz, Erfurt mit dem dritten Platz und damit der besten Platzierung seit dem Meistertitel 55. Genau, das soll man hervorheben als Thüringer. Ne? Und man muss auch sagen, sie waren übrigens auch lange an der Bundesliga dran. Also der Abstand zu Dresden war nicht so groß. Ja, also die konnten schon lange hoffen und wurden da gerade noch rechtzeitig fit für die zweite Liga. Und bei Halle war es auch so, dass die tatsächlich lange unten waren und dann plötzlich da mit auf Rang 4 abschlossen. Die Tabelle ist insofern interessant, weil dieser staatliche Einfluss da ja nicht mehr da war. Ja, dass man sagen kann, okay, wie ist das jetzt? Negativ ist, dass natürlich die ganzen guten Leute weg waren. Also wenn man jetzt sieht, wie der FC Berlin, wie er dann hieß, abgeschnitten hat, das lag natürlich auch daran, dass er einfach ihre besten Leute verloren hat. Ebenso muss man sagen, dass Dresden Glück hatte, sie konnten noch einige halten. Aber ja, da spülte es einige Vereine nach oben, um sagen konnte, okay, nicht schlecht. Ja, und Jena schaffte als letzte Mannschaft dann die direkte Qualifikation für die zweite Liga. Mit dem allerletzten Tor der Oberliga, das schoss der Heiko Weber beim 2:0 in Cottbus. Und dann war es rum. Die anderen
FC Berlin, Magdeburg, Union, der erste FC Lok und Zwickau und jetzt habe ich irgendeinen, habe ich vergessen. Ich glaube Eisenhüttenstadt. Die spielten dann in der Qualifikation die restlichen beiden Plätze aus und Brandenburg hatte ich vergessen, Entschuldigung. Brandenburg und Leipzig haben die dann belegt und die waren dann in der zweiten Liga. Alle anderen spielten dann in der sogenannten Regionalliga Nordost, in der dritten Liga offiziell und zwar in drei Staffeln und das war auch sowas für mich so der Anfang vom Ende. Da verteilte sich das dann so. Ja, also die, was weiß ich, Union spielte, glaube ich, Staffel Mitte und also wir spielten natürlich im Süden als Gera. Also das war vollkommen krude, da tauchten dann Mannschaften auf, also was weiß ich, Stendal musste gegen Türkspor Berlin spielen, da kommt natürlich niemand. Ja, da kommen nicht so viele wie gegen, was weiß ich, Chemnitz oder Karl-Marx-Stadt. Ja, also das war, für mich war diese ganze Ligenstruktur und diese Neustrukturierung einfach Quatsch. Ja, also da fand ich, das hat das Ganze verbessert. Ich glaube, wenn du damals sowas gemacht hättest, was heute die Regionalliga Nordost ist, ja, wo du sagen kannst, okay, das ist im Prinzip so eine alte DDR-Oberliga, nur dass die Besten halt weiter oben spielen, da hätte man vielleicht was reißen können in Sachen sowohl Identifikation mit dem Verein, als auch was die Zuschauer angeht. Also was erwähnenswert ist an dieser Saison, ist, dass immerhin der ehemalige Europapokalsieger 1. FC Magdeburg dann in der dritten Liga spielte, genauso eben wie der Serienmeister FC Berlin. Mhm. Ja, das ist bemerkenswert und genauso bemerkenswert, finde ich, ist, dass sich die BSG Stahl Brandenburg für die zweite Bundesliga qualifiziert und dass wir ja eigentlich gar nicht zu dem passen, was wir so über die Förderung der Fußballclubs erzählten und dass die BSG da eben BSGs an letzter Stelle kommen, sei denn sie haben einen starken Trägerbetrieb und da hatten wir vorhin Wismut Aue und Sachsenring Zwickau als Beispiel genannt. Und das traf dann eben zum Abschluss und dann eben vermeintlich zur richtigen Zeit auch für die BSG Stahl Brandenburg zu. Die hatten den Jens-Joachim Lauk, der Generaldirektor des VEB Qualitäts- und Edelstahlkombinats in Brandenburg war und sich da sehr um die Förderung der BSG Stahl gekümmert hat. Und er war dann bis zur Wende Minister für Schwermaschinen- und Anlagenbau beziehungsweise dann 1990 auch in der Volkskammer Mitglied des Ministerrates. Das heißt, da merkt man schon, dass eben auch so ein politischer Einfluss, und er ist auch jetzt aktuell Ehrenmitglied der BSG Stahl, also er war ein Fußballfan, ihm war das wichtig, dass so ein Einfluss eben geholfen hat und damit die BSG Stahl Brandenburg zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und sich so für die zweite Bundesliga qualifizieren konnten. So für einen, der die DDR-Oberliga über mehrere Jahre verfolgt hat, war das sehr ungewöhnlich, dass die BSG Stahl Brandenburg dort auftauchte. Das war dann schon so ein bisschen eine Überraschung. Genauso eben im Negativen, dass der FC Magdeburg in die dritte Liga musste. Und was es vielleicht noch Besonderes und Einmaliges gibt, auch eine BSG, die BSG Stahl Eisenhüttenstadt, beziehungsweise dann der EFC Stahl. Die standen im letzten Pokalfinale gegen Hansa Rostock und verloren dort. Aber da Hansa Rostock Meister war, durften sie im Europapokal der Pokalsieger antreten. Und trafen sie auf Galatasaray Istanbul, haben das zwar verloren, aber es war auf jeden Fall etwas Historisches und das hat auch der Vereinskasse zumindest für einen kurzen Moment geholfen, weil sich Müller Mülsch beim Eisenhüttenstädter FC Stahl eingekauft hat mit extra Trikots für diese Spiele. Ja, und so hatte auch die BSG Stahl aus Eisenhüttenstadt ihren kurzen Auftritt auf internationalem Parkett. Ja, also so kurze Ruhmomente hatten wir alle. Ja, die Gera weniger, aber. Hm. Ja, also ich würde gerne zwei Sachen noch ergänzen zum Thema starke Trägerbetriebe, weil tatsächlich dass die Mannschaften, die hochkamen an der BSG, die hatten tatsächlich immer einen Betrieb von durchaus DDR-Rang. Also Brandenburg hast du schon erwähnt, Cottbus natürlich mit der Energieversorgung. Stimmt, ja. Dann hatte der Bischofswerda mit dem Mähdrescherwerk oder Fortschrittwerk. Das war im Prinzip auch ein wichtiger Exportartikel. Also in der Landen waren wir nicht so hinterher wie in der Autoindustrie. Und das wird schon tatsächlich was ausgemacht haben. Weil wie gesagt, die Spieler wurden ja von den Betrieben bezahlt. Und natürlich kannst du als großes Werk da einiges mehr tun.
Was es noch gibt, es gab auch Bestrebungen, zum Beispiel Robert Rund-Sommer da hochzuheben und zu verstärken. Die hatten auch einige Leute. Weil man hoffte mit dem Computer, ne, dass das ein Zweig ist, auf den man setzen kann. Ja. Und da hat, glaube ich, tatsächlich auch nur die Wende das verhindert, dass die nach oben kamen. Ja, und was wir in Gera nicht hatten, das ist mir dann tatsächlich erst im Nachhinein aufgefallen, bei uns saßen solche Konzernzentralen nicht. Also der Gera hatte zwar jede Menge Industriearbeitsplätze und große Betriebe, aber ich meine, das war halt zum Teil der Zweigwerk von Zeiss, ja, der Maschinenbau, der war in Karl-Marx-Stadt angesiedelt. Bei der Elektronik weiß ich nicht genau, die hörten, glaube ich, zu Sternradio Berlin oder so. Das heißt, du hattest da nie irgendwo so einen Generaldirektor, der sich da so sein Spielzeug heranziehen konnte. Ja. Und zu Steyr Brandenburg, letztes lustiges Erlebnis oder die 5 Sekunden Ruhm für BSG Stahl. Die sind die einzige Mannschaft, die in die DDR-Oberliga aufgestiegen ist und dort drin blieb. Also alle anderen sind irgendwie immer mal abgestiegen, also jetzt bei Jena zum Beispiel gerechnet, tatsächlich vom Anfang an. Ja, Jena erwischt das mit uns, 53. Und Lauter wurde delegiert, ja, Rotation Leipzig und Lok Leipzig wurden aufgelöst und Brandenburg stieg auf und blieb. Ja, und das hat keine andere Mannschaft geschafft. Du hast vor uns noch erwähnt, du hast gesagt, Leipzig gegen Jena musste abgebrochen werden und 1951 gab es einen Abbruch. Was war damals die Ursache? Tatsächlich waren auch wieder Zuschauerausschreitungen die Ursache. Das ist also kein Phänomen der 90er oder 80er. Und das war ein Spiel in Zwickau. Ich weiß nicht mehr, ich glaube gegen Dresden. Ich bin aber nicht ganz sicher. Und das wurde aber eine Minute vor Schluss abgebrochen. Also beim Stand von 0-1. Und dann, ja, also gab es natürlich eine Wertung. Und Zwickau kassierte auch eine Strafe. Also da gab es dann meistens Platzsperren. Und ja, aber es war tatsächlich, es gab nur diesen einen einzigen und dann natürlich noch den von Jena, der deutlich bekannter ist, weil es natürlich dann in dieser wirklich wilden Saison passiert. Ja, wenn wir jetzt beim zeitlichen Ende der Oberliga bzw. Der Zeit des DDR-Fußballs angekommen sind, lass uns noch mal kurz über die Zuschauerentwicklung reden. Hast du da einen Überblick, wie sich das über die Jahre entwickelt hat und wer da Zuschauergrößus war? Ja, also kann man im Prinzip grob sagen, also wir hatten, also wenn ich jetzt wir sage, meine ich natürlich die DDR, Zuschauerhochburg, das war tatsächlich immer Dresden, die andere war Chemie Leipzig. Also da kann man sagen, da gab es solide, wenn die in der Oberliga spielten, solide hohe Zahlen. Bei Chemie Leipzig machte sich dann irgendwann die Einstufung als BSG bemerkbar. Die wurden dann natürlich immer da ging es tatsächlich ein bisschen zurück. Aber grundsätzlich der Höhepunkt der Zuschauerentwicklung, der war so erreicht 54-55, es war eine spannende Liga. Die Leute gingen gerne hin. Da lag der Schmidt, warte mal. Aufgeschlagen. So. Genau, also der lag bei 14.000 zum einzigen Mal, 53, 54. Und dann blieb der immer so zwischen 14, ja, also bis irgendwie zwischen 10 und 14.000. Und erst zum Schluss, im Prinzip mit dieser BFC-Dominanz, 85, 86, da fiel das dauerhaft unter 10.000. Es ging dann nochmal hoch, 88, 89, als Dresden nämlich Meister wurde. Und die Leute anzog. Und dann gab es im Prinzip diesen Einbruch in den letzten beiden Spielzeiten, der einfach wendebedingt war. Im Prinzip kann man sagen, dass du, wenn du jetzt diese jahreszeitlichen Schwankungen rausrechnest, tatsächlich, es gab ja kein Dach und keine beheizte Arena wie heute, sondern wenn ein schlechtes Wetter war und es regnete, standest du da im, und hast dir einen abgefroren. Das hat auch die Leute abgeschreckt. Also, aber im Prinzip kann man sagen, so 10.000 waren dann pro Spiel dabei und waren es auch immer. Interessanter ist die Zahl in der Liga. Also weil da hat man gemerkt, wo man die verbessert hat, da gab es dann tatsächlich so ein Absacken. Und für mich am bemerkenswertesten, die hatten eine Phase, da waren die zweiten Mannschaften für die Liga zugelassen. Und Gera hat mal in dieser fünfstaffeligen Liga, also 60 Ligamannschaften, in 5 Staffeln, da haben die einmal in der Staffel D gespielt. Das war ungewöhnlich, weil normalerweise war Staffel E. Staffel E,
von den Bezirken Erfurt-Gerasur. Und zu der Zeit hat man die einmal in die D eingeteilt, weil dort jede Menge zweite Mannschaften waren, also Zwickau 2, Aue 2, Kammerscher 2, ja, und dann stiegen noch zwei auf, Riesa 2. Und dann hat man einen Teil dieser zweiten Mannschaften in die Staffel E ausgelagert. Und Gera hat man in die Staffel D gesteckt, damit da irgendwie ein Ausgleich ist. Und in der Phase hatte Gera im Schnitt 975 Zuschauer, also ganz wenig für eine Mannschaft, die im Prinzip an der Ligaspitze mitspielt. Und man hat es im Prinzip nie geschafft, diese Liga wieder zu beleben. Also es gab so in der Phase vor diesen 5 Staffeln, ja, da gab es ja auch 2 Staffeln über fast 10 Jahre. Und das war tatsächlich solide, waren immer so 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauer im Schnitt. Und du hattest eine solide, auch sportliche Spitze, wo du sagen kannst, okay, ein Aufsteiger, der aus der Liga kommt, der ist so gefordert, der kann auch die Klasse halten. Ja? Und mit den 5 Staffeln hat sich das extrem geändert. Da gab es viele, die es einfach nicht geschafft haben, weil die haben da ihren Stiefel runtergespielt vor, was weiß ich, in ihren 1.000, 2.000 Zuschauern. Dann kam als wirkliche Herausforderung die Oberliga-Aufstiegsrunde mit 8 Spielen. Und dann, 6 Wochen später, musstest du schon Oberliga bereit sein, wenn du den Aufstieg geschafft hattest. Und da verlagerten sich die Zuschauerzahlen in die Oberliga-Aufstiegsrunde und die Liga war total schwach. Und als man 84, 85 zurückkehrte, da stiegen die nochmal kurzzeitig an. Aber im Prinzip war die Liga dann tot. Ja, Zuschauerschnitt lag bei 11, 1200 und das ist für eine zweite Klasse eigentlich sehr wenig, wenn du überlegst, was das auch für große Städte sind. Ja, also Gera hat ja 100.000 Einwohner, auch plus 2.000 Leute zum Fußball. Also da war das deutlich entwertet, dieser ganze Zweitliga-Fußball für mich durch diese lange Phase. Und schade drum, weil wenn wir jetzt heute nach Gera gucken, dann ist es auch so, man kann nicht so viele Leute mehr für diesen Fußball begeistern, das ist schade. Das ist wohl so, hat letztendlich mehrere Ursachen. Aber das Thema Nationalmannschaft haben wir noch gar nicht beleuchtet. Wie war da aus deiner Sicht die Stellung in der Bevölkerung? War man da interessiert? War da eine Euphorie da? Oder hat man das eigentlich nur so zur Kenntnis genommen, was da passierte? Also wenn ich jetzt die Spielberichte und auch zum Beispiel, man sieht es relativ gut an den Zuschauerzahlen, ich glaube, dass das folgte im Prinzip dieser politischen Entwicklung. Ja, also am Anfang war tatsächlich dieses Bestreben natürlich, Deutschland irgendwann wieder zu vereinigen. Und du hast in der FUFO auch relativ viele Berichte ohnehin über den westdeutschen Fußball. Da gab es immer eine Sonderseite, das gab es ganz lange. Und tatsächlich, wenn dann, da gab es am Anfang immer eine Kommentarspalte, wo dann Probleme, Plaudereien, einfach so die Neuigkeiten der Fußballwelt ausgetauscht wurden. Da ist dann die Rede von unserem Fritz Walter zum Beispiel. Ja, und dass man ja unsere Nationalelf natürlich mit Leuten aus den Westzonen und sowas. Dann gab es eine Zäsur, wo sich diese doppelte Staatsgründung so verfestigte. Da hat man dann schon auf die eigenen Leute geschaut. 1952 gab es dann den Beitritt zur FIFA und die Gründung einer eigenen Nationalmannschaft. Und damals, wenn du die Stimmung im Land so anguckt, ist also trotz 17. Juni oder sonst irgendwas, natürlich wollte man mit diesem ganzen Nazi-Kram nichts mehr zu tun haben. Und bei allem Druck, so erschien doch dieser Weg, ja, des sozialistischen Staates durchaus als gangbar. Ja, das war was, man musste ja sowieso bei Null anfangen, konnte man noch das probieren. Also es gab da durchaus eine Identifikation, aber es gab durch diese starke Stellung der Bundesrepublik mit der 54er Weltmeisterschaft dann natürlich auch einen Gegenpol. Also die Nationalmannschaft hat nie diese Beliebtheitszahlen wie ein Club geschafft. Und in den 60er Jahren, da haben dann durchaus auch renommierte Spielpartner, also am Anfang der DDR meistens gegen sozialistische Länder gespielt, die anderen wollten nicht, durften nicht, konnten nicht. Und dann gab es so eine Phase, da hat man sich in Afrika und Asien so ein bisschen umgetan, um Spielpraxis zu kriegen und im Sinne der Planziffern viele Siege zu bekommen. Und da waren die Zuschauerzahlen auch in der DDR relativ hoch. Also wenn du ein Freundschaftsspiel gegen die Tschechische Republik hast und da kommen 90.000, da muss schon eine gewisse Verbindung da sein, auch zur Mannschaft, ja, dass du sagst, okay, das geht. Und in den 70ern flaute das dann ab.
Und in den 80ern muss man sagen, es waren viele da, aber da kamen auch viele wegen der Gegner. Und das Spiel jetzt Frankreich-DDR, was die DDR 2:0 gewonnen hat, da gab es bei der Mannschaftsaufstellung der DDR, gab es Pfiffe. Ja? Also gerade als Rainer Ernst da angesagt wurde, da pfiff das ganze Stadion. Ja? Die waren alle wegen der Franzosen gekommen. Und generell hat es die DDR-Nationalmannschaft tatsächlich schwer, weil zum einen hatte man mit der Bundesrepublik natürlich eine äußerst attraktive Alternative, die man halten konnte. Und zum anderen waren sie eben tatsächlich auch ein bisschen der Buhmann für den Staat. Ja? Und sagen konnte, okay, was ich im Betrieb vielleicht mich nicht zu sagen traue, wenn ich auf dem Fußballplatz rumschreie und gegen die bin, da kriege ich dann wenigstens da meinen Kopf geleert. Aber kann man nicht sagen, dass zum Ende der DDR die Nationalmannschaft eine gute Entwicklung nahm? Also du hast das ja angesprochen, dieses 2:0 gegen Frankreich. Der Väter Freitag macht genau das auf und sagt, das ist ein Datum, wo er die Wiederauferstehung der Nationalelf so ein bisschen festmacht, weil es ein grandioser Sieg ist, so bezeichnet er das. Und letztendlich war ja dann auch die WM-Qualifikation 1990, die ja dann, oder die letzte WM-Qualifikation ja eigentlich bis auf das letzte Spiel dann in Österreich, eigentlich verlief ja ganz vielversprechend und gut. Also eigentlich hatte man doch da eine gute Entwicklung genommen, oder? Ja, also spielerisch ging es dann tatsächlich aufwärts. Wie gesagt, also ich bin ja so ein Antipode von Bernd Stange. Ich finde, dass der kein guter Trainer ist. Man hätte vielleicht ein bisschen mehr rausholen können. Also ich denke so, schon bei der WM-Qualifikation 86, das war ja ziemlich knapp, ja. Da war auch dieses Spiel gegen Frankreich, was sie gewonnen haben. Und am Ende standen die da mit 10-6 Punkten als Dritter. Das hätte in allen anderen Gruppen hätte das gereicht für die Qualifikation. In der DDR-Gruppe dann nicht. Und auch 88, was man gesehen hat, insbesondere dann im Jugendfußball, du hattest auch wieder tatsächlich einen guten Nachwuchs. Also die wurden 86 Europameister und 87 WM-Dritter. So Leute wie Sammer waren da dabei und Thun, glaube ich, sogar auch noch. Steinmann, also alle die später in der Bundesliga auch Stars wurden. Und waren halt auch Leute, die Klasse hatten. Also ich meine, du kannst dir natürlich, wenn du viel trainierst und bist halbwegs talentiert, kannst du gut werden. Aber wenn du natürlich ein richtiges Talent bist, ja, und das würde ich zum Beispiel bei einem Matthias Sammer und bei einem Ulf Kirsten direkt unterschreiben, und dann hart arbeitest, dann wirst du einfach spitze. Und die übernahmen auch schon in dieser Qualifikation, auch in der letzten, durchaus Aufgaben in der Nationalmannschaft. Es war ein bisschen schade, weil die hatten, als der Bernd Stange abgelöst wurde, da gab es dann so ein Triumvirat. Ich glaube aus Manfred Zapf, Frank Engel und noch einen. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Also die haben die ersten Dinger einfach verkackt. Und nur durch die durchaus spielerische Klasse, die waren noch die einzigen, die UdSSR schlagen konnten, bekamen sie halt diese Endspielchance und die war natürlich genau 7-6 Tage nach dem Mauerfall. Das war echt Mist. Also, ich glaube, dass einfach 2 Wochen früher als hätten sie gewonnen. Ja. Und dann, was natürlich noch spannend gewesen wäre, es gab ja dann noch die EM 92, da gab es eine Auslosung und diese Auslosung führte die beiden deutschen Staaten tatsächlich zusammen. Genau. Also da hätte ich unsere Chancen als nicht ganz so schlecht eingeschätzt. Aber gut. Unabhängig davon gab es natürlich bei den letzten Nationalmannschaftsspielen dann das, was ja jetzt immer wieder medial aufbereitet wird, in Manager Kallmund, der mit einem Gehilfe bis in den Innenraum es schafft, oder der Gehilfe schafft es in den Innenraum und warb dort die Spieler ab. Und das wird immer wieder stolz erzählt. Ich finde, das hat immer irgendwie einen faden Beigeschmack, weil ja, das letztendlich war es trotzdem Sport und das war eine schwierige Zeit und so hat man das nochmal entwertet. Ich tue mich tatsächlich immer etwas schwer mit solchen Reportagen, wo das mit Stolz berichtet wird, welches Geschick der Manager dort an den Tag gelegt hat. Letztendlich hatte man eben ja auch keinen Respekt vor der sportlichen Leistung, hatte ich so das Gefühl. Und das haben viele, glaube ich, nicht verstanden, dass das ja, so einen faden Beigeschmack hinterlässt und dass man, ja, also, dass dann eben auch eine gewisse Skepsis in einem persönlich, was passiert denn dort jetzt, dass das eben nicht immer positiv gesehen wurde, das hatte eben auch was mit solchen Manager-Tätigkeiten zu tun, die während des Spiels
sich auf die Trainerbank setzten, offensichtlich damals als akkreditierte Fotojournalisten ohne ein Fotoapparat. Ja, also es ist generell dieser Ausverkauf, das, also es gibt da auch Beispiele aus Rostock, die haben eine Weile mit Werder Bremen da kooperiert, das hat auch nicht so funktioniert. Tatsächlich tut es mir auch weh, wenn ich sehe, also das Lustige ist, dass du vom Staatsbürgerkundeunterricht da eingeteilt kriegst, ja, der gewiefte Manager, der um seines eigenen Vorteils willen alle Gesetze des Anstands unter seinen Fuß stampft, und dann hast du natürlich so eine Geschichte, ja, dass sich die Leute einschleichen und die Spieler während so eines Spiels, was total wichtig ist, Schalom machen. Das ist tatsächlich, geht mir auch so, dass ich sage, also ich würde das im Nachhinein jetzt nicht als Heldentat betrachten. Natürlich, irgendwann wäre das sicherlich gekommen. Wir können auch jetzt sagen, oder wir können nicht sagen, was hätte man besser machen können, um unseren Fußball da zu retten, dass er halt nicht so da liegt, wie er jetzt da liegt. Aber das hat so ein bisschen was, also wie die Glasperlen, weißt du? Also ich nehme dann eine Handvoll Glasperlen und verteile die und dann bescheiße ich die Einheimischen, ja? Oder diese Decken, die sie da den Indianern angedreht haben oder sonst irgendwas. Gefällt mir nicht. Also es ist vielleicht ein bisschen ein böser Vergleich. Wir haben gerade eine Debatte über Rassismus und sowas. Aber also nee, das war kein schöner Umgang mit uns. Genau, und das hat ja geprägt, also auch die eigene Position und wie man dann eben auch als Bürger in diese Zeit gegangen ist. Und das darf man halt noch nicht verstehen. Dieser Fußball hatte da ja eine Signalwirkung. Und da war eben genau dieses, ich setze mich dort auf die Bank während des wichtigen Spiels, keine gute. Und das muss man, glaube ich, darf man auch so sagen. Und zu verstehen, wie man in diese Situation gegangen ist oder wie verschiedene Meinungen entstanden sind. Lass uns noch mal ganz kurz zum DDR-Fußball in Europa. Wir hatten das schon so ein bisschen angesprochen. Aber du hast vor kurzem, du bist ja derjenige, der DDR-Fußball in 280 Zeichen präsentiert, und da hast du einen interessanten Tweet veröffentlicht, dass der Fachausschuss Fußball die Meldefrist zum ersten Europapokal der Landesmeister verstreichen lassen hat und somit Rot-Weiß Erfurt um die Europapokalchance kam. Was war da der Hintergrund? Das wusste ich überhaupt noch nicht. Also, das habe ich in einem Buch gefunden, und zwar von Weise, als Maradona 80.000 lockte. Natürlich auch aus dem Wertstoffverlag, ist allerdings schon tatsächlich vergriffen. Und da stellt er praktisch alle Europapokalclubs vor, die aus der DDR gespielt haben. Und im Vorwort ist halt tatsächlich dieser 21. Juli beschrieben. Ich glaube, Weise selber hat da den Sohn oder den Enkel von Monsieur de Coubertin besucht, und der hat ihm das erzählt, hat gesagt, ja, wir haben im Prinzip ein Rundschreiben geschickt an alle Mitglieder, dass wir diesen Wettbewerb anfangen und dass die uns ihren Teilnehmer melden sollen. Und Meldeschluss war der 21. Juli, und der hat das Fax auch gekriegt. So, ne? Und das war so, dass die DDR, das hat dann Weise dazu ergänzt, tatsächlich nervös waren, dass, was machen wir jetzt? Ja? Können wir uns überhaupt mit denen messen? Was passiert, wenn wir verlieren? Sind wir dann blamiert? Wie stehen wir dann da? Und über diese Diskussion haben sie das offenbar verschwitzt, und ein Jahr später haben sie es auch nicht gemacht, weil die Angst tatsächlich zu groß war. Und es gab 1956 dann ein legendäres Spiel. Da kam nämlich der erste FC Kaiserslautern mit Fritz und Ottmar Walter nach Leipzig und spielte dort gegen den SC Wismut Karl-Marx-Stadt. Das Spiel ging 3-5 aus, aber was Fritz Walter gesagt hat, so sinngemäß, Wismut ist eine Mannschaft von europäischer Klasse. Und das war dann der Durchbruch, dann für den Wettbewerb zu melden, und da war dann Aue eben die erste Mannschaft, die erste Clubmannschaft, die für die DDR im Europapokal auflaufen durfte. Weil du das jetzt gerade erwähnst, von einem, ich nehme an, das geht da auch um einem Testspiel von Aue und Kaiserslautern. Der Lutz Eigendorf ist ja auch bei einem Freundschaftsspiel des BFC beim 1. FC Kaiserslautern geflüchtet.
Und da stocke ich immer über das Thema Freundschaft, stehe Ost und West. Und jetzt erwähnst du das auch. Gut, das ist eine Zeit 1956, da war das sicherlich noch möglich. Aber als dann die Mauer existierte, also mir ist das zumindest aus meiner Zeit nie bewusst, dass es ein Testspiel zwischen Ost und West gegeben hätte. Gab es das häufiger? Also es gab es jetzt nicht so häufig, aber es war jetzt auch nicht unüblich. Ich glaube, dass da zum Teil einfach auch die Namen zogen und zum Zweiten, dass man eben die Spielpraxis also natürlich bekam. Dann gab es ja jede Menge Begegnungen auch im internationalen Fußballcup halt in diesem in der Toto Cup, ne? Ja. Also das war jetzt nicht so, dass da irgendwie keine Kontakte bestanden und ja, also wie gesagt, man hat es bestimmt nicht propagiert. Auf der anderen Seite ist natürlich so, das sieht man ja auch heute, wenn du gegen eine starke Mannschaft spielst und das waren alle westdeutschen Bundesliga-Vereine, dann holst du dir einfach tatsächlich Schliff für die künftigen Kämpfe. Und für mich ist auch so ein Mangel gerade in den 60er Jahren gewesen. Diese ganzen Kontakte gingen fast immer nur nach Osten, ja, sowohl von der Nationalmannschaft als auch von den DDR-Vereinsmannschaften. Und da fehlte tatsächlich dieses Gestelltsein gegen eine Profimannschaft zu spielen, die wie die Engländer, die ja drei Lungen haben oder so, ja, eben 90 Minuten durchlaufen. Als dann die DDR-Vereine im Europacup eine bessere Stellung sich erkämpfen konnten, dann hat man diese Routine auch gemerkt, sowohl im Ligabetrieb als auch im Europacup selber. Und das heißt, ich denke, dass die vorbehaltlich natürlich dieser immerwährenden Angst vor einer Flucht, ja, diese Spiele schon ganz schön gerne abgeschlossen haben. Was ich nicht weiß, ist, ob der Geld geflossen ist. Das kann immer noch was sein. Jetzt, wir hatten vor uns die Stärke des BFC nochmal besprochen, auch die spielerische Stärke. Wenn man jetzt so auf die Erfolge im Europapokal schaut, waren es ja schon eher die 70er Jahre mit dem ersten FC Magdeburg, wo wir gute Auftritte im Europapokal hatten. Letztendlich war es der Sieg des ersten FCM und das Finalteilnehmer des FC KZ Jena. Oder gibt es noch andere Erfolge im Europapokal, die mir jetzt entfallen sind? Also für mich sind die 70er da tatsächlich auch das absolute Highlight. Ich würde gerne noch die Finalteilnahmen erwähnen. Der BFC Dynamo, 71-72 im Cup der Pokalsieger, schied sogar ungeschlagen aus im Halbfinale gegen Moskau nach Elfmeterschießen und kam praktisch aus dem Stand ins Halbfinale, so wie Jena 10 Jahre zuvor. Und die 70er Jahre waren tatsächlich dankbar. Also was bei diesem Cup von Magdeburg etwas untergeht, ist, im gleichen Jahr kam Leipzig ins Halbfinale des UEFA Cups. Ja, also das war tatsächlich auch so, dass die DDR zwei Vereine im Halbfinale hatte. Ja, das war schon bemerkenswert. Magdeburg ist die erste Mannschaft, die zum Beispiel Schalke in einem Europapokal auf Schalke besiegte. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Also Schalke hat lange da einfach zumindest immer einen Unentschieden gehalten. Und Magdeburg war die erste Mannschaft, die das gelang, zu gewinnen. Ich glaube 77. Ja, also da waren die 70er Jahre waren schon stark. Und klar, also Jenas Husarenritt, ich habe der MDR das ja als Aufzeichnung gebracht, habe ich mir auch gerne angeguckt. Dieses 4:0 gegen Rom und dann der Durchmarsch bis ins Finale. Ja, das war einfach stark. Und in den 80er war dann Schluss. Was wir nicht vergessen dürfen, ist Leipzig 87. Aber das war so ein Ausreißer und ganz zum Schluss hat es natürlich Dynamo Dresden 88, 89 auch zum Glück nochmal ins Halbfinale geschafft. Das war, glaube ich, mal ganz wichtig, das Trauma zu überwinden, weil die haben ja da am längsten, also obwohl sie die Mannschaft sind, die meisten Europapokalspiele hat, haben sie am längsten gebraucht, um in dieses Halbfinale zu kommen. Ja, und gut, das waren die Erfolge, aber wie gesagt, für mich ist dieses Ganze, die 70er sind für mich deswegen bedeutsamer, weil wir da tatsächlich auch einen Namen hatten. Also da war so eine Gesamtqualität da. Die Erfolge waren keine Ausreißer, sondern es war wirklich ziemlich Qualität da. Hat man auch gesehen durch die WM-Teilnahme. Olympiasieg 76, das sind ja alles Dinge, die es nicht geschenkt gibt. Aber jetzt nehmen wir uns nochmal mit zu diesem Trauma. Wir hatten es schon angesprochen, dieses Aufeinandertreffen von Dresden und Bayer-Uerdingen. Gab es da jemals Diskussionen darüber, ob das auf
rein sportlicher Ebene entschieden wurde? Gab es da mal Diskussionen, ob hier eventuell irgendwelche Gelder geflossen wurden? Weil so ein, das war ja schon ein ganz besonderer Spielverlauf des Rückspiels. Also ich kenne keine Diskussion. Natürlich denkst du da immer dran, aber ich denke, dass die DDR dieses Prestige, ja, eine westdeutsche Profimannschaft zu besiegen, niemals für ein paar Devisen hergegeben hätte. Und das Spiel ist tatsächlich ein Trauma für mich, weil ich habe nämlich das 2:0 Hinspiel gesehen, dachte, okay, wir wissen, 2:0 ist gefährlich. Dresden hatte zuvor ein 3:0 verspielt, die Saison vorher, das geht heute oft unter. Und dann dachte ich, 2:0 ist auf jeden Fall noch solide. So, und dann kam dieser ominöse Abend und wir hatten nur einen Fernseher am Radio und 1:0. Ja, okay, na, vielleicht. Kann es denn sein, jetzt müssen die ja schon 4:1 gewinnen und ach, und dann 2:0 und 3:1, ne, zur Halbzeit. Und denkst du, das ist unfassbar, wir werden das schaffen, wir werden dieses Halbfinale schaffen. Und auf jeden Fall bettelte ich dann meine Eltern an, dass sie mich das gucken lassen. Und dann haben sie den Fernseher freigeräumt. Und wir hatten einen Farbfernseher, ich konnte in Farbe diese zweite Halbzeit, die 45 Minuten Triumph sehen, wie Dynamo ins Halbfinale einzieht. Ja, und dann ging das los. Und ich habe dieses Spiel tatsächlich also man bippert so mit, also zum einen hat mich dieses Geklopper aufgeregt. Also die Oerdinger haben tatsächlich hart zugelangt, die hatten ja auch nur solche Tiere, ja, so 2 Meter, Funkel. Wen hatten sie noch? Matthias Herget, ja, die waren ja alles solche Riesen. Und dann musste ja Kubowski raus und die hatten ein Torhüter mit, nicht ihren zweiten, weil der durfte, glaube ich, wegen Westkontakten nicht fahren. Und der dann Drittstand, ich weiß nicht, war es teurer, bin ich ganz sicher, wer dann reinkam. Also den hat keine Schuld getroffen. Die Dinger, ja, die waren solide geschossen. Also der hat jetzt keinen Torwartfehler gemacht, aber er war halt auch kein Torhüter, der Spiele gewinnt. Ja, also wenn du halt einen Jakubowski oder einen Kreu hast, ja, das ist ein Torhüter, da weißt du, okay, wenn da jetzt 5 Mann auf den zustürmen, das ist aber noch nicht entschieden. Ja. So, also so einer war er nicht. Und natürlich hat sich dann diese Unsicherheit auf die Mannschaft übertragen. Ne? Und dann fing Oerding an, das erste Tor zu schießen und das zweite. Und dann sieht es natürlich schon freundlicher aus mit dem 3:3. Ja, und dann sagst du, ja, okay. Und die fingen plötzlich an zu laufen. Die bekamen die zweite Luft. Und Dresden hatte da nichts entgegenzusetzen. Die sahen diese Naturgewalt an, die auch noch, ja, faulte. Und dann war es passiert. Nun, bei einem 5:3, da weißt du genau, du brauchst nur noch ein Tor. Und ich zitterte vor diesem Fernseher und dachte, bitte nicht. Und vielleicht schießt der Dresden auch noch mal ein. Ja, und das war einfach ein Tornado an Testosteron und Adrenalin. Und ich habe tatsächlich da auch vor diesem Fernseher geheult, weil ich es nicht fassen konnte. Ja, ich habe diesen Schiedsrichter beschimpft. Der war, glaube ich, aus Rumänien. Da fielen wenig freundliche Worte. Und ich habe das Spiel nie vergessen. Und tatsächlich, also ich bin jetzt sehr viel älter, 86, nur Christ, und man soll vergeben, ich kann es nicht. Ja, also es ist so, Oerding ist die einzige Mannschaft, die ich überhaupt nicht leiden kann. Und von denen will ich auch nur schlechte Nachrichten hören. Ich will von denen nicht hören, dass sie aufsteigen oder dass sie irgendwas gewinnen. Ich will sie einfach unten sehen, weil ich ihnen das nicht vergeben kann. Also ich glaube, dass alle Fans oder Fußballfans im Osten hat diese Niederlage geschmerzt. Also dass die Art des Zustandekommens, das war schon etwas Besonderes und das hörte ja nicht auf, denn nach dem Rückspiel wurde dann das Thema wieder aktuell, weil Frank Lippmann geflüchtet war. Und ich finde, also ich zumindest habe relativ wenig über das Thema Flucht mitbekommen. Erst danach hat man die Geschehnisse rund um Lutz Eigendorf, wo es ja auch jetzt diesen bedrückenden und gleichzeitig guten Film Tod den Verräter gibt, wo das alles nochmal aufgearbeitet wird, der 1979 geflüchtet ist und dann bei einem Unfall ums Leben kommt, zwischendurch nicht nur in die Staatssicherheit auf ihn gehetzt wurde, sondern auch auf seine Frau. Und auch natürlich hat man Falko Götz ebenfalls mitbekommen. Diese Flucht war halt dann auch noch im Zusammenhang mit diesem Spiel.
Und die Tatsache, dass dann eben auch der Klaus Sommer abberufen wurde, zwar offiziell wegen der hohen Niederlage, aber indirekt hat man das halt auch damit in Verbindung gebracht. Und dann gab es halt diese Tickermeldung oder den Nachrichten, Spieler Frank Lippmann hat für eine hohe Geldsumme, die ihm sportfeindliche Kreise boten, seine Kameraden verraten. Und tatsächlich muss ich mir das heute eingestehen, konnte ich das damals offensichtlich nicht objektiv bewerten, sondern ich habe mich tatsächlich vom Freiheitsdrang von Frank Littmann nochmal gedemütigt gefühlt nach dieser Niederlage. Und das ist mir ganz ungeheuerlich, wenn man sich dem heute so bewusst wird, aber das war also eine ganz schwierige Zeit und schwierig zu verarbeiten. Ging das nur mir so? Nein, also das eine ist, dass natürlich diese Meldung, also ich hatte übrigens auch das Sportecho, ne, Mutti sei Dank, plus Volkswacht, plus Junge Welt, ja, also bei uns gab es tatsächlich 4 Zeitungen am Dienstag, und diese Meldung stand überall gleich drin, ja, mit der Überschrift Mannschaft verraten. Und diese Einordnung, die du machst, die ging mir ähnlich. Also dachte, ja, was wollen die Menschen, die haben, können da ihren Fußball spielen? Ist es da jetzt nicht so, dass unser Land schlecht wäre? Weil ich bin ähnlich sozialisiert. Wie du weißt, in meiner Lehre, die ich dann gemacht habe, 87, 88, 89, da hatten wir einen, der hat einen Ausreiseantrag gestellt. Und ja, der sagte zu mir, ich sage, warum willst du denn nur gehen? Was willst du? Ich meine, du kannst eine gute Ausbildung machen und wer weiß, wo wir später mal landen und so. Und er sagt, du bist doch hier nicht frei. Ja? Und ich guckte den an, habe nicht verstanden, was er meint. Und der guckte mich an, weil nicht verstanden habe, ich das Problem nicht verstehe, das Problem nicht sehe. Ja? Ich glaube, tatsächlich kannst du das erst erfassen, wenn du frei bist und sagen kannst, okay, ich kann tatsächlich machen, was ich will. Ja? Ich meine, die Lehre war damals nicht mein Traumjob, das muss ich da sagen. Andere Geschichten, wie du sehen musst, also, weißt du, dieses, ich kann jetzt nicht hinfahren, wo ich will. Okay, da kommst du irgendwann drüber weg. Ja, wenn du jetzt kein Geld hast, machst du halt auch Urlaub zu Hause. Das ist immer so eine Sache. Aber tatsächlich dieses Sagen, ich will jetzt das probieren. Ja, ich will mein Geschäft aufmachen oder ich fühle mich talentiert als Künstler. Ich würde gerne Musik machen, ich würde gerne dichten. Ja, dass dann ständig jemand hinter dir steht und sagt, ich will das nicht, ich will das nicht. Aber du darfst das nicht, das ist falsch. Das ist tatsächlich, das fällt dir nur auf, wenn du das immer gemacht hast und vorher nicht. Ja, und natürlich, für mich ist so, das sind, also damals, als 86 war ich 16 Jahre alt, ja, das sind Leute, die haben das Privileg von unserem Staat bekommen, die dürfen da ihren Fußball spielen, die dürfen unser Land vertreten im Ausland, dort haben sie sich würdig zu benehmen, ja, und das Erstbeste, was sie machen, ist, sie schmeißen unserem Staat im Prinzip das alles vor die Füße und den Leuten, die sie arbeitet haben, mit. Das fand ich nicht gut, tatsächlich. Also, und wie gesagt, aus der Sozialisation heraus habe ich damals genau so gedacht. Und würde das heute anders bewerten. Ja, ist klar, also jetzt haben wir selbst gesehen, ja, Freiheit ist schön und manchmal schmerzlich. Also das hat immer so zwei Seiten, ebenso wie die Unfreiheit. Und natürlich kannst du sagen, ja, klar, der wollte einfach weg. Und wenn du siehst, wie kleinlich ist das Land, wenn du alles vorrechnen musst, ja, also auch als Fußballprofi, ja, wenn dann, ja komm, da, warum hast du da den Pass gespielt, warum hast du jetzt das gemacht, warum warst du nicht beim Training so, hast du nicht reingeengt? Also ich glaube schon, dass das jetzt nicht nur dieser Traum von der Bundesliga ist, der sich für die meisten ja in dem Maße auch gar nicht erfüllt hat, sondern dass du, wenn du dich im gewissen Sinne entwickeln willst und exponieren willst, ein bisschen weiter aus diesem Rahmen raus, den dir der Staat steckt, wenn du dann anstößt, dass du dann weg willst. Ja? Und das ist für manche, wie gesagt, so dieses, ich will mal das Meer sehen und mehr als die Ostsee oder ich will mal fliegen. Und für die anderen ist es eben, dass sie sagen, hey, ich will einfach werden, was ich will, ja, und nicht, was mir der Staat vorschreibt. Und wenn ihr jetzt Autoschlosser wollt, ich will trotzdem, was weiß ich, Gymnasiallehrer werden. Und dann ist mir, das darfst du nicht, weil du bist eine Pfarrerstochter. Dann bist du draußen, dann ist dein Leben kaputt. Und es ist auch für immer kaputt.
Ja, also du sagst, ich will mit 18 das werden. Und dann sagt der Staat, nö, gibt's nicht. So, dann gibt's doch nichts anderes. Natürlich kannst du da dein Leben leben, aber dein Traum ist kaputt. Ja, und Geschichte dazu, wir hatten bei uns im Dorf eine Bibliothek und da tauchte eines Tages ein junger Mann auf, der hatte Abitur. So, und da ging nicht 3 Jahre zur Armee. Der saß bei uns bis 1990. Jedes Mal, wenn er einen Antrag stellte auf die Uni, wurde der abgelehnt. Und 3 Jahre zur Armee gehen? Nö. Gut, tut mir leid, wir haben keinen Studienplatz für Sie. Und da hockte der, ja, auf so einem thüringischen Dorf, ja, und betreute dort Bücher. So. 2, 3 Jahre lang. Und das, also diese Enge, also man muss den Leuten, die dann gegangen sind, vielleicht zugestehen, dass sie diese Enge schon gespürt haben. Wie gesagt, ich kenne sie erst jetzt, ich habe es damals genauso bewertet. Und ja, das andere ist, wenn du halt in so einem System aufwächst, das weiß ich noch, als ich damals meinen Traumjob auch nicht antreten durfte, da sagst du, na ja gut, das ist halt so, ja, der Staat ruft dich und die werden schon wissen, warum sie das so entscheiden. Da gibt es auch so ein, ja, gerade als junger Mensch so ein Grundvertrauen, habe ich zumindest damals so gedacht, auch wenn es mir heute nicht zur Ehre gereicht. Über was wir noch gar nicht gesprochen haben, ist über Geld. Was konnte denn man im DDR-Fußball verdienen? Ich habe mal gefunden, so ein Vergleich Teilnahme WM 1974, weil halt nun beide Teams dabei waren, dass man als Prämie als westdeutscher Spieler 70.000 D-Mark bekommen hat, als Spieler der DDR-Nationalmannschaft 2.000 Euro und in dem Jahr wäre wohl so gewesen, dass die monatlichen Bezüge in der BRD bei 20.000 bis 30.000 DM für Spitzenspieler gelegen hätte, in der DDR bei 3.000 Mark. Kennst du da Aussagen über Geldsummen, wie gezahlt worden ist, oder kennst du nur die Aussagen, dass im Prinzip gerade bei Carl Zeiss Jena und so, dass dann eben Häuser sehr günstig verkauft wurden, dass man das Auto schneller bekommt und so, solche Sachen? Also das ist tatsächlich, habe ich da jetzt wenig. Also in der FUVO steht natürlich nichts dazu. Das ist dann die Hauptquelle meiner, ja, also meines Hobbys. Was ich weiß, es gibt das schöne Buch von Michael Kummer. Ja. Oder diese Arbeit. Die kannst du wahrscheinlich noch verlinken, weil die gibt es ja in der DDR von der Uni. Und der hat das relativ gut aufgearbeitet. Er hat gesagt, okay, die haben natürlich praktisch Geld verdient. Und da stehen auch ein paar Preise drin. Also bekamen die Spieler Mitte der 70er bei Umformtechnik zunächst zwischen 650 und 750 Mark. So waren es am Ende des Jahrzehnts dann schon bis zu 1200. Dann gab es 1969 einen Fußballbeschluss und da wurden diese Gelder an die tatsächliche Qualifikation der Spieler gekoppelt. Und da sank das. So, und dann steht hier, Zeiss zwischen 800 und 1000 Mark erhielten die Spieler vom Werk. Und dann, als man wieder Prämien zahlen durfte, als dieser Fußballbeschluss sich ein bisschen verzogen hatte, da gab es dann wohl für Sieg 500 bis 700 Mark. Was ich noch weiß, ist, es gibt ein Buch, das heißt Kabinengeflüster. Da ging es dann um die DDR-Nationalmannschaft. Das ist ein gutes Buch, das so diese ganzen Episoden dahinter erzählt. Und da steht, wenn ich mich jetzt direkt richtig im Sinne, ich glaube, so eine Zahl im Raum, so 2000 Mark pro Nationalmannschaft. Das sind so Zahlen, die ich kenne. Ja, und dann lass uns vielleicht zum Abschluss nochmal das Thema Frauenfußball, das hatten ja auch mehrere Twitter-Nutzer thematisiert, dass wir darüber nochmal reden sollen. Also, der Frauenfußball war ja keine olympische Sportart. Und das war ja schon immer ein Gedanke in der DDR zu sagen, wir wollen bei Olympia gute Ergebnisse erzielen und über die guten Ergebnisse haben wir auch staatliches Renommee bzw. Anerkennung. Und so ist der auch nicht gefördert worden. Letztendlich entwickelte sich dann ab den 70er Jahren, dass dort gespielt wurde. Es gab dann immer so lose Verbünde, dann gab es mal Meisterschaften auf Stadtebene. Noch 1991 hatte der Generalsekretär des Fußballverbandes der DDR, Hans Müller, gesagt, die Einführung einer Damenfußball-Oberliga halten wir für überstürzt. 8 Jahre später gab es dann eine Art Meisterschaft in Form einer Bestenermittlung, die man gesagt hat, die will man zur weiteren Belebung und Förderung des Frauenfußballs
durchführen. Und da war es dann immer so, dass auf der Turniere auf Bezirksebene die Besten ermittelt wurden und dann gab es ein Turnier, wo dann die jeweiligen Meister also im K.O.-Verfahren ermittelt wurden. Und das begann halt mit BSG Motor Mitte Karl-Marx-Stadt beziehungsweise Wismut Karl-Marx-Stadt, dann Turbine Potsdam und 84 war es die BSG Motor Halle, die diese besten Ermittlungen gewann. Und dann gab es 1987 eine zweigleisige Liga Nord-Süd und die Staffelsieger ermittelten dann im Finale den jeweiligen Meister und auch dort war es dann halt das Potsdam Rotation Schlema, diejenigen waren, die den Meistertitel in der Regel gewannen. Gibt es in der FUPA rund um den Frauenfußball, spielt ja da eine Rolle? Ja, also es war im Prinzip ist dieses, es war, man hat da ein bisschen drauf geguckt und wusste nichts Rechtes damit anzufangen. Man hat es halt nicht verboten und auch nicht so wirklich zugelassen. Und ich habe mal ein bisschen geforscht. Also was ich weiß, es gab so, ich glaube, das früheste, was ich gefunden habe, war so 68. Und da suchte eine Frauenfußballmannschaft aus Halle einen Spielpartner. Also die schrieben einfach die Leserbriefseite, hallo, wir sind, was weiß ich hier, 15 Mädels aus Halle. Wir würden gerne gegen jemanden spielen. Und dann gab es auch mal ein Bild von spielenden Frauen, wo sie hieß, ah, guck mal, Chemie Leipzig war, glaube ich, mal erwähnt. Und es gab aber während so Anfang der 70er gab es immer so ein Interviewrunde in der FUFO. Und dort kamen dann auch tatsächlich relativ viele Fragen, was halten Sie vom Frauenfußball? Die Oberligaspieler haben fast generell gesagt, nee, ja, also ist zu hart, ist Männersport und die sollen lieber Gymnastik machen. Ja, also im Prinzip war, glaube ich, auch die Haltung des DFV so, dass man sagt, naja, solange wir sie jetzt keinen Schaden anrichten, lass sie machen. Ja, also lieber sie machen Sport als was weiß ich was. Und so wirklich gefordert hat man das nicht. Und erst mit der ersten Bestenermittlung, nämlich 1979, war die in Templin. Da fing das an, weil vorher gab es die Ausscheidungsspiele. Darüber wurde schon berichtet. Also in dem Sinne, dass man sagt, man hat die Ergebnisse gebracht und vielleicht mal ein Bild. Und dann von der Endrunde gab es tatsächlich auch einen richtigen Bericht. Ja, also die wurden immer bei unter die Bezirke eingestuft. Also die Hierarchie war dann meinetwegen Länderspiel, Oberliga, Liga, Bezirke und unter den Bezirken kamen dann die Frauen. Und mir ist jetzt nichts bekannt, dass es da irgendwann mal was Größeres gab, aber ich glaube, im Zuge dieser Einführung der Frauenliga, da kann es durchaus sein, dass man das nochmal näher beleuchtet hat. Also wie gesagt, vor 79, da gab es immer mal so eine Meldung, was weiß ich, Frauenfußball jetzt auch in Dresden, ein Bild von Chemie Leipzig, die Anfrage von Halle und so weiter, so ganz lose. Man wollte es nicht unterdrücken, aber man hat jetzt auch nicht gesagt, wir machen mal selbst was drüber. Auch dort kam dann die Wende und wir hatten eine Oberliga Nordost, die nur eine Saison gab. Also nachdem im Prinzip die jeweiligen Endspiele waren, hatten wir dann eine Saison 90-91, die Oberliga Nordost. Das war eine Übergangssaison, wo man die beiden Zehnerstaffeln der DDR-Zeiten aufgrund der Resultate der letzten 5 Jahre zusammengefasst hatte. Und so hatten wir dort Mannschaften Turbine Potsdam, Post Rostock, Motor Halle, Handwerk Magdeburg, Union Berlin, Wismut Aue als Nachfolger von Rotation Schlema, BSG Wismut Chemnitz, Johannstadt Dresden, was die BSG Aufbau Dresden Ost war, Concordia Erfurt, was Fortschritt Erfurt war und die HSG Uni bzw. OSV. Jena. Und hier ging es genau um das Thema, wie kann Ost und West zusammenkommen. Und hier gab es nur die Zahl 2. Es gab in der 2 Bundesliga-Staffeln. Und man hatte mal kurz überlegt, ob man eine dritte Nordost dazu macht. Das wollte man nicht. Da hatte man mal kurz überlegt, ob man 4 Teams in die Bundesliga integriert. Das wollte man auch nicht. Und so hat man ein Team in Norden und ein in Süden integriert. Jena als Meister konnte dann in die Nordstaffel und Wismut Aue als Zweiter konnte in die
Südstaffel. Und somit konnte dann, die waren dann jeweils 11. Team in den beiden Staffeln in der Debütsaison mit jeweils 10 Mannschaften. Tja, und wenn du heute schaust, weil es ja auch die Frage gibt, der Blick nach heute, der fällt dann halt schwer. Also förderlich war die Situation sicherlich nicht. Aber grundsätzlich hat der Frauenfußball aktuell sehr, sehr große Probleme, weil dieses vermeintliche Sommermärchen tatsächlich so nicht stattgefunden hat und wir eine extrem abnehmende Zahl haben in der Zwischenzeit. Deswegen das alles auf die Wände zu schieben, das ist schwer, aber sicherlich hat die Regelung mit 2 Mannschaften auch nicht geholfen. Heute ist Wismut Aue, glaube ich, zurück, die sehr lange in der Regionalliga spielt, auf Landesebene leider. Turbine Potsdam ist eine feste Größe in der Bundesliga, auch wenn sie gegen die finanzstarken Mannschaften mit Bayern, Wolfsburg kaum eine Chance haben, aber sie sind eine feste Größe. Jena ist aktuell in der zweiten Liga und jetzt entsteht da etwas Neues, weil Raba Leipzig jetzt dort auch investiert und die jetzt in der zweiten Liga sind. Aber letztendlich vergleicht man das mit damals, haben wir tatsächlich damals 2 Mannschaften in der Bundesliga gehabt. Jetzt haben wir 1 in der Bundesliga und 1 in der zweiten Bundesliga. Eine Erfolgsgeschichte ist das nicht. Aber wie gesagt, das jetzt im Zusammenhang mit der Wende zu bewerten, fällt mir persönlich schwer. Dazu gibt es im Bereich des Frauenfußballs ja weitere strukturelle Probleme, wenn ich das sehe im Land Thüringen, wo man versucht hat, jetzt über 30 Jahre das allein auf 1 zu konzentrieren. Und das ist gescheitert, aber man will das nicht so richtig erkennen. Und jetzt wird aus dem USV Jena einfach das nur umgelabelt in Karlsruhe Jena. Ich kann da nichts Besseres erkennen. Also ich kann da keine positiven Tendenzen erkennen. Und insgesamt sind halt die Zahlen erschreckend. Also mir fällt es da schwer, eine Bewertung im Zusammenhang mit der Wende vorzunehmen. Also was man vielleicht sehen muss, dass die Qualitätsunterschiede zwischen den westdeutschen Ligen und der DDR-Frauen waren gravierend. Also der erste Damenmeister, hieß er damals noch, in der Bundesrepublik, der wurde schon 1974 ermittelt. Die hatten also durchaus einen Entwicklungsvorlauf. Und ich glaube, als unsere Mannschaften da reinkamen, ja, das war einfach eine vollkommen andere Welt. Ja, also was für mich spannend gewesen wäre, also wir stehen gerade beim Frauenfußball immer vor der Frage, schließen wir jetzt die Frauen an die großen Clubs an, damit du im Prinzip eine sportliche Basis hast und auch im Prinzip wie bei der Champions League oder sonst irgendwo durch diese sportliche Herausforderung wächst und dann eine starke Nationalmannschaft hast und dann natürlich auch neue Leute anziehst. Oder machen wir das nicht, weil natürlich das Problem ist, wenn du zum Beispiel beim FC Bayern als Frau spielst, wisst ihr genau, die Leute gehen zu den Männern. Ja, also wenn du dagegen, was weiß ich, bei der SSG Bergisch Gladbach spielst, dem 80er Jahre Serienmeister, also die Bergisch Gladbacher sagen, nur das sind halt unsere Mädels, dann gehen wir halt eher dahin. Guten Fußball siehst du auch dort. Ja? Also ich meine, zum Teil ist es technisch sogar eine Augenweide, wenn man das sieht. Und diese Frage, also zurzeit, wenn ich jetzt siehst, wer reingeht, also wenn jetzt RB Leipzig reingeht, Bayern, Wolfsburg, das sind natürlich Leute, wo du sagst, okay, da finden die Frauen ihr Auskommen. Das heißt, jemand, der vom Fußball leben muss, ja, weil er einfach sagt, ich kann nicht beides machen, der findet dort sein Auskommen, aber dann hast du natürlich überhaupt keine Refinanzierungsmöglichkeit, außer halt über dieses Quersubventionieren von den Männern. Oder sagst, ich leiste mir noch ein Frauenteam. Oder lohnt es sich tatsächlich, die irgendwo anzusiedeln, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Mannschaft nach Schwerin setzt, ja? Da wäre die Frage, haben die dann mal 2.000, 3.000 Leute, weil die Schweriner sagen, das ist Live-Fußball von hoher Qualität, den gucken wir uns gerne an und wir identifizieren uns damit. Also wenn du die Frage irgendwie klären kannst, also entweder du hast halt eine Liga, wo keine Zuschauer kommen, ja, und wo die Frauen davon leben können, oder du hast halt eine, wo du sagst, ich versuche mal mit weniger Qualität, ob das klappt. Ich kann es dir auch nicht sagen, weil wenn ich jetzt generell, und jetzt nur beim ganz großen Fußball, die Entwicklung so anschaue,
Beispiel bei uns im Ort gibt es auch einen Fußballverein, mein Sohn hat da gespielt. So. Und da weiß ich, ja, vor 10 Jahren liefen die alle noch mit den Trikots des ansässigen Clubs hier rum. Ja? Ja? Plus Bayern, plus Dortmund. Wenn du heute zum Training gehst, dann laufen von den, was weiß ich, 20 Leuten, 8-mal Paris, 3-mal Mailand, ja, 3-mal Real Madrid. Ja. Und ja, der hiesige Verein, ja, unter ferner Liefen, da hast du ab und zu mal einen Exoten. Ja, aber im Prinzip, die waren früher alle dabei und jetzt gehen die dahin. Ja, da spielen einfach größere Räder eine Rolle. Das ist so, was man beim Frauenfußball noch ansprechen muss, der DDR, dass gerade zum Wendezeitpunkt eine Nationalmannschaft gegründet werden sollte. Also im Sommer 1989 wurde der Beschluss gefasst. Und ja, und offensichtlich hatte das die Ursache so ein bisschen in der Europameisterschaft der Damen 1989 in der BRD, dass da ein bisschen eine Euphorie bei uns war. Und so hatte man das erste und einzigste Länderspiel dann im Mai 1990 mit einer 0-3 Niederlage gegen die Tschechoslowakei. Der Trainer damals, Bernd Schröter, war sehr enttäuscht. Also man hatte gehofft, man ist schon weiter. Aber so insgesamt war das eben das erste und gleichzeitig einzigste Spiel der Frauennationalmannschaft der DDR. Ja, Lars, dann sind wir fast am Ende, aber ich hatte ja auch die Hörer gefragt, ob sie, wenn schon mal der Fußballhistoriker zu Gast im Podcast ist, ob sie eine Frage haben, und der wunderbare Fedor Freitag hat das natürlich genutzt und fragt, war die DDR-Oberliga nüchtern gesehen nicht auch ein Wettbewerb, in dem die potentesten Investoren den meisten Erfolg hatten? Mielke, Biermann, diverse Bezirksparteisekretäre, sie investierten ihre Macht und das Geld anderer in den Erfolg ihrer Lieblingsclub. Hat der Feder damit recht? Ich glaube ja. Also letztlich muss man sehen, also das machen die Clubs halt heute mit Geld, ne? Aber damals konntest du das eben qua deiner Macht machen und natürlich gab es da glückliche und weniger glückliche Investitionen. Aber im Prinzip tatsächlich, die Mächtigsten hatten auch die besten Clubs und hatten zumindest auch die Erfolge. Ja, und was mir da jetzt gerade aufgeht, was man damals wollte in der DDR, man wollte ja eine starke Mannschaft schaffen, ja, die praktisch sich im Meisterschaftskampf bewährt, aber ihre wirkliche Klasse auch im Europapokal zum Tragen bringt. Und die sollte gleichzeitig das Gerüst einer erfolgreichen Nationalmannschaft sein. Das war so ein bisschen die Vision, die auch mit diesen ganzen Gründungen, Clubgründung, Fußballclubs, Fußballbeschlüsse herbeigeführt werden soll. Die Besten sollten bei den Besten spielen und mit den Besten. Ja, und es hat natürlich durch diese SED-Länderfürsten nicht geklappt. Aber wenn du dir heute die Bundesliga anguckst, ja, haben wir genau das. Ja, wir haben im Prinzip zwei Clubs, die die Meisterschaft mehr oder weniger beherrschen und sich dann im Europapokal bewähren sollen und die auch im Prinzip das größte Nationalmannschaft stellen. Insofern scheint es jetzt zwischen dem normal finanzierten Fußball und dem DDR-Fußball, der durch Macht und andere Geschenkchen da finanziert wurde, nicht so große Unterschiede zu geben. Ja, lieber Lars, und damit sind wir mit unserem Ritt durch den DDR-Fußball durch. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du für alle Fragen zur Verfügung stand und so viele Einblicke gewährt hast. Vielleicht gib uns noch einen kleinen Ausblick, wenn wir in 10 Jahren wieder über den Fußball-Osten reden. Wird das ein positives Gespräch oder wird das auch ein trauriges Gespräch? Tja, also der erste Impuls wäre zu sagen, so wie die Entwicklung jetzt ist, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen trauriger werden. Aber man soll immer optimistisch sein. Ja? Also es gibt immer noch die Möglichkeit, sich seinem Fußball in seiner Stadt wieder zuzuwenden, zu sagen, ja klar, es gibt Champions League, das gucke ich mittwochs und Samstag gehe ich auf den Platz. Live ist besser und dann kann auch wieder Wasser wachsen. Und letztlich, 10 Jahre sind eben auch Zeit, um so eine Grundlage zu legen, sagen, okay, wir machen jetzt das und probieren, ob es klappt. Ja, und das ist ja kein, Fußballclub ist ja kein,
kein Bundestag, der alle 4 Jahre neu oder alle 5 Jahre neu gewählt werden muss. Du kannst sagen, ich probiere es jetzt, wenn alle mitziehen, da kann was wachsen. Und tatsächlich denke ich, dass wir also immer Vereine haben werden, auf die wir stolz sein können. Und wenn neuer Stolz dazukommt, dann würde mich das natürlich sehr freuen. Ja, nochmal herzlichen Dank an alle Hörer, die Information, wenn ihr den DDR-Fußball mit all den Anekdoten, Niederlagen und Siegen weiter verfolgen wollt, dann folgt einfach dem Fußballhistoriker auf Twitter und auf Facebook. Bei beiden ist es so, findet ihr Lars dort mit all seinen Informationen. Er freut sich bestimmt auch, wenn es dort eine Interaktion gibt. Fragt einfach nach, wenn ihr Fragen habt. Lars beantwortet euch das sicher. Er hat einen breiten Fundus an Wissen, das durften wir jetzt hier im Podcast erfahren. Herzlichen Dank, das hat mir riesen Spaß gemacht und bleibt der BSG gewogen und Glück auf. Danny, ich danke dir, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, die Hörer haben was davon und haben Freude dran. Und ja, wir sehen uns. Glück auf. Sozialismus, so sagt man bei uns immer, in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf. Seit einigen Jahren scheint es nun Usus zu sein, dass bei großen internationalen Entscheidungen und wie wir sehen auch bei kleineren Anlässen die Fußballhelden förmlich vom Platz gerissen werden, dass ihnen zumindest der Weg in die Kabine mit entblößtem Oberkörper bevorsteht. So erging es auch den Jungen der BSG Wismut Gera, die sich in der Ligastaffel Süd den Aufstieg in die Oberliga erkämpften und das schon 2 Wochen vorm Ende der Meisterschaft. Die Spieler und vor allem unser Ex-Nationalspieler Manfred Kaiser, der seine Trainerlaufbahn damit gleich erfolgreich begann, wurden von einem dankbaren Publikum übermütig gefeiert. Ich bin eigentlich fassungslos. Hens gegen Otto. Schwarzes Geld beim DFB. Kann doch alles nicht normal sein, sowas. Mehr kann ich zu dem Thema jetzt auch nicht sagen.